Warnung! Der folgende Serientalk wird eventuelle Spoiler beinhalten. Es wird sich darum bemüht, nicht alles von der Story vorwegzunehmen. Dennoch raten wir zur Vorsicht. Wer sich also nichts verraten lassen oder die Serie noch selber sehen möchte, schaltet am besten ab. Herzlich willkommen in Finchys Welt zu meinem ersten Serientalk. Mit freundlicher Genehmigung vom Yeti, wen durfte ich dieses Format übernehmen und gleichzeitig auch das tolle Intro, was vom Sage gesprochen wurde. Danke da erstmal an dieser Stelle. Und ich habe direkt für den ersten Serientalk mir eine super Serie ausgedacht und habe mir auch ganz tolle Gäste eingeladen. Die Serie kommt später, wobei ihr seht es ja eh am Titel, ne? Nämlich The Walking Dead von EMC, und ich habe ganz tolle Gäste hier. Zum einen hätten wir da den Lord Avenger. Brains. Brains sind hier nicht. Oh. Dann hätten wir da den Lee. Alles Zombies hier. Und dann hätten wir den, ja, dein YouTube-Kanal ist Dark Shadow, ne? Aber ja, genau. Der Christopher. Oder? Hallo. Genau. Ja, The Walking Dead Serien. Erstmal am Anfang, wie guckt ihr gerne Serien? Wie steht ihr überhaupt so zu Serien? Oder guckt ihr lieber Filme? Ich muss sagen, inzwischen gucke ich definitiv lieber Serien. Also ich war früher der totale Filmfreak. Sieht man ja auch an meiner DVD-Sammlung, aber so seit, ich sag mal, 2 Jahren oder 3 vielleicht. Ich glaube auch, wo HBO und AMC mit den ganzen Serien so richtig durchgestartet sind, ja, muss ich sagen, gucke ich eigentlich nur noch Serien. Und viel zu viele gleichzeitig. Ja, das hätte ich mehr Zeit, würde ich auch noch mehr gucken, aber. Ja. Seit ich so eine Internetseite entdeckt habe, wo man all die Serien streamen kann, bin ich voll auf den Serienzug abgefahren. Ich bin vor allem ein riesen Fan von BBC, die halt Sherlock und Doctor Who unter anderem machen. Ja, stimmt, du hast mir ja sowieso so eine ganze Liste geschickt, wo du was zu sagen Serien könntest. Ja, okay. Ja. Da habe ich fast noch gar nichts von gesehen übrigens. Ja, und Lee, wie sieht es bei dir aus? Serien? Ja, also mittlerweile, vorher habe ich auch viele Filme angeschaut, muss aber feststellen, dass ich mehr jetzt auch zum Serienjunkie geworden bin, weil ich zum weiß nicht. Seelenjunkie? Serienjunkie. Du Freak. Serienjunkie. Genau, weil irgendwie, ich weiß nicht, das packt mich irgendwie mehr und man bleibt auch am Ball und ich weiß nicht, irgendwie packt es mehr irgendwie von der Geschichte her, weil Filme sind halt meistens nur 2 Stunden lang, geht eine Geschichte und eine Serie geht über Stunden. Das keine Ahnung. Wenn ich jetzt an The Walking Dead denke, eben. Eine Folge dauert 1 Stunde und keine Ahnung, jede Episode hat vielleicht 15, 16 Folgen, also sind 150 Stunden pro Staffel. Was der größte Vorteil dran ist, ist halt, dass du genau wie bei Videospielen oder bei Büchern zu den Charakteren eine viel größere Beziehung aufbauen kannst, als in nur 2 Stunden oder 1,5 Stunden in einem Film. Genau. Und wenn ich jetzt einen Film anschaue und der Hauptcharakter stirbt, denke ich mir, ja, war jetzt irgendwie nach den 1,5 Stunden doof. Aber wenn jetzt bei irgendeiner Serie der Hauptcharakter stirbt, denke ich mir, nein! 3 Jahre habe ich die Serie verfolgt. Ja, genau so ist es. Ist auch bei Filmen ist es sowieso, die letzten Filme, die wir so geguckt haben, also da war sehr viel Strunz und Schrott bei und irgendwie, ja, ich brauche irgendwie mittlerweile so Sachen, die ein bisschen tiefer reingehen, vor allen Dingen ein bisschen tiefer in die Seelen der Charaktere da so reinblicken lassen. Und da sind Serien natürlich ein super Ding und vor allen Dingen natürlich solche Sachen wie The Walking Dead oder gibt es ja auch noch Breaking Bad, ist ja auch so ein Riesending da, ist ja auch, glaube ich, von AMC, ne, Breaking Bad. Ja, deswegen gibt es auch jede Menge Easter Eggs in Walking Dead. Können wir nachher mal kurz drauf eingehen. Ja, okay, da bin ich. Zum Beispiel in einer Szene, da packt der, Gott, ich vergesse die Namen der Leute immer. Genau, der packt so eine Tüte aus und da ist unten Blue Math drin. Ah, okay, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Oder das Auto, in dem Glenn fährt, das ist ja auch, glaube ich, dasselbe, das der seinem Sohn kauft in Breaking Bad. Genau, okay, soweit bin ich schon. In der ersten Folge oder in den ersten paar Folgen, wo er aus der Stadt rausfährt. Ja, dieser Berge. Mustang oder was das ist. Mhm. Ne? Ja, The Walking Dead. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Habt ihr, ich weiß ja, der Lord ist ja sowieso ein Zombie-Fan. Richtig.
Ja, bei mir, also Walking Dead war zuerst, ich habe das erstmal gar nicht so, ich habe das im Fernsehen damals gesehen, als es hier auf RTL 2, glaube ich, übertragen wurde. Da war das ja so an einem ganzen Wochenende wurde die komplette erste Staffel übertragen. Und da hatte ich aber noch Nachtschicht. Das heißt, ich habe die ersten Folgen schon mal komplett verpasst und bin dann irgendwie samstagsabends da eingestiegen, aber da wusste ich ja gar nicht, worum es geht. Und dann habe ich das erstmal sein gelassen. Da habe ich gedacht, komm, stellst du dir mal Staffel 1 auf Blu-ray. Das Ding kam dann noch an. Wir haben dann, meine Frau guckt natürlich mit mir sowas immer zusammen. Und dann haben wir geguckt am Anfang bis im Krankenhaus, wo Rick diese Tür sieht, wo dann die Hände so rauskommen. Ach ja. Und dann haben wir da wieder ausgemacht. Das war so von 27 Hours geklaut. Nicht 28 Days Later, genau. 28 Days Later, so hieß es. Aber möchte mal jemand überhaupt kurz anreißen, falls es jemand nicht mitbekommen hat, worum es in The Walking Dead überhaupt geht? Mag vielleicht schon Leute geben, die es nicht mitbekommen haben, was das für eine Serie ist. Ja gut, so ein Zombie-Ausbruch, das ist ja eigentlich selbsterklärend, ne? Das ist ja immer dasselbe. Ja. Zombie-Epidemie bricht aus und man findet sich eigentlich immer mittendrin, wo es gerade eine Weile schon ausgebrochen ist und verfolgen wir so einen Hauptcharakter. Ich denke mal, da gehen wir dann gleich, wenn wir auf die einzelnen Staffeln eingehen, näher drauf ein. Es ist halt einfach ein Hauptcharakter, Rick, und dem verfolgen wir. Ja, aber man muss dazu sagen, dass die Serie halt nicht so actiongeladen ist wie andere Filme, sondern eher das Menschliche eigentlich. Man geht eigentlich mehr auf die Charakter ein, als jetzt, was eigentlich außenrum jetzt eigentlich abgeht, jetzt den ganzen Zombie-Apokalypse. Aber ist denn... Walking Dead ist ja nur mittlerweile, da gibt es ja so viel Kram für, ne? Wenn ich schon sehe, ich habe diesen den Schauspieler von Daryl zum Beispiel, habe ich geliked bei Facebook, alle anderen nicht, weil die spoilern mir zu viel. Deswegen habe ich ihn da geliked und der postet immer schon mal wieder so Sachen. Es gibt ja da auch mittlerweile Actionfiguren von denen und ach, was weiß ich, was es da alles gibt. Ne? Ja. Das ist ja schon... In Amerika habe ich so eine Plastikkanone, so ein Plastikgewehr gesehen, wo vorne so ein Bildschirm dran war und dann hatte sie quasi so eine Arcade-Machine zum Mitnehmen. Okay. Es gibt sogar so eine Nerf-Gun davon sogar, also diese Armbrust von The Walking Dead. Und, echt? Ja, gibt's auch mittlerweile. Also selbst die Armbrust an sich kann man schon mittlerweile kaufen, also dasselbe Modell, ne? Das habe ich auch gerade gelesen bei Walmart für $300 in Amerika. Ja, okay. Weil hätte das jetzt so 50 gekostet, hätte ich mir das Ding irgendwann mal zugelegt. Aber 300 ist ja gut, aber es ist dann ja wahrscheinlich eine richtige Waffe. Also ich gehe davon aus, dass es keine Attrappe ist. Du kaufst den Namen. Ich meine, es gibt also mittlerweile schon Statuen, selbst die Produzent von Plague, hier, K-Cart. Nee, Clay, nee. Ah, jetzt kriege ich den Namen nicht zusammen. K-Arts, glaube ich, heißt die Serie. Mhm. Also Figurenserie, ne, wo die extra so exklusiv so teure Figuren machen. Haben auch The Walking Dead Figuren mittlerweile rausgebracht, wo die ab 80 oder 100 Euro anfangen. Ich habe aber noch keine schöne gesehen, muss ich sagen. Doch, K-Arts heißen die, ne? Ja. Sind das diese extrem realistisch aussehenden Actionfiguren, die auch extrem beweglich sind, wo du eigentlich jede Pose einnehmen kannst? Und ja, genau. Okay. Wo es auch so eine von Link aus Skyward Sword gibt, gell? Glaub schon, aber ich weiß zum Beispiel, die machen zum Beispiel Final Fantasy Figuren da extra. Zum Beispiel solche teuren. Hat denn von euch jemand, weil die Serie basiert ja nun nicht auf einem Buch wie sonst die Sachen immer, sondern auf einem Comic, hat denn jemand von euch überhaupt gelesen? Also jemand mal reingeguckt irgendwie? Nö. Nee? Ja. Ja? Ja, also ich habe erst, als ich die erste Serie gesehen habe, habe ich erfahren, dass es auch dazu auch den Comic gibt und dann habe ich damit ein bisschen reingelesen. Also nur so weit, wie die Serie geht, ohne mich zu spoilern. Okay. Aber die sind teuer, ne, glaube ich. Ja, deswegen habe ich noch nicht. Also 18 Euro pro Buch. Boah. Wie viel gibt es? Also, ich glaube, 30 gibt es mittlerweile. Okay. Also hängt mich da nicht am Nagel. Also ich denke mal schon 30 ungefähr. Alles klar. Weil da habe ich jetzt auch reingehört bei Yeti Wins Podcast und die haben ja ein bisschen so drüber geredet. Ja. Am Ende habe ich dann ausgemacht, weil sie zu sehr gespoilert haben, weil es ist wohl ein ziemlich krasser Unterschied, was die Story angeht. Die haben da ein bisschen so was aufgezählt und da habe ich dann halt ausgemacht, weil ich dachte mir, oh, wenn das wirklich so anders ist und so viel heftiger. Sie haben speziell eine Szene erwähnt. Mit dem Auge, ne? Nee, mit dem Baby. Ach so, ja, okay, ja, ja. Das fand ich schon mal echt krass und da dachte ich mir, okay. Ja, kommen wir dann gleich. Ja. Aber man muss schon also für die Leute, die noch nicht geschaut haben, also die Serie oder den Comic, man muss da ein bisschen abwiegen. Also
zwar ist der Comic die Vorlage, aber die Serie schweift da teilweise ziemlich ab. Es gibt ja zum Beispiel auch in der Serie ganz andere Charaktere, die es im Comic gar nicht gibt, wie halt zum Beispiel die Dixon-Brüder, ne? Daryl und Merle. Aber gut, das werden wir dann zwischendurch, vielleicht wird jemand irgendwie was weiß, immer mal so wieder einwerfen mit dem Comic oder so. Was wollte ich am Anfang Allgemeines noch sagen? Ich glaube nichts mehr. Dann würde ich sagen, arbeiten wir mal Staffel, es gibt ja nur 4, arbeiten wir die mal so ein bisschen durch und reden mal über die ganzen Sachen und beginnen mit Staffel 1. Ne? Jo. Klingt plausibel. Ja, Staffel 1, um mal kurz den Anfang von dem ganzen Ding so zu erzählen. Es geht um Rick Grimes, haben wir eben schon kurz erwähnt. Das ist ein Hills-Sheriff in King County, oder wie heißt das? Könnte hinkommen. King County. Und der hat am Anfang halt dann den Einsatz, irgendwie müssen eine Verfolgungsjagd da stoppen. Und bei dieser Verfolgungsjagd wird Rick angeschossen und liegt dann erstmal im Koma. Ganz typisch für so ein Zombie-Ding halt. Und als er dann wach wird, nach keine Ahnung wie viel Zeit, nach ein paar Wochen, Monaten, wird er halt wach im Krankenhaus und merkt, da ist gar nichts mehr, da ist alles tot. Und er schleicht sich dann so da raus und muss sich erstmal so ein bisschen orientieren und sieht halt, wie er rauskommt aus dem Krankenhaus, dass die ganze Welt kaputt ist, alles in Schutt und Asche und die Menschen leben zum größten Teil nicht mehr, sondern sind halt jetzt Untote, Zombies. Wobei sie nicht Zombies genannt werden in der Serie, sondern halt, ich glaube, im amerikanischen Walker, deswegen auch The Walking Dead, und im Deutschen halt Beißer. Ich weiß nicht, das ist ganz grausam, das habe ich heute auch das erste Mal gehört. Aber auch eine coole Erklärung, warum die nicht Zombies genannt werden. Und zwar ist das so, in der Welt von The Walking Dead gab es diese ganzen typischen Zombie-Filme nicht, weshalb sich der Begriff Zombie nie etabliert hat. Und deswegen kennen die das Wort überhaupt nicht. Das ist auch, das hat den Yetivins Talk ja auch angesprochen, das fand ich so cool. Es ist sowieso ja in so Zombie-Dingern immer so, dass die Leute nie vorher was davon gehört haben, ne? Von Zombies. Ja, oder so. Stimmt. Und wie hat der Rott das so cool gesagt? Wenn in der heutigen Zeit jemand ins Koma fällt, also von uns jetzt zum Beispiel, und wird irgendwie wach und sieht dann, die Welt ist in Schutt und Asche und da laufen so ein paar Untote rum, dann sagt man nicht, ach scheiße, was ist denn hier los? Erstmal gucken, sondern sagt man, ach, yeah. Scheiße. Oh nein. Ja, ist passiert. Ich würde das voll feiern. Also wenn die Welt untergeht, ja. Dann bitte so. Ja, das auf jeden Fall, weil ich habe mich hier schon so ein paar Ideen, so einen Plan gemacht, wie ich mich ja verbarrikadieren kann. Aber den hast du mal erzählt, ne? Als du durchs Dorf gefahren bist. Ja, Welches Haus du sich barrikadieren würdest, wo du was suchen würdest. Ja. Aber wobei, ist euch mal aufgefallen, dass diese erste Folge so beginnt, wie der erste Resident Evil Film aufgehört hat? Ich habe die Resident Evil Filme noch nicht gesehen. Noch nicht? Lee Du aber bestimmt, oder? Ja, ich muss gerade nachdenken. Da ist ja auch Alice, die kommt ja aus dem Herrenhaus, beziehungsweise aus dieser Forschungsstation raus. Ja, jetzt weiß ich ja das Ende von einem ersten Film. Weiß ich. Und liegt dann ich ja auch im Koma. Ich habe nur den Anfang des Films gesehen und fand den so dämlich, dass ich ihn sofort wieder ausgemacht habe. Ach, ist ein nettes Popcorn-Kino. Naja. Also die ersten zwei auf jeden Fall. Also die ersten zwei fand ich auch genial, von Resident Evil. Alles, was danach kommt, ist irgendwie so, ja, kann man gesehen haben. Auf jeden Fall ist Rick dann erstmal, ja, der weiß dann erst gar nicht, was los ist. Er zieht dann erstmal los und will natürlich erst irgendwie nach Hause kommen. Und auf dem Weg nach Hause stellt er halt fest, dass die Straßen alle leer sind und sieht dann, das ist auch so, das ist direkt am Anfang so eine krasse Szene da mit diesem abgetrennten Körper, der da so rumliegt. Der nimmt dann ja so ein Fahrrad, der fährt damit durch die Gegend, ne, glaube ich. Mhm. Und hat immer noch sein Krankenhausding da an. Und dann sieht er die Frau, die tot ist, aber halt dann, die zieht sich mit den Armen ja noch so durch diesen Park, ne? Und unten der Unterkörper ist komplett weggefetzt. Das geht ja direkt schon mal voll zur Sache da, ne? Auf jeden Fall trifft er dann noch ein paar andere Leute und will dann halt seine Familie wiederfinden, weil die sind halt verschwunden, aber er findet dann halt raus oder er kann sich denken, dass sie noch leben, dass sie nicht irgendwie da gestorben sind, weil sie haben, ich glaube, Bilder mitgenommen, ne? Und Fotoalbum und so ein Kram. Ja. Und deswegen begibt er sich auf die Suche nach seiner Familie, will erstmal nach Atlanta, um das Ganze erstmal ein bisschen zu beschleunigen, weil wenn wir so weitermachen, dann sind wir morgen noch dran. Er findet dann auch ziemlich direkt am Anfang der Serie seine Familie wieder, seine Frau und seinen Sohn. Und bei dieser Gruppe, die er dann da kennenlernt, da ist auch noch sein ehemaliger Partner und neben Hilfs-Sheriff Shane, der ist mit dabei. Und noch jede Menge andere Leute. Ja, und dann müssen sie sich halt da zusammenraufen und irgendwie
überleben. Und Rick wird so ein bisschen der Anführer, weil er, keine Ahnung, weiß, wie er sich da irgendwie verhalten muss oder wie er sich halt da durchsetzen kann und so. Und deswegen folgen sie ihm also ein bisschen. Was Shane aber nicht ganz so passt. Ne? Direkt am Anfang, finde ich, merkt man das schon. Shane ist also nicht so begeistert, dass Rick da jetzt alles so an sich reißt. Hat aber ja auch einen Grund. Ne? Ja, du hast ja auch ein bisschen was übersprungen jetzt. Ne? Beispielsweise allein, wie er nach Atlanta einreitet. Das, finde ich, ist eine der epischsten Stellen in der gesamten ersten Staffel. Mit dem Pferd meinst du, ne? Wo über und die dann diese leere super Highway unlogische und so. Szene, als nur die eine Hälfte vom Highway voller Straßen ist, weil bei der Zombie-Apokalypse alle halten sich an die Verkehrsregeln und fahren auf der richtigen Straßenbahn. Wenn die andere Seite total leer ist, fährt man natürlich nicht drauf, weil das wäre, dann wäre man ja ein Geisterfahrer. Ja, stimmt. Also, das zeigt ganz gut, alle wollten raus, keiner wollte rein, aber dann doch nicht ganz logisch. Ja, also genau, also diese Pferd-Szene, die finde ich absolut episch. Also Anfang hat ja der Rick ja in seiner alten Arbeit, also seine Polizeistation, sich noch mit Waffen noch ausgerüstet und dann ist er nach Atlanta gegangen mit dem Pferd und dann war er plötzlich in diesem Panzer drin. Das fand ich schon richtig episch, diese Szene. Diese Panzer-Szene mit dem Pferd, das arme Pferd. Das ist ja sowieso... das war richtig heftig, das war so ein Mindfuck für mich gewesen. Wo das Pferd dann von den Beißern zerfleischt wurde. Ist ja sowieso, manchmal ist ja auch ab 18 logischerweise, aber die manchmal die Szenen, auch wie die diesen Darm dann da so raus, also meine Frau sagt immer, wenn ich das spielen müsste, dann müsste ich kotzen. Ich sage, aus diesem Grund bist du kein Schauspieler. Das kannst du nicht. Wenn du weißt, was das alles genau ist, dann ist das eigentlich schon wieder lustig, weil es gibt ja auch die eine Szene in der dritten Staffel oder so, wo irgend so ein Zombie mit einer Maus gefüttert wird oder eine Ratte. Und das habe ich vorhin gelesen, das ist wohl alles nur Gelatine mit irgendeinem Blaubeergelee drin oder so. Ja, genau, ich weiß, welche Szene du meinst, ja. Okay. Und wenn ich sowas weiß, dann finde ich das eigentlich schon eher wieder lustig. Hm. Wenn ich dann weiß, wie das rüberkommt. Ist ja wenn man sich so die Bilder vom Making-of und so mal anguckt, dann ist das immer voll lustig, wenn so die Kameraleute und alle stehen ganz normal daneben und die Zombies, die stehen auch da und sind komplett zerfleddert und kaputt und alles, aber das sind ja ganz normale Schauspieler und die kriegen gerade noch so ihre, also Schauspieler im Sinne von Statisten und wie nennt man das dann noch hier. Mhm. Auf jeden Fall, die kriegen noch ihre Anweisungen, was sie zu machen haben und gucken noch so voll ernst. Dann drehen die sich rum und sind dann voll im Zombie-Wahn. Finde ich super. den Darsteller, ne? Ist ja, das wurde ja auch mal erwähnt, dass halt jeder Zombie halt unterschiedlich ist. Ne? Alles individuell. Du findest keinen Zombie, der gleich aussieht. Und die sind vor allen Dingen alle geschminkt, so, ne? Das ist ja das Krasse daran, dass sie wirklich so. Die sehen nicht wirklich so aus? Nein, dass das nicht im Computer irgendwie gemacht ist, sondern dass die halt alle wirklich so von Maskenbildnern hergerichtet wurden. Auch die nur noch einen halben Körper haben? Das auch, ja. Nee, das habe ich vorhin im Bild gesehen, das sah auch sehr geil aus. Die haben dann so einen Bluescreen-Strampelanzug an, eine Hose. Richtig gut sieht das aus. Übrigens habe ich gerade einen Funfact gelesen, dass diese Walker instruiert wurden, so zu Schauspielern, als wären sie um 2 Uhr nachts aus einer Bar rausgekommen. Besoffen. Okay. Aber ich habe irgendwo ein Interview auch noch gelesen oder gehört, dass die Darsteller extra, glaube ich, 2 oder 3 Monate extra zur Schule gehen müssen, um zu lernen, wie man sich als Zombie zu benehmen, also wie man sich bewegt und die ganzen Gesten. Dass man Gabel isst. Ja. Dafür würde ich aber auch in die Schule gehen, also da bin ich auch immer Zombie. Also es ist nicht so, dass sie so tun, so wie wir es jetzt machen würden. Jetzt. Ich stelle es mir einfach nur bildlich vor, aber die gehen extra zu so einer Schule, extra, um zu lernen, wie man Zombie ist. Na gut, muss man auch können, ne? Ich habe auch gehört, dass vom Sender angekündigt wurde, ich habe es nicht nachgeforscht, ob es stimmt, dass es eine neue Serie geben soll, die auch in der Welt von The Walking Dead spielt, aber mit einer anderen Survival-Gruppe woanders in Amerika. Okay. Ja, soll 2015 kommen. Spin-off. Ich wette, die beiden Serien treffen sich dann irgendwann mal. Ja, wie das hier bei den ganzen Crime-Serien auch immer so ist, ne? Ja, das wird jetzt Miami. Das wird Walking Dead, Miami, Walking Dead. Ja, genau. Ja, und dann, um mal ein bisschen voranzukommen in der ganzen Geschichte,
Wo machen wir weiter? Im Lager, würde ich sagen. Oder? Ja, du musst jetzt noch erwähnen, wir waren ja gerade bei Shane, dass er Ricks Ex, beziehungsweise seine Frau, genagelt hat. Ja, weil die hat natürlich gedacht, dass er Rick das nicht überlebt und sondern so gut wie tot ist und hat dann was mit Shane angefangen. Wobei ich das auch, das war eine Szene, das hat mich teilweise mehr aufgeregt, wie die Zombies, die da irgendwelche anderen aufessen. Also, furchtbar. Und dann noch wie, ne? Mit dem Bild noch schön weglegen und so im Wald. Ach, hat so, ja das Bild umhängen von Rick und dem Sohn. Und glaub, den Ring sogar abgelegt. Ja, ja. Voll asozial, die Alte. Da mochte ich sie schon nicht so. Aber er ja auch. Er hat ja eigentlich auch die ganze Zeit so ein bisschen Schuldgefühle, ne? Und trotzdem. Naja. Einfach mal durch die Hose denken. Tja. Ja, das ändert sich dann ja alles, als Rick dann zu der Gruppe stößt und dann natürlich wieder schönes Familienleben da mimt. Und dann geht's halt los. Und da gibt es ja noch viele andere Leute in der Gruppe. Wen gibt es denn da noch eigentlich so? Erzählt mal was. Ja, Glenn, den wir ja direkt kennenlernen. Glenn, als er einer der coolsten überhaupt. Ja, Glenn hat ja zum ersten Mal getroffen, wo Rick im Panzer war. Und Glenn hat ihn ja befreit. Das Lustige war, als Glenn gesagt hat, dass er Pizzabote war. Weil Rick ihn gefragt hat, wo er die ganzen Strecken kennt, ne? Die ganzen Geheimwege. Ja. Er sagt, er ist Pizzabote gewesen. Ja. Genau, und wer gab es denn dann noch? Ja, hier. Herschel? Nee, ja, da sind wir ja noch nicht. Nee, ja, Herschel gab es noch nicht. Andrea gab es noch und ihre Schwester. Andrea und ihre Schwester, genau. Mhm. Dann gab es noch Carol mit ihrem Mann, der sie immer verprügelt hat. Genau, und wie hieß die Tochter? Irgendwas mit S. Sophie. Sophie, genau. Sophia. Sophia, genau. Genau. Und dann gab es natürlich noch Merle und Daryl. Ja. Die zwei Brüder, die zwei Dixon-Brüder. Die ja, am Anfang fand ich die beide komisch. Ne? Denn, klar, Merle ist es, sind beides so, wie hat der Yeti, wenn die bezeichnet, als Rednecks. Ne? Ja. Also halt mit Lederjacke rumrennen, so ein Motorrad auch noch, wo ein SS-Symbol drauf ist. Ne? Hat er ja, glaube ich. Ja. Merle. Mhm. Und sind halt so wie so, ja, wie so eine, wie so ein bisschen so Schlägertypen, sowas, kann man die so beschreiben? Ja, eigentlich Rednecks trifft es schon ganz gut. Das sind halt so, ja, kannst du dir vorstellen, wie so Hinterwäldler, die in so einem Trailer-Camp leben, genau. In so einem Wohnwagen. Ja. Dann halt so richtig, ja, zurückgebliebene Welt. Veranschaulichungen haben, so von wegen, ja, Rassismus und so ist da halt ganz groß. Ja. Und Vorurteile und Alkohol und Drogen, ja, so in die Richtung geht das halt. Ja, und immer auf Ärger halt, ne? Ja. Also provozieren halt ständig immer. Ja, vor allen Dingen Merle natürlich, das kriegt man ja am Anfang auf dem Dach da oben direkt mit, dass er dann da den T-Dog, den Schwarzen aus der Gruppe, den mag er nicht, den will er ja direkt da irgendwie, was will er mit dem machen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, hat ihn die ganze Zeit nur beleidigt einfach. Genau, und irgendwie ist er, er will so der Anführer werden, ne? Auch am Anfang, glaube ich. Der will halt alles so in die Hand nehmen. Ne? Ja, und dann Rick merkt halt direkt, dass Merle so ein Hitzkopf da ist und macht ihn dann im Eifer des Gefechts oben auf diesem Dach mit den Handschellen fest. Und sie verpissen sich dann da. Und man denkt halt, man weiß halt nicht, ist jetzt, was passiert jetzt mit dem da oben? Und dann kommt er halt ins Lager. Und Daryl will natürlich seinen Bruder holen von dem Dach, Merle. Und dann gehen die anderen wieder mit und helfen ihm. Dann gehen sie wieder nach Atlanta rein und wollen aufs Dach. Und da kommt noch die Szene mit dem, die kommt doch Schlüssel, der da so runterfällt. Ja, das war ja schon, als sie den da quasi festgemacht haben, da oben. Genau. Aber ich meinte die Szene mit den Regenmänteln, wo sie sich mit diesen Gedärmen einschmieren und alles. Ja. Ach so, wo sie an den, an diesen großen Wagen rankommen wollten. Genau. Das war so eklig. Zum Glück gibt es kein Geruchsfernsehen. Aber ganz ehrlich, wenn du diese Szene jetzt erwähnst, ne, das riecht mich an sowas wie Walking Dead auf. Die haben die Lösung, dass die Zombies nicht auf irgendwelche Leute gehen, die so riechen wie sie. Also die können sich mit dem Zeug einreiben und dann passiert denen nichts. Oder auch wie Michonne nachher mit ihren zwei Zombie-Bimbos, die um die rumlaufen und die werden nicht beachtet. Und das wissen die, das haben die schon ausprobiert und das nutzen die nie. Ja. Also zumindest, wenn die dann später im Gefängnis da rumlaufen, durch die engen Gänge und so weiter, ne? Dann denkst du, wenigstens da könnten die sich doch damit einreiben, ne? Nur zur Sicherheit. Nö. Ja, ich denke mal einfach, das ist nur der Ekel wahrscheinlich. Weil ich mein, ganz ehrlich, ne? Ekel.
Ja. Okay. Wenn Daryl ja. da mit bloßen Händen in den Gedärmen rumwühlt und so weiter, bei denen ist Ekel schon längst vorbei. Ja, richtig. Ja, stimmt, wo du es jetzt erwähnst. Ja. Aber recht. Gut, wird das Ganze wohl zu einfach machen, ne? Ja, das wäre zu einfach, ja. Das wäre. Ja, ist sowieso, ich verstehe das aber sowieso nicht so ganz, wenn, das habe ich auch letztens mit meiner Frau mal, ich habe aber, ich hoffe, ich kann es euch jetzt erklären, aber weil ihr habe ich das ein paar Mal erklären müssen, weil ich es nicht erklären konnte. Michonne, die erst später halt auftaucht, kommen wir nachher noch drauf, die, aber die hat ja ihre beiden Zombies neben sich laufen und hat denen ja den Beißer, den Mund abgeschlagen und die Arme. Das heißt, die haben kein Verlangen mehr zum Fressen und deswegen jagen sie auch nicht mehr. Dann hat die ja neben sich laufen und jetzt, worauf ich hinaus möchte, die hat die beiden Zombies neben sich laufen und geht damit durch eine komplette Horde Zombies durch. Ja. Und am Anfang, wo diese Szene kommt, wo die sich einreiben mit diesem ganzen Gedärmen und so, da kommt ja der Regen und spült das Gedöns quasi wieder ab. Und dann auf einmal können die Zombies die aber riechen. Aber wieso? Die sind doch mitten unter den Zombies. Wie könnt ihr die denn da riechen? Wenn doch Michonne, dann müssen die Michonne ja auch riechen, wenn die neben denen steht. Und wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Aber ich habe die Szene jetzt nicht mehr ganz so gut im Kopf. Ich weiß nicht, wie groß da der Distanzunterschied ist. Ob die vielleicht näher an ihr dran sind oder so. Aber wahrscheinlich ist das so eine kleine Logiklücke. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber Michonne ist ja mal so, die läuft zwar durch die Herde durch, aber tötet auch noch dabei. Ist ja nicht so, dass sie einfach so vorbeiläuft und passiert gar nichts. Mhm. Ja, nee, die geht auch schon mal so da durch und geht einfach mit dieser ganzen Gruppe mit. Ja, ne? Ja, meine ich ja. Aber sie... Ach so, vierte Staffel. Ja, ich weiß jetzt, welche Szene du meinst. Ja, egal. Das ist halt... Wahrscheinlich wird es irgendwie so eine kleine Logiklücke da sein. Aber ist auch Wurst, denn... das tut der Serie so eigentlich keinen Abbruch, finde ich, solche Sachen. Auch wenn es manchmal ein bisschen unlogisch ist, aber egal. Ist doch immer so, wenn man was zu ernst nimmt, dann schadet das dem Spielspaß, beziehungsweise Anguckspaß. Jo, dann geht's halt im Lager immer so ein bisschen, da geht dann jedes Mal die neue Scheiße da los, dann wird das Lager irgendwann angegriffen von einer ganzen Horde von Zombies. Die normalerweise sind ja da so im Wald irgendwie in so, auf so einem Steinbruch mit so einem See irgendwie da oben, ne? Und sind halt relativ so in den, nicht Berge, aber sind halt da relativ hoch gelegen und da kommen normal keine Zombies hin, aber irgendwann kommen die halt auch dahin. Weil der Kerl die Autoalarmanlage angelassen hat und damit die Berge hochgefahren ist. Genau, ich denke mal, das war auch ein Grund, warum die dann da irgendwann hoch sind. Und dann entschließen sie sich halt, woanders hinzugehen. Und sie gehen dann in, wo war das noch? Ist doch in Atlanta, dieses Seuchenzentrum, ne? Genau. War das Atlanta? Ja. Oder? Ich weiß nicht ein bisschen weiter weg, glaube ich, irgendwo außerhalb. Auf jeden Fall suchen sie ein Seuchenzentrum, wo es halt auch vielleicht noch Überlebende gibt. Und aber ganz wichtig, kurz eingeworfen, dass Andrea ihre Schwester verliert. Genau, richtig. Bei diesem Zombie-Angriff wird ja nicht nur die Schwester von Andrea getötet, sondern auch der Mann von Carol. Genau, fand ich super, die Szene. Weil er vorher auch noch von Shane verprügelt wurde. Ne? Der lag ja sowieso dann schmollend im Zelt und hatte sowieso das ganze Gesicht dick. Da habe ich schon gedacht, zu Recht. Und dann kommt natürlich auch noch ein Zombie rein. Er will sich ja noch aufregen kurz. Lass mich doch mal in Ruhe hier und dann der Zombie. Und dann hat er ihn. Super. Ja, dann stirbt halt die Schwester von Andrea. Deswegen sie ab da total emo ist für zwei Staffeln. Genau, und das ging mir voll auf den Sack. Ja. Ja. Sie fahren dann auf jeden Fall zu diesem Seuchenzentrum oder Zentrum für Seuchenkontrolle oder wie sich das nennt. CDC. Ja. Mhm. Und dann ist da noch einer. Dann ist da noch ein Wissenschaftler. Wie heißt der nochmal? Warte, das habe ich hier irgendwo stehen. Ich das hier finde. Irgendwas mit J. Dr. Jenner. Genau. Genau. Dr. Jenner ist da noch und der versucht halt die ganze Zeit als letzter Überlebender in diesem Seuchenzentrum irgendwie nur Mittel zu finden oder irgendwas, womit er das aufhalten kann. Und er zeigt denen ja auch ein Video von seiner Frau, die ist ja auch daran gestorben. Mhm. Und dann zeigen die eine Röntgenaufnahme oder wie so ein Ultraschallding vom Gehirn, wie das Ganze halt so passiert, vom Tod zu Zombie und dann der Schuss mit der Pistole ins Gehirn, dass dann halt das endgültig an den Geist aufgibt, das Ding. Jo, und dann in diesem Zentrum ist ja auch eigentlich ganz cool, ne? Weil sie da ja. Ja, da ging es ja halt darum, dass dann halt, dass der Professor von jedem erstmal Blut abgenommen hat und hat dann noch der, wie heißen die, Lauren? Nee,
wie heißt denn die Ricks Frau nochmal? Lowey, genau, noch was ins Ohr geflüstert und er hatte gesagt, die sind eh alle verloren und hat dann halt auch geklärt, dass jeder eigentlich, egal ob der Tod... Das hat der Rick ins Ohr geflüstert. Wollte ich gerade sagen. Rick ins Ohr geflüstert, aber dann hat der Professor noch einen mit beteiligt noch gesagt, dass alle diesen Virus haben, egal ob sie leben oder tot sind, oder? Das hat er nur Rick gesagt und Rick hat das bis Ende der zweiten Staffel für sich behalten. Genau. Nee, ich dachte, der hat doch gleich in der ersten Staffel seiner Frau gesagt, hätte ich gedacht. Nee. Das ging dann eigentlich darum, ich weiß nur, dass der Professor, der den hat, Herr Lauren gesagt hat, dass sie halt schwanger ist. Nein. Weil eigentlich ist es ja auch unlogisch, weil die müssen, manche, es stirbt ja eigentlich extrem oft, einer an Waffen oder sonst was und nicht an Zombies. Und der wacht ja dann auch wieder auf als Zombie. Und darum geht es ja dann, dass alle... Aber das sieht man ja erst später, ne? Darauf kommen die ja erst später. Das ist ja... Naja, darum geht's ja. Das müssen die ja dann auch sehen und checken, hey, da ist ja auch irgendwie, wir haben ja doch noch selber was, ohne die Zombies, dass die uns beißen. Ja, genau, und das ist, dieser Dr. Jenner flüstert dem Rick das noch ins Ohr, bevor er dann das ganze Ding ja in die Luft jagen will, weil er hat halt keine Hoffnung mehr, er sagt, das bringt sowieso alles nichts und will alles in die Luft sprengen da, das ganze Zentrum mit den Leuten, die da drin sind, also die Gruppe von Rick und halt er, weil sonst ist ja keiner mehr da. Und bevor er das Ganze so machen will, flüstert er Rick halt ins Ohr, dass sie alle infiziert sind und wenn sie sterben, automatisch zu einem Walker oder Beißer werden. Ja, genau. Mhm. Aber mit Lobby, mit der Frau, dass sie schwanger ist, da bist du aber schon der Zweite, der das sagt. Der Rod hat das ja auch gedacht. Nee, das ist so. Aber das lief ja anders. Das war ein Gerücht, weil du hörst nicht wirklich, was er sagt, was der Rick ins Ohr flüstert. Das habe ich gerade irgendwie gelesen. Du musst, wenn du die Blu-ray-Fassung hast, richtig aufdrehen, dann hörst du, dass er das halt sagt mit dem, dass alle infiziert sind. Und da haben halt viele angenommen, dass er sagt, dass sie schwanger ist. Ja. Was aber widersinnig ist, weil sie dann den Schwangerschaftstest in der zweiten Staffel ja nicht bräuchte, ne? Genau. Ach stimmt, in der zweiten Staffel den Schwangerschaftstest. Genau. Ja, die hat sie in der Apotheke zusammen mit dem Chinesen. Ja, Glenn, ja. Geklaut. Ja, kommen wir gleich zu. Das war nämlich auch eine sehr coole Szene. Ficken! Auf jeden Fall ist dann ja, sie kommen dann aus diesem Seuchenzentrum wieder raus, außer, Andrea will sich ja umbringen, die will da sitzen bleiben, weil sie halt auch keinen Bock mehr hat. Und die Schwarze, die wir komplett vergessen haben. Genau, ja, die ist ja auch unwichtig. Ja, stimmt. Aber wir haben auch einen vergessen. Und diesen, wie heißt der ältere Mann? Dale? Genau. Dale. Den haben wir auch vergessen, ist ja auch relativ wichtig. Der will aber nicht sterben, der will ja Andrea überreden, dass sie wieder mitkommt. Genau. Ja, und er setzt sich dann gegenüber von Andrea und sagt, wenn du stirbst, dann bleibe ich auch hier, um sie quasi so zu überzeugen, dann doch mitzukommen. Und das macht sie dann halt auch, dann rennen sie weg. Und mit einer Handgranate, die er ja aus dem Polizeizentrum noch mitgehen hat lassen, ne? Aber Carol hat die sich ja geklaut zwischendurch, glaube ich. Also egal. Und damit sprengen sie dann diese dicke Glasscheibe in die Luft, weil sie anders das Ding nicht kaputt bekommen. Und im letzten Moment rennen sie dann raus und steigen in ihre Autos, in den Truck und was sie alles da so haben und fahren weg. Und das ist quasi das Ende der ersten Staffel. Hm? Richtig. Haben wir eigentlich erwähnt, dass denn Daryl... Nee, doch. Daryl heißt... Nee. Wie heißt denn da nochmal... Der Bruder von Daryl. Ach so, Merle. Genau. Dass sie ihn auf dem Dach gelassen haben? Ja. Dass sie ihn da gelassen haben, ja, nur wir haben nicht erwähnt, dass sie zurückgehen, weil sie ihn ja dann retten wollen. Und dann ist er aber nicht mehr da und da ist nur noch außer seine Hand. Außer seine Hand. Genau. Außer seine Hand. Das hat er die Hand da gelassen oder war da nur Blut und die Säge? Nee, die Hand hing auch noch da. Nur noch die Hand, ja. Echt? Da bin ich mir Hand und die Säge war da. Ja. Schwören können, der hat die mitgenommen. Das war auch so ein Moment, als man hat ja nicht wirklich gesehen, wie er sie abgeschnitten hat, sondern da wurde ein Cut gemacht. Zumindest in der Version, die ich gesehen habe. Und das fand ich auch so eine richtig fiese Szene, wo da diese Zombies an der Tür stehen und der so, fick dich, Jesus! Ja, ich schaff's doch ohne dich! Ja, wo er dehydriert war. Aber das finde ich auch so bescheuert. Wenn du Handschellen anhast, dann reicht es ja eigentlich, wenn du dir den Daumen abschneidest, ne? Eigentlich schon, aber da denkt wohl nie jemand dran, habe ich so das Gefühl. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir doch die Hand abschneidest, das musst du ja richtig gut abbinden. Das ist doch da vorne. Hat er mit seinem Gürtel gemacht. Ja. Der hat dann ja auch, die haben ja einen Herd gefunden. Der hat das ja richtig. Ja, stimmt, der hat er genau. Okay, ich vergaß. Ja. Wie heißt es jetzt, wenn man das macht, mit heiß da drauf? Ja, Dünsten. Brennen. Dünsten.
Egal, zweite Staffel. Genau. Wir haben zwar ein paar Sachen von der ersten noch nicht, aber das ist auch alles nicht so wichtig. Das Wichtigste haben wir gesagt und deswegen gehen wir mal zu Staffel 2. Staffel 2 fängt damit an, dass der kleine Junge, wie hieß er noch gleich? Karl! dass der sich verletzt. Ich weiß gar nicht mehr genau wie. Und dann treffen die auf die beiden Jungs. Erst wird ja Sophia, ne? Die geht ja verletzt. Ja, genau. Erst verschwindet Sophia, alle suchen sie. Von Rick wird er doch angeschossen. Nein. Die sehen ja das Reh im Wald und dann denken die sich, oh, wie schön, alles noch in Ordnung. Genau. Und dann auf einmal. Dann fällt ein Schuss und Karl fällt um und da war die erste Folge vorbei. Und da habe ich da, ich dachte, was ist denn da? Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte mir nur, yay, endlich. Fand der Karl scheiße? Ich finde den immer noch scheiße, der wird immer schlimmer. Echt? Also ich finde ihn jetzt zum. Ja, was soll ich sagen? Karl macht immer exakt das Gegenteil von dem, was man ihm sagt. Aber ich finde auch Rick halt, scheiße. Ne? Also die ganze Familie ist kacke. Echt? Na, Rick finde ich eigentlich ganz cool, aber er hat zumindest jetzt Elemente, so. Also, ich fand, Rick hat sich, also Anfang der ersten Staffel 1 und 2 mochte ich ihn, 3 hat er nachgelassen und 4 nur noch pur Hass. Ich mag ihn absolut nicht mehr. Echt? In 4 wird er mir langsam sympathischer, weil davor ist er mir so ein bisschen zu, ja, immer das Richtige tun. Und so ein Gutmensch, ne? Ja, was überhaupt nicht in so eine Zombie-Apokalypse reinpasst, weil da war ich auch immer so mit den Entscheidungen immer mehr so auf Shanes Seite, weil der macht dann ja quasi das, was getan werden muss und Rick ist dann immer noch so, ja, der ist noch nicht ganz so in der Zombie-Apokalypse angekommen. Ja, genau. Aber so mit jeder Staffel wird er so ein bisschen durchgeknallter, ne? Und die Aktion, die der dann bringt, mit Hals durchbeißen und so, das ist dann schon eher mein Ding. So muss der sein. Ja, auf jeden Fall wird halt Karl dann angeschossen, Sophia ist immer noch verschwunden und der Typ, der halt Karl angeschossen hat, Otis, ist ein Jäger, der auf einer Farm lebt mit Herschel. Herschel ist ein Tierarzt. Genau, mit seiner Familie lebt er auf einer Farm, relativ abgelegen von der Welt und hat da noch gar nicht so groß mitbekommen, dass überhaupt was da draußen so abgeht. Also er hat das schon mitbekommen, aber er sieht das nicht so ernst irgendwie. Und dann läuft Rick mit Karl und Shane, das ist auch eine coole Szene, laufen sie halt dann da zu dieser Farm hin, weil Otis wahrscheinlich gesagt hat, der kann euch helfen, eurem Sohn oder deinem Sohn. Und dann gibt es die Szene, wo sie über dieses Feld laufen und ganz weit hinter Rick und Karl kommt dann Shane mit Otis und der Shane tritt dem die ganze Zeit so in den Arsch und bewegt sich und dem rutscht so die Hose runter, weil Otis ist halt so ein etwas kräftigerer Typ. Und der bricht voll zusammen, als sie ankommen. Ja. Das war auf jeden Fall sehr cool irgendwie. Wobei die Szene eigentlich ziemlich schlimm war, weil Karl ja da halb am Verrecken ist und so. Aber fand ich sehr lustig mit Shane, dass er den so noch in den Arsch tritt und so. Laus, bewegt dich und ja. Ist natürlich so in Hinsicht, was ein paar Folgen darauf passiert, nicht mehr so cool. Ja, genau. Aber bleiben wir erstmal hier, in der Gegenwart. Dann macht Herschel ja ohne großes Trara, lässt er die reingehen, aufs Bett legen. Rick soll Blutspende geben, Bluttransfusion. Ja. Und dann, ja, liegt er da, obwohl er nur Tierarzt ist, ne? Skill. Ja. Aber die brauchen dann irgendwelche Instrumente für eine OP, weil sie eben halt wohl irgendwas da zunähen müssen, irgendeine Arterie oder was weiß ich. Und diese Sachen, die finden sie nur irgendwie, was ist das da für ein Ding, wo sie hingehen? Eine Universität eine Uni, oder so? Ja, ich glaube schon. Und da geht halt dann, Shane erklärt sich bereit, da hinzugehen, weil Rick kann halt nicht, der muss da bleiben zum Blutspenden. Immer wieder, wo er nachher auch voll scheiße aussieht, wo er da voll abpasst, ne? Und Otis sagt dann auch, ich gehe mit, weil ich habe geschossen, auch wenn es halt nur ein Versehen war, trotzdem geht er mit, er fühlt sich ein bisschen schuldig. Und dann weil er den Weg weiß und irgendwie Mediziner in der Army war oder so, weil Shane wusste gar nicht genau, was ist und wie das aussieht, was er suchen muss. Genau. Und dann kommen sie dann da an, ich lese ja gerade auch, eine Highschool soll es wohl gewesen sein. Ist auch egal, Uni, Highschool, irgendwie sowas. Und dann kommen sie da an und finden auch diese ganzen Sachen, aber dann ist da halt eine riesen Zombieherde. Selbstverständlich, ne? Natürlich, sonst wäre es ja keine Zombie-Serie. Und dann, wer möchte das erzählen? Oh, ich. Also, dann sind wir natürlich hinter denen her. Und wenn man halt ein bisschen stämmiger ist, ist man natürlich auch nicht ganz so schnell. Und
Shane verletzt sich. Ne? Ja, ja. Beim Aus dem Aber Fenster was, springen. Was das Wichtigste ist, er schießt ihn dann ab, wodurch die ganzen Zombies erstmal auf ihn draufgehen und ihn fressen und er einfach so abhauen kann, ohne Probleme. Was man aber auch erst später in der Rückblende erfährt. Das weiß ich noch. Und dann haut er halt mit dem, was auch immer das für ein medizinischer Gegenstand war, ab. Und erzählt den anderen, ja, der hat sich voll geopfert für mich. Und ja. Voll der Held. Und nein, man muss dazu sagen, Shane springt ja aus dem Fenster und verletzt sich irgendwie den Knöchel. Das heißt, beide sind so ein bisschen lahmarschig da unterwegs, Otis und Shane. Und hinter ihnen die ganzen Zombies. Und dann fragt Shane ja auch noch, wie viele Kugeln hast du noch? Und dann sagt er, ich habe keine mehr. Und dann sagt Shane, ich habe die letzte. Die Folge heißt auch die letzte Kugel oder Save the Last One auf dem Englischen. Und dann schießt er Otis halt ins Bein, sodass der dann da hinfällt, wie du gerade schon sagtest, und dann die Zombies ihn fressen. Und das war so ein Ding. Da verstehe ich nicht, warum nicht in den Kopf? Die essen die auch Leichen? Nee. Eigentlich nicht. Nein. Ja, nee, ne? Wobei, wenn er noch relativ frisch ist, dann vielleicht. Aber im Grunde genommen essen die nichts, was... Weil sonst würden so die sich ja auch gegenseitig essen, ne? Ihm in den Kopf zu schießen, sollte er vielleicht sein. Oder eben zumindest irgendwie irgendwohin zu schießen, wo man sofort ohnmächtig wird. Keine Ahnung, der kennt sich doch mit Waffen aus, der muss doch sowas kennen. Ja, aber der muss ja auch zucken und so weiter, um alle auf sich zu ziehen. Ja, gut, ne? Knie ist, glaube ich, schon eine gute Idee gewesen. Aber ich fand sowieso, das ist so, ich hätte gar nicht geschossen. Irgendwie, keine Ahnung. Du meinst, wäre noch so davon gekommen? Ja, also ich hätte es zumindest versucht, ich glaube. Ich hatte auch den Eindruck, dass die das schaffen würden. Naja. Also das ist wirklich, als ich das gesehen habe, da habe ich mir wirklich gedacht, Respekt, Leute, ihr habt wirklich einen Charakter gemacht, den man wirklich abgrundtief hassen kann. Ja. Weil das war auch wirklich so, dass Shane ja gesagt hat, hier, geh ohne mich und so weiter, nimm die Sachen, als er da aus dem Fenster gefallen ist. Und da hat Otis ja noch gesagt, nee, ich lass dich nicht zurückkommen jetzt. Genau, hat ihn auch ein bisschen gestützt am Anfang, ja. Und das war dann so asozial. Ich hab den richtig gehasst, wie er dann vor dem Spiegel steht und sich die Birne rasiert und dann so richtig in den Spiegel guckt. Ja. Und dann kommt die Rückblende. Ja. Ja. Weil wie du sagst, er kommt dann jetzt erst zurück und sagt dann halt, er hat sich geopfert und bla bla. Und dann vom Spiegel, also sich den Kopf abrasiert. Dann kam die Rückblende, was überhaupt passiert ist. Und wir saßen vorm Fernseher und wir haben beide, meine Frau sagte, das hat er nicht gemacht jetzt. Ich sage doch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist eine Rückblende. Das ist, glaube ich, kein so ein Gedanken von ihm, den er irgendwie. Wie soll ich das sagen? Also es ist schon echt, was er da gerade denkt. Ja, ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall. Das erfährt ja dann Rick auch später, dass er ihn erschossen hat, nicht? Erst Dale. Dale findet das irgendwie raus. Ja, ne, der vermutet das irgendwie und dann konfrontiert er den damit. Ja, und dann geht das von dem aus so weiter. Erst zu Rick, glaube ich. Ja, ich glaube, weil er schon Verdacht, weil es in der Story, die er erzählt hat, irgendwie ein paar Lücken gab, die keinen Sinn ergeben haben, und da hat er nachgefragt und dann hat er natürlich erstmal und geblockt. Weil er den eh schon die ganze Zeit beobachtet, wo er den Mann von Carol verhauen hat und so weiter, seitdem hat er den, glaube ich, schon so ein bisschen im Visier gehabt. Ja, da war ja auch die eine Szene, wo die, ich weiß nicht, ob die dann nachher kam oder vorher, wo die im Wald sind und irgendwie auf der Jagd, ja, die kam ein bisschen, das war was später, ne, und dann überlegt, weil die ganze dieser ganze Kampf zwischen Rick und Shane, also was heißt Kampf, diese Konkurrenz zwischen Rick und Shane, dieser Machtkampf, der ist ja immer irgendwie da, wobei Rick den, glaube ich, nicht so sieht, aber Shane ja schon. Shane ist, glaube ich, der hasst Rick dann auch im Laufe der Serie oder im Laufe der zweiten Staffel immer mehr, weil er halt im Weg ist. Ne? Er möchte gerne wieder zu Lobby zurück und Lobby hat ja am Anfang gesagt, nein, mein Mann ist jetzt wieder da, du hältst dich bitte von meinem Sohn und mir fern. Aber Shane will das nicht so wahrhaben und deswegen, da sowieso die Welt gerade im Abgrund ist und er sowieso schon jemanden da erschossen hat, da gibt es eine Szene, wo sie dann auf der Jagd sind und Rick läuft so ein bisschen vor, Shane bleibt zurück und zielt dann mit dem Gewehr die ganze Zeit auf Rick und dann kommt Dale und sieht das. Dale sieht das ja und dann wird Dale so ein bisschen immer so klarer, was Shane überhaupt für ein Typ ist, ne? Dass er halt bald durchdreht. Nee, das war tatsächlich davor, das war in der ersten Staffel, wo die noch bei diesem Camp sind, meine ich. Ja, ich meine,
bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wann das war. Ja. Aber das ist doch schon so alles im Weichen her, ne? Ja. Aber überhaupt dieses ganze Liebesdreieck, das zieht sich so über die zweite Staffel. Ja. Weil ich kann auch nicht Lauries Haltung so nachvollziehen, sodass sie den komplett, ich meine, gut, dass sie Schluss mit ihm macht, okay, irgendwo nachvollziehbar, aber dass sie ihn so komplett ausschließt, dass Karl nicht mehr mit dem reden darf und so weiter. Ja. Das fand ich, kein Wunder, dass der am Rad dreht. Der hat ja keinen mehr. Aber es gibt nachher ja eine Folge nochmal, wo sie da an so einem Truck oder sowas stehen und dann sagt Laurie irgendwie zu ihm, da bedankt sie sich ja bei ihm und sagt, danke irgendwie, dass du immer da warst für uns, blablabla. Dann gibt sie ihm wieder so einen Hoffnungsschimmer. Und dann dreht er ja vollkommen durch. Weil dann, wir müssen noch kurz woanders drauf gehen, noch ein anderes Thema, weil sonst gehen wir gleich weiter. Vielleicht noch kurz explizit erwähnen, dass das Ganze auf einer Farm spielt, größtenteils, oder einem Bauernhof. Ja, das haben wir ja erwähnt. Ja, und diese Farm ist aber halt erstmal komplett abgelegen und vor allen Dingen läuft drumherum so ein Fluss, wo die Walker halt nicht durchkommen. Die bleiben da im Morast stecken und so. Aber wichtig ist auch noch, sie brauchen halt dann für Karl Medikamente und für Rick und für alle, dass sie halt wieder fit werden. Und ich glaube, der T-Doc, der hat sich ja geschnitten, ne? Mhm, richtig. Am Anfang. Und den müssen sie auch dann dafür sorgen und sowas. Und deswegen geht Glenn mit Maggie los ins nächste Dorf, um da in der Apotheke die Medikamente zu suchen. Und Lori hat ja den Verdacht, dass sie schwanger ist und sagt deswegen, oder flüstert Glenn halt ins Ohr, sagt, er soll einen Schwangerschaftstest mitbringen, wenn er einen findet. Und dann sind die beiden in der Apotheke und Glenn ist dann halt so, kapselt sich so ein bisschen von Maggie ab und sucht dann diesen Schwangerschaftstest, aber er will das ja geheim halten für sich, dass er den sucht. Und dann kommt Maggie zurück und erschreckt ihn quasi und er greift sich halt irgendwas, was da rumliegt, weil er halt diesen Schwangerschaftstest. Und das ist Kondome. Und dann sind das zufälligerweise Kondome. Und dann gucken sie sich so an und sie sagt so, wie sagt sie noch? Hast du Bock? Hast du Bock? Und er, ja, und dann geht's halt dann rund da in der Apotheke, ne? Leider ohne Filmmitschnitt. Ja. Wenn sie zurückreiten. Fikane. Wie sie dann zurückreiten, weil die haben ja, glaube ich, Pferde oder was haben sie da, ne? Mhm. Dann reden sie noch darüber, wie es war, ne? Und sie sagt so, ah, nee, so gut war es nicht. Und weil er fragt doch noch, ne? Wie war es denn? Ja, und auf jeden Fall nehmen sie ja dann die ganzen Kondome mit, die sie da haben und den Schwangerschaftstest. Und ja, Lori findet halt dann raus, dass sie schwanger ist. Das ist das Erste. Und das Zweite, was dann passiert, Glenn schiebt dann Maggie so einen Zettel rüber und sagt, heute Abend in der Scheune. Und dann denkt sie sich, oh scheiße, in der Scheune. Und guckt, aber dann ist Glenn wohl schon auf dem Weg. Und dann denkt sie sich, warum liegt hier eigentlich Stroh? Genau. Nein, dann denkt sie sich, scheiße, läuft hinterher, weil er soll nicht in die Scheune gehen. Sie dürfen doch sowieso die ganze Zeit nicht in die Scheune. Ne? Sie wollen ja eigentlich sich da niederlassen, so ein bisschen, solange sie halt auf dieser Farm da sind, weil sie werden nur geduldet, solange, bis alle wieder gesund sind und weiterziehen können. Und ja, dann finden sie in der Scheune jede Menge Walker oder halt Beißer. Was die Familie, Verwandten, Nachbarn, umliegende Leute, so diese also im Mars stecken irgendwie, die haben sie ja gesammelt. Ne? Der Hörschel mit seinen Leuten haben die so eingesammelt und haben die alle da in diese Scheune reingepackt, weil sie die Hoffnung haben, oder Hörschel glaubt, dass er die irgendwann noch irgendwie retten kann oder heilen kann. Ja, und dann geht natürlich da der Punk ab. Wobei vorher noch, um nochmal auf Lori einzugehen, die wird dann ja so überhaupt nicht, die kommt dann ja überhaupt nicht darauf klar, dass sie schwanger ist und in diese Welt ein Kind gebären soll. Ja. Deswegen gibt es ja auch so eine heftige Szene, wo sie mit dem Messer irgendwie rausgeht und sich auf so einen Baumstumpf setzt und dann wirklich so mit sich zetert, ob die sich das Kind rausschneiden soll. Ja. Und beim zweiten. Sie da verblutet. Ja. Aber mir fällt auch gerade ein, da war auch eine wichtige Szene, wo die Gruppe versucht haben, weil die Gruppe haben wir versucht, dann auf der Autobahn noch irgendwie Sachen einzusammeln. Kleidung, Essen, Nahrung. Und da hat ja so, wie heißt denn die Mutter von Sophia nochmal? Carol extra so auf dem Auto Nahrung hinterlassen und extra so eine Nachricht hinterlassen, fällt mir gerade noch ein. Ja, genau, weil sie halt die Hoffnung immer noch hat, dass Sophia zurückkommt. Dann haben sie da jede Menge Sachen hingestellt. Ja, hingestellt und haben geschrieben, dass sie auf einer Farm sind, glaube ich. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber irgendwas hat sie raufgeschrieben auf dem Fenster. Ich glaube, also dass sie jeden Tag gucken kommen oder so. Genau, die soll da bleiben und wir kommen jeden Tag zum Nachteinbruch oder so. Irgendwie so. Ja. Ist,
Ah, das stimmt, mir fällt da noch was ein. Rick hatte doch am Staffel 1 doch jemanden kennengelernt und der hatte doch ständig dieses Walkie-Talkie gehabt. Wo ja, er auf dem Berg gesagt hat, ja, wir sind hier. Ja, und ja, zwar war das, so das war jetzt nicht so mega wichtig, wie hieß denn der Typ noch? Hang okay, ich meine. Ja, aber was der Rick da gemacht hat, das kommt ja wieder. Ja, aber ist dann auch nicht so wichtig, finde ich. Ja. Aber es fällt mir gerade so ein, wegen den Autonachrichten und plötzlich das Walkie-Talkie fällt mir da noch ein. Morgan hieß der. Genau, und der Sohn hieß Brain. Ja. Ja. Ja, und dann entschließen sie sich halt, was machen wir jetzt mit der Scheune? Weil Shane hat da gar keinen Bock drauf, weil Glenn kann das natürlich nicht für sich behalten. Ist ja sowieso, das ist immer so die arme Sau, der alles für sich behalten muss, aber es doch irgendwie nicht kann. Und irgendwie erzählt er es dann doch irgendwem. Und weil er ein Shane, schlechter Lügner ist. Naja, genau. Und Shane bekommt dann halt raus, dass in dieser Scheune jede Menge Beißer sind. Und da hat er gar keinen Bock drauf, weil er sagt halt, wenn die da rauskommen, dann sind wir alle Geschichte. Und deswegen dreht er dann durch. Und sie wissen, weil das ist halt Herschels Farm und Rick will dann, dass sie da bleiben können und deswegen machen, was Herschel sagt. Und Shane hat aber keinen Bock drauf. Und lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann rastet Shane völlig aus, läuft zu dieser, ist halt bei einer Schmiede gesagt, der Scheune, oh, macht einfach die Tür auf und dann kommen die ganzen Walker da raus. Ja, und tötet einen nach dem anderen und der Herschel hat das gesehen und war stinksauer gewesen. Ja, der ist da halt zusammengeklappt fast. Ne? Der ist halt zusammengebracht. Aber wichtig ist auch noch, in diesen ganzen, das war quasi so die erste Hälfte der zweiten Staffel, taucht es immer mal wieder auf, dass irgendjemand Sophia suchen geht. Ne? Weil die ist ja immer noch verschwunden und Daryl geht da immer schon mal wieder suchen und ist ja auch eine Szene mit Andrea, weil die will ja auch lernen, mit einer Waffe umzugehen, weil normalerweise haben sie gesagt, die Frauen brauchen keine Waffen zu tragen, das machen die Männer. Das ist auch sowas, das ist so unlogisch an der Serie, wenn eine Zombie-Apokalypse auf der Welt ist und ich bin ausgebildeter Sheriff, dann bringe ich doch jedem, der auf meiner Seite ist, vor allem meinem Sohn und meiner Frau, bei wie man mit einer Waffe umgeht. Nicht nur, wie man damit schießt, auch wie man die reinigt und instand hält und alles. Ja, aber Laurie will ja nicht. Kerl. Laurie will ja nicht und den Sohn will er ja nicht verrohen. Ne? Ja, das wäre mir so scheißegal. Aber die, ich weiß, welche Szene du meinst. Da habe ich auch Andrea gehasst, weil die ist dann ja wirklich so, dass sie von allen so bemuttert wird, vor allem von Dale, dass die halt nichts machen darf und sich ausruhen soll und die ganze Sache mit ihrer Schwester verarbeiten. Mhm. Und dann hält die da halt Wache und dann sieht die halt diesen Typen aus dem Wald kommen. Denkt, das ist ein Zombie, zielt da schon drauf, ruft erstmal alle. Ja. Und dann, warte, wir machen den mit dem Messer platt, sagen Rick und so dann. Und die, nee, ich krieg den. Und dann, nein, warte. Und die muss natürlich beweisen, dass sie inzwischen so gut schießen kann, weil sie das mit Shane geübt hat. Ja, und Gott sei Dank nicht trifft. Ja, drückt ab und trifft halt Daryl in die Schulter. Ja. Und der Zuschauer, der das guckt, der weiß ja schon, dass das Daryl ist. Das kann man sich ja denken. Ne? Ja. Und dann laufen natürlich an und klar, sie will halt auch das Camp irgendwie beschützen, will zeigen, dass sie das kann und so, aber in so einer Situation, das ist doch voll schwachsinnig, erstens die Kugel dazu verschwenden, wenn nur ein Beißer hinten ankommt, ein vermeintlicher Beißer, und es laufen gerade 4 Leute dahin, die den halt so leise platt machen. Ne? Denn warum muss sie dann schießen? Deswegen dachte ich, das gibt's doch nicht, jetzt schießt sie da und der schießt Double. Da habe ich mich voll aufgeregt, als sie das gemacht haben. Ab da war es auch vorbei, da konnte ich nicht mehr leiden. Bis zum Ende. Ich war froh, als dann am Ende irgendwann Schluss war mit ihr. Die Folge fand ich aber sowieso gut, weil das Ganze, wie Daryl da von dem Pferd runterstürzt, in diesen Abhang runterrollt und dann die Visionen hat von seinem Bruder, das fand ich eigentlich echt, echt gut. Vor allem, wie er dann aufwacht und der Zombie an seinem Schuh nagt. Der denkt dann, Merle steht unten und tritt gegen seinen Fuß, dabei ist das ein Zombie, der da in dem Schuh rumknabbert. Ja. Schwein gehabt, würde ich sagen. Und dann kommt er noch dann so, dann baut der Andrea plötzlich so Gefühle für Sean auf. Ja. In der zweiten Staffel. Ja, sind beide so Außenseiter dann, ne? Ja, und die wollten ja dann auch, die haben ja versucht, dann haben miteinander gesprochen, dann haben die gesagt, ja, dann lass uns doch einfach abhauen, lass Rick und die Gruppe doch einfach hier, wir schaffen es alleine. Aber die Andrea wollte ja nicht. Nee, Shane wollte nicht. Was, Shane oder was, Andrea? Ne, Andrea hat das dann ja vorgeschlagen.
Aber Shane wollte nicht, weil er dann halt doch noch Hoffnung auf Laurie hatte. Weil dann kam, glaube ich, die Szene, die Finchi gerade angesprochen hatte, wo sie ihm doch noch mal so ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Und dann ist er halt, wollte er doch nicht fahren. Genau, ja. Und wo ich eben drauf zu sprechen kommen wollte, war dann, dass die ganzen Beißer aus der Scheune rauskommen, machen sie natürlich alle platt. Das ist ein Riesengemetzel, was dann da losgeht und Herschel bricht zusammen und auch Maggie und Beth, ihre Schwester, die kacken dann da voll ab. Und dann ist so ein bisschen Ruhe und ganz am Ende, was ich mir dann aber schon denken konnte, dann kommt aus der Scheune Sophia raus, die Tochter von Carol und ist natürlich auch ein Walker. Und dann Das will war die. ziemlich vorhersehbar. Ja, aber dann will sich natürlich keiner erschießen. Dann muss sich Rick wieder mal erbarmen und kommt raus und erschießt Sophia. Und dann war quasi so die erste Hälfte der, ich sag mal so, da war zwar kein richtiger, keine Mid-Season-Pause, aber da war halt schon so eine, ne? Ja. Da hätte man alle Sollte machen nicht können. erstmal Luft zuerst die holen. Mutter das Kind erschießen? Ja, aber die hat es nicht geschafft. Ich glaube, die hat es nicht geschafft, naja. Aber das war so episch. Also ich fand, das war so eine geil gemachte Szene, weil du siehst ja erstmal, glaube ich, nur so die Füße, wie die da so rausstapfen zwischen den toten Zombies. Wie die da so ein bisschen rausstapfen. Und dann siehst du, glaube ich, Carol, wie die. Kannst du auf dem Gesicht ablesen, dass es Sophia ist, dass sie das realisiert hat. Das war so gut und emotional gemacht. Also das habe ich echt gefeiert, so als Szene. Jo, und dann ging es weiter direkt. Danach kam nämlich eine Folge Nebraska. Na, Das war wirklich. Dann ist ja Herschel flippt dann aus und was heißt er flippt aus? Geht's auf? Er geht saufen. Er war ja auch mal Alkoholiker, kriegt man so halb mit, ne? Ja. Und er geht dann halt in den Ort, der da in der Nähe ist, und geht in die Bar und sitzt dann da und säuft. Und Glenn und Rick wollen ihn zurückholen. Und während sie dann in dieser Bar mit Herschel so ein bisschen reden und sprechen, hören sie, dass draußen welche ankommen und die kommen in die Bar rein. Und das ist ja auch, da merkt man richtig so die Spannung, die da in der Luft liegt, ne? Dieses Gespräch, was dann zwischen denen, das ist ein so ein etwas kräftigerer Typ, der hat eine Shotgun, glaube ich, sogar, ne? Auf jeden Fall Ja. habt ihr da auch Waffen, die kommt da rein und dann sagen die beiden, ja, ihr habt doch bestimmt irgendwie auch ein Lager, wir sind so ein bisschen am Arsch in unserer Gruppe und wir würden gern zu euch kommen, aber natürlich, mittlerweile sind Rick und Herschel und alle, die sind dann auch, ja, Herschel noch nicht mal so mit, aber Rick ist natürlich sehr vorsichtig geworden, was die fremden Leute so angeht und diskutiert erstmal so ein bisschen mit denen rum und dann geht's Schlag auf Schlag, geht's zur Sache, Rick erschießt die beiden Typen. Und ich glaube, in diesem Moment haben dann auch Glenn und vor allen Dingen Herschel kapiert, was da abgeht gerade so in der Welt. Weil das waren ja nun keine Untoten, das waren noch lebende Menschen, die da Rick da erschossen hat oder erschießen musste. Da haben die echt Ja. so richtig geil Spannung aufgebaut. Also Ja, das hat sich das ja finde so ich. durchaus so 5 bis 10 Minuten gezogen, bis die dann Genau. erschossen wurden. Ja. Und das war so gut gemacht. Ja. Wollte ich gerade sagen, dass das die ersten Menschen waren, auf die die treffen, aber die haben ja in der ersten Staffel auch diese Diese Gruppe. Mexikaner getroffen, Genau. die Was ich das auch sehr Altenheim cool bewacht finde. haben. Das war Ja. auch ziemlich cool. Ja. War es nicht in der Szene, wo sie in dieser Bar waren, da wo sie nicht, wo diese Unbekannten waren, dass da irgendein junger Mann irgendwie im Zaun hängen geblieben ist? Ja, das kam dann danach, weil die Ja. Kollegen von den ganzen, von den beiden Typen da, die haben halt dann die Schüsse gehört und kamen an, haben die gesucht. Und unter anderem kamen auch dann die ersten Beißer an, weil die auch die Schüsse natürlich gehört haben. Und dann wollten natürlich Herschel, Glenn und Rick wollten dann abhauen und kamen dann erstmal in so ein Schießgefecht da, Schießgefecht, in einen Schusswechsel sind sie da geraten und auf dem Dach, auf dem gegenüberliegenden Dach lag ein ja, etwas jüngerer Typ noch mit einem, ja, so einer Art Scharfschützengewehr, hat dann da geschossen, hat aber zum Glück nicht getroffen. Und der ist dann, als sie ihn mitnehmen wollten, von dem Dach runtergefallen und hat sich das Bein in einem Zaun aufgespießt. Und dann sind die seine Kollegen natürlich weggefahren, aber Rick und Herschel wollten dem Typ dann helfen. Und das ist ja auch eine harte Szene, ne? Wie sie da das Bein wieder hochdrücken. Aber das ist auch wieder so Nee, eine nee, Sache. Da ist nee, mir nicht. Rick total auf den Sack gegangen. Ja. Warum? Die wollten den gerade noch abknallen, aber nee, Rick muss ja den Helden spielen und der muss den noch retten. Ne? Der geht da hin und muss den Jungen retten. Ja. Haben sie jetzt abgeschnitten Am oder Ende. hochgezogen? Ich bin mir da nicht mehr Hochgezogen. ganz Das sicher. ist quasi Hochgezogen. mega durchgebrochen. Ja, okay. Ich Boah. weiß, also, ich habe das Bild noch im Kopf, wie der Junge da fett geschrien hat und die Beißer kamen immer näher. Die Ja. wollten abschneiden, glaube ich, aber Ja, die hatten nichts. die wollten, glaube ich, erst das, Schienbein. ne, die wollten Die halt zuerst den Spitze Zaun ab, durchtrennen, ja. die Spitze wollten sie quasi abmachen von diesem Zaun.
Aber das ging halt nicht. Und dann hat dann, wer hat das dann hochgedrückt? Rick, glaube ich sogar. Rick, ne? Ja. Er hat dann das Bein hochgedrückt und hat dann die dann mitgenommen, diesen Typ. Randall übrigens heißt er. Ja, und dann ist natürlich, sind die anderen nicht so begeistert, dass sie diesen Typ da mitgebracht haben. Vor allen Dingen Shane nicht. Ja, und jetzt könnten wir eigentlich mal Staffel 2 so relativ zügig beenden, ne? Ja. Dann, Das fand ich auch wieder so dämlich, die lassen die erst so mega leiden, um dann zu beschließen, hey, bringen wir ihn um. Richten wir ihn hin. Was ja dann nicht so ganz passiert ist. Sie haben ihn erstmal gefangen gehalten. Karl, genau. So ein bisschen mit ihm geredet und ihm wurde verboten, mit ihm zu reden. Ja. Karl macht immer das, was ihm verboten wird. zu so einem Fabrikgelände, wo die den aussetzen wollten, um den nicht umzubringen. Quasi. Ja, ja. Die wollten den ja erst dann in der Scheune hinrichten, aber dann ist Karl aufgetaucht und dann so, ja, Papa, mach mal. Ne? Und dann hat er doch den Schwanz eingezogen. Und dann wurde er von irgendwem einem Zombie ausgeliefert oder so ähnlich. Im Wald. Der wurde doch in den Wald gebracht. Das kam ja ein bisschen später. Erst kam das mit dem Fabrikgelände. Und dann haben die sich geprügelt, Rick und Shane, weil das halt total eskaliert ist. Und dann kamen die Zombies und dann sind die doch wieder alle zusammen abgehauen. Und dann hat Shane das halt so gedreht, dass der den hat entkommen lassen, in Anführungszeichen. Eigentlich hat er den in den Wald gebracht und wollte das halt so aussehen lassen, als wäre der abgehauen und er wäre ihm hinterhergelaufen. Hat ihm dann halt das Genick gebrochen, ist mit seinem Gesicht volle Kanne gegen den Baum gelaufen und das so aussieht, als hätte er auf Fresse bekommen und ist dann zurückgelaufen und hat gesagt, er wäre entkommen. Weil man muss zu diesem ganzen Ding dazu sagen, dass Rick mittlerweile weiß, dass seine Frau was mit Shane hatte. Und deswegen ist er ja auch nicht sicher, ob das Kind von ihm, also er ist ja natürlich sicher, dass das Kind von ihm ist, aber es könnte auch genauso gut anders sein. Und deswegen ist auch langsam so Rick gegen Shane. Ne? Also das ist dann nicht nur immer Rick, der Shane so noch bei sich halten will, sondern der will auch Shane loswerden, aber auch wieder nicht, ne? Weil sie halt schon ewig sich kennen. Und dann ist ja die Szene, wo sie sich da prügeln, wird Shane ja eingeschlossen in diesem Bus und Rick fährt erstmal wieder weg. Und da habe ich gedacht, warum kommst du blöd mal jetzt zurück? Lass ihn doch da drin. Mhm. Ja, so. Aber gut, es ist halt dann Rick noch gewesen, der da immer noch so ein bisschen genervt hat mit seinem Gutmenschen-Tour da. Und daraufhin fahren sie dann zurück und dann passiert das Ganze, dass Shane dann diesen Randall laufen lässt. Und zu dem Zeitpunkt weiß der ja auch schon, dass Shane Otis umgebracht hat. Weil Dale sagt das irgendwie Laurie und Laurie sagt Rick das dann. Und ab dann ist er wirklich misstrauisch ihm gegenüber. Ja. Ja. Mach ruhig. Und ich weiß jetzt nicht, ob das schon passiert ist oder ob das erst später passiert, dass Karl jetzt mit seinen neuen Waffenskills in den Wald spaziert. Unter diesen Zombie eben findet, der im Morast stecken geblieben ist. Genau, das kommt und da auch. Eine gefühlte halbe Stunde auf den zielt und ihn erschießen will, aber es doch nicht macht, bis dieser Zombie sich loslöst. Dann verpisst Karl sich und dann ist Karl quasi mehr oder weniger schuld an dem Tod von Dale. Von Dale, weil der Zombie Dale angeknabbert hat. Genau. Und da fragst du mich, warum ich den kleinen Scheißer hasse. Vor allem, weil er in der vierten Staffel fast nochmal dieselbe Szene hat. Na, ich mag Snack ihn auch Check. Nicht. Ja, vor allen Dingen haben sie diesen Zombie, der dann halt zuerst im Morast feststeckt und später Dale umbringt und den haben sie auch noch so schön gemacht, dass man ihn direkt wiedererkennt, mit den langen Haaren und so. Mhm. Aber ist ja auch so eine Szene, Dale, der ist ja noch, der will ja nicht, dass dieser Randall, dass sie den Jungen, den sie da gefunden haben, dass sie ihn umbringen, sondern er möchte halt noch so ein bisschen die Moral wahren und möchte nicht, dass sie den da exekutieren und möchte alle so ein bisschen davon überzeugen, dass sie ihn laufen lassen. Und kurz danach wird Dale dann von diesem Walker da zerlegt, aber aufs Feinste, das ist ja auch... Richtig.
der schlitzt ihm ja den halben Bauch auf und die Därme liegen raus und er lebt dann immer noch, Dale, und liegt da, und das kriegt die Gruppe dann mit. Die kommen dann angelaufen, aber ist zu spät. Und dann muss Rick will dann wieder den Dale erschießen. Das muss ja immer Rick irgendwie machen. Aber dann sagt, wer war das dann noch? Andrea, oder? Macht die das nicht sogar? Nee. Daryl. Daryl war das. Okay, stimmt. Ich sehe es hier nämlich gerade. Ich habe ja hier das Ding offen. Aber Andrea hat dann wieder die mega Schuldgefühle, weil sie den die ganze Zeit schlecht behandelt hat. Und ja, dann ist sie wieder der Mega-Emo. Ja, und Karl gibt sich auch die Schuld. Zu Recht. Dass er das da... Bring dich um, Karl. Geh in den Wald ein bisschen spielen. Ja, und dann ist das ja schon, wo die Randall suchen gehen im Wald in ihrer Vierergruppe, und dann teilen die sich halt auf, und Rick, weil er Shane halt nicht vertraut, geht mit ihm, und ich glaube Glenn und Daryl gehen zusammen woanders hin, ne? Ja. Oder kommt jetzt noch irgendwas dazwischen, sonst nähern wir uns dieses Mega-Finale. Und dann sind die halt auf dieser Lichtung, und dann geht's zur Sache. Ich glaube, ja. Shane war das, der die Waffe zieht, ne? Ja, Shane, also die reden dann halt so immer so ein bisschen, Rick und Shane, und man merkt schon, dass das, auf was das hinausläuft. Richtig. Dass Shane Rick dann da halt irgendwann erschießen will. Und Rick merkt das natürlich auch. Dann kommt auch Shane, kommt glaube ich immer näher, und Rick im letzten Moment dreht er sich rum und rammt dann Shane das Messer irgendwo rein, ne? Genau. Ja. Aber da weiß man ja quasi noch nicht so ganz, also er weiß es schon, Rick weiß das, aber die restlichen finden das halt gerade erst raus, weil Glenn und Daryl finden nämlich dann den Randall, der von, also diesen Jungen, der von Shane per Genickbruch umgebracht wurde, und also sie finden ihn glaube ich nicht, also auch sie finden ihn, aber er ist ein Weißer. Er hat keine Bissspuren. Und er hat aber keine Bissspuren. Aber er ist trotzdem ein Zombie gewesen. Da kombinieren sie schon so ein bisschen. Und das heißt also auch, dass Shane, der getötet wurde, kurze Zeit später wieder aufersteht. Und dann habe ich auch kurz gedacht, dann kam nämlich ein Karl an und hat das Ganze mitbekommen. Und ich war mir nicht sicher, Karl, wen er lieber mag. Das ist so, sein Vater, was ja eigentlich logischer wäre, ne? Oder diesen blöden Shane. Und ich hatte immer die Befürchtung, dass Karl dann seinen Vater erschießt, weil er sauer auf ihn ist, weil er Shane umgebracht hat, so, oder? Hatte die das nicht? Also die Serie wollte das, glaube ich, so darstellen, dass er halt so in der Zwickmühle ist und überlegt, wen er jetzt umbringen soll. Aber ich meine, dass Rick nicht stirbt, ist klar. Das ist so. Es gibt so ein paar Charaktere in der Serie, da weißt du einfach, dass die nicht sterben. Ich meine, Glenn und Daryl werden auch nie sterben, weil sonst zu viele Fans abspringen würden von der Serie. Ja. Und obwohl, Rick ist einfach der Hauptcharakter. Obwohl, ich glaube, damals, wo man die dritte Staffel geschaut hat und die vierte noch erst aufgenommen wurde, hieß es ja, dass Glenn in der vierten Staffel sterben sollte. Ja, das ist ja ein Gerücht, weil das, glaube ich, auch so viele Gerüchte. Weil im Comic Glenn gestorben ist, und die Fans haben ja da protestiert, wie was weiß ich da. Und das wollten halt nicht, dass er stirbt. Deswegen, das ist im Fernsehen einfach viel zu leicht beeinflussbar, und die, auf die Fans stehen, die können nicht einfach sterben, sonst würden zu viele Zuschauer abspringen. Ne? Naja. Na gut, aber ist ja bei Game of Thrones immer auch so gewesen, oder? Ja, bei Game of Thrones hält sich ja, glaube ich, wesentlich deutlicher an die Bücher, ne? Und ich glaube nicht, das stirbt ja eigentlich selten einer, der so wirklich der Sympathiecharakter ist. Doch. Also für mich schon. Aber egal. Andere Serie. Kommen wir dann irgendwann zu. Da müssen wir nachher auf jeden Fall drüber schnacken. Das interessiert mich jetzt. Kann man gerne machen. Ich bin noch ein bisschen auf heute. Dann ist halt Shane tot, kommt zurück als Untoter, und Karl erschießt dann Shane. Und dann geht's richtig ab, denn eine ganze riesige Horde von Beißern hat den Schuss gehört von Karl und überfällt dann die Farm. Und dann geht's in der letzten Folge, geht's ja dann nur ab, denn die ganze Farm wird komplett überrannt von den Zombies, und die Gruppe wird erstmal ganz kurz getrennt und alle verschwinden, einige sterben, und dann ist es halt so, dass, ich glaube, Andrea wird komplett getrennt von der Gruppe erstmal. Ja. Und Moment, ich muss gerade mal hier gucken. Dann verschwinden sie halt alle, und
erstmal, der eine will dahin, der andere will hierhin, und aber zum Glück, weil ich hasse sowas, wenn die, ich mag es immer am liebsten bei The Walking Dead, wenn die Gruppe zusammen ist. Ja. Ne? So, mhm. Wenn das einzelne Dinger sind, erstens finde ich es dann, finde ich es scheiße, dass sie getrennt sind, und ich finde es auch immer blöd, weil wenn dann bei einer Gruppe gerade eine komplette Folge abgehandelt wird, die ich nicht mag. Ne? Richtig. So, da denke ich mir, oh, war das eine doofe Folge. Vielleicht war sie gut für andere, aber für mich war sie dann halt in dem Moment nicht so gut, weil ich die Leute einfach nicht mag. Ne? Das, ja. Deswegen finde ich es immer besser, wenn die Gruppe zusammen ist. Immer diese Sprünge hin und her, was macht der eine und was macht der andere gerade gleichzeitig. Ja. Vor allem passiert das in Walking Dead viel zu oft, dass da irgendwie so ein Mega-Angriff ist und dann trennen die sich auf einmal alle und dann braucht das 2 Folgen, dann sind die eh wieder zusammen. Ne? Ja. Ja, und hier war es ja noch nicht sein mag. Hier waren es ja noch nicht mal 2 Folgen. Wobei eine der Frauen ist ja verloren gegangen, wirklich. Ja, Andrea. Genau, und die ist ja später dann in der nächsten Staffel ist die, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, wir spoilern das sowieso alles, ist ja in diesem in dieser Stadt gewesen. Erst trifft die auf Michonne. Ne? Genau. Michonne, das Lustige ist, das habe ich auch gerade gelesen, dass Michonne, die wird ja in der 2. Staffel schon gezeigt am Ende, wie die Andrea rettet. Und da wurde die, da war die noch gar nicht gecastet. Also die hat ja dann ihren Mann geraubt mit der Kapuze. Und das war gar nicht die Schauspielerin aus der 3. Staffel. Okay, cool. Man hat ja nur das Katana da gesehen, wie das so und dann. Und ich dachte mir nur so, als ich die Szene gesehen habe, endlich, wenn eine Zombie-Apokalypse losgeht, Katana ist meine erste Wahl. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Ich habe noch irgendwann mal. Echt? Ja, sie ist aber stumpf. Ja, Finchy wird wahrscheinlich mit dem Meisterschwert kommen. Ja, das kleine Schlüsselanhänger-Ding, was ich habe. Kann ich die Zombies mit kitzeln. Du nimmst bestimmt den blauen Panzer aus der Mario Kart. Ja. Boah, das wäre den Zombies gegenüber voll unfair. Wobei die wahrscheinlich nie Erster wären, ne? So schnell. Ja, das ist auch wieder wahr. Aber der Panzer trifft sein Ziel, ne? Ja. Dann auf jeden Fall, was du gerade meintest, das dauert immer 2 bis 3 Folgen, bis sie wieder zusammen sind. Das ist ja hier sogar in einer Folge. Sie trennen sich kurz und dann am Ende entschließen sich doch, ach komm, wir fahren. Das ist auch so ein Ding. Woher wollen die wissen? Der ist ja, T-Dog ist ja mit Laurie im Auto und Carl. Ne? Mhm. T-Dog will aber an die Küste und Laurie sagt, nein, wenn Rick irgendwo hingefahren ist, dann auf jeden Fall nach da. Und alle anderen haben auch dieselben Gedanken irgendwie. Total Banane eigentlich. Und dann treffen sie sich ja zum Glück wieder. Was ich dann schon mal sehr gut fand, weil ich jetzt Kacke gefunden, wenn Ende der 2. Staffel alle getrennt gewesen wären. Ja. Dann hätte ich, wobei wir die Staffeln sowieso komplett am Stück geguckt haben, die ersten 3. Aber dann fahren sie erstmal weiter, haben dann irgendwie nachher kein Benzin mehr und gehen dann zu Fuß weiter. Und dann klärt Rick sie ja auf, was der Dr. Jenner in der 1. Staffel ihm verraten hat, nämlich, dass alle infiziert sind und wenn sie normal sterben, trotzdem zum Zombie werden. Und dass es dafür keinen Zombie-Biss braucht oder keinen Zombie-Kratzer oder sowas. Und dann spekulieren sie erstmal alle, das ist im Wasser und das ist in der Luft und ja, machen das, sie das waren Wissenschaftler, die haben uns das angetan und echt, USA. Weiß. War das so, ja? Keine Ahnung. Dann am Ende fand ich aber ganz cool, denn sie haben ja immer irgendwie abstimmen wollen und jeder wollte irgendwie was anderes machen. Und dann sagt Rick am Ende, es gibt jetzt hier keine Demokratie mehr, entweder ihr macht das, was ich sage und wir überleben. Oder wir lassen es und sterben alle, so ungefähr. Und viele waren ja gegen ihn, weil er Shane umgebracht hat, ne? Das gibt er dann ja auch zu. Ja, und aber er sagt ich habe für euch meinen besten Freund getötet. Ja. So, ne? Aber Carol und so, die sind dann so richtig gegen ihn, ne? Das merkt man dann direkt. Ja, und dann war Staffel 2 beendet. Weil das Gefängnis wird noch angeteasert, oder? Das sieht man dann so im Hintergrund. Ja, das wird angeteasert, wie sie ankommen. Nee, ne? Nee, das finden die erst in der 3. Staffel. Es du siehst nur es nur so im Hintergrund. Gezeigt, ja. Da habe ich nämlich schon gedacht, da könnten sie ja jetzt hingehen. Weil, dann kommen wir zu Staffel 3. Staffel 3 ist nämlich am Anfang so, das habe ich noch sehr gut im Kopf, diese Szene, weil ich das ziemlich krass fand. Man sieht direkt am Anfang, fallen sie quasi, noch bevor der Einspann quasi kommt, Einspann, sagt man so? Vorspann. Ist auch egal. Auf jeden Fall sieht man davon noch, dass die Gruppe sich ein bisschen krass verändert hat, denn sie reden fast gar nicht mehr miteinander. Laurie sieht man, dass sie hochschwanger ist, sie hat einen riesen Bauch und sie fallen da in so ein verlassenes Haus ein und wollen das besetzen und sie reden die ganze Zeit gar nicht und
sind halt mega krass mit ihren Waffen mittlerweile im Umgang und auch Karl geht da rein mit seinem Schalldämpfer vorne drauf, glaube ich, ne? Dieses geile Trichter-Ding, ne? Genau, diesen Trichter-Schalldämpfer, den sie da irgendwie gebastelt oder gefunden haben. Der Held. Ja, und das ist schon, fand ich schon ziemlich krass am Anfang, diese Entwicklung von den ganzen Charakteren. Auch sind sie, finde ich, ein bisschen dreckiger geworden so, also haben längere Haare, ein bisschen Bart und sind nicht mehr ganz so gepflegt wie am Anfang. Und ich glaube, das war dann so, wo sie den Winter überlebt haben und das wurde dann wieder Frühling, glaube ich. Ja, ist ja eh meistens. Die haben ja sowieso den Winter blenden sie irgendwie immer aus in der Serie. Was ich schade finde. Ich würde mal gerne so eine Folge, zumindest ein paar Folgen so im Winter irgendwie sehen, wie die das da machen. Vor allem die krasseste, also eigentlich waren alle Entwicklungen, so Charakterentwicklungen ja relativ glaubwürdig, fand ich jetzt so, dass Rick sich so ein bisschen von Laurie entfernt hat, wegen den ganzen Vorfällen. Aber eine unglaubwürdige war auf jeden Fall von Carol, fand ich. Also die war ja in der zweiten Staffel, in der ersten und zweiten Staffel ja noch so total hilflos. Alles mussten die anderen machen und so weiter. Dann war die total am Boden, weil Mann und Kind tot sind. Und dann ab der dritten Staffel war die ja der totale Oberterminator. Ja. Konnte auf einmal schießen wie ein Weltmeister. Die konnte alles alleine machen. Die war auf keinen mehr angewiesen. Und das fand ich ein bisschen... Also das war ein bisschen too much, fand ich. Das glaube ich nicht, dass das in ein paar Monaten passieren kann. Ja. Auf jeden Fall finden sie dann ja ziemlich am Anfang das Gefängnis. Und klar, ist eine coole Sache. Würde ich auch direkt rein in so ein Gefängnis. Wobei ich mir sowieso manchmal denke, die amerikanischen Bauten, egal was das für Bauten sind, ich glaube, da könntest du dich bei uns hier im Haus für barrikadieren. Das wäre sicherer als so ein Gefängnis da. Ne? Kann das sein? Wenn ich das immer so sehe. Ja, und dann gehen sie halt in dieses Gefängnis und sind erstmal nur draußen in diesem Vorgarten, hätte ich beinahe gesagt, in diesem, diesem Feld davor, also in diesem Vorhof, genau, danke. Und bringen da erstmal die ganzen Beißer um, die da halt rumschwirren. Und entschließen sich dann aber, das ganze Gefängnis zu räumen, damit sie sich halt da erstmal niederlassen können. Vor allen Dingen, weil sie da bleiben wollen wegen Lori, weil sie halt hochschwanger ist. Und direkt am Anfang geht es dann schon ab, wenn sie nämlich in die in das Gefängnis reingehen, wird Herschel ganz blöd gebissen von einem Zombie im Bein und dann müssen sie das Bein abtrennen. Boah, die Szene, die habe ich auch so dermaßen gehasst, ne? Ja. Weil? Ja. Und das war auch richtig geil, weil man erstmal gedacht hat, was, der stirbt jetzt, das kann doch nicht sein. Und dann haben sie ihm das Bein amputiert. Da dachte ich mir, okay, ist jetzt ein bisschen sehr gewagt, aber warum nicht? Dazu muss man sagen, aber dass Herschel unmächtig war, ne? Der hat da nichts irgendwas dazu gesagt. Die haben es einfach von sich aus gemacht. Ja, Rick Herschel musste sich wieder entscheiden, ne? Aber was ich meine. Rick musste entscheiden, Bein ab oder Kopf ab. Kopf ab. Ne, was ich meine, die sind ohne so durch... Beine ja auch für die ganze Gruppe dann ein riesen Ballast eigentlich, weil so weit mit denkst du in der Bein Situation läuft, nicht. Wesentlich aber Maggie hat ja ständig geheult, dass sie irgendwas machen sollen. Weil ich meine, die laufen da durch diesen Gang und da liegen überall halt diese Leichen rum, ne? Und du bist jetzt schon die dritte Season, die sind jetzt bei über Tag 300 von nach dem Ausbruch. Und da weißt du eigentlich, dass jede Leiche ein potenzieller Zombie ist. Da trittst du doch, bevor du an ihm vorbeigehst, wenigstens mal kurz dagegen. Und Herschel in dieser Szene... Tritt da voll drüber so, ne? Ja, der geht sogar ganz nah, der stellt sich mit einem Bein zwischen die Beine. Der liegt da ja, der Zombie, so an der Wand angelehnt. Genau. Der geht wirklich zwischen die Beine von dem und ignoriert den einfach. Ich meine, da hat er es wirklich verdient, dass er gebissen wird, meiner Meinung nach. Und das war wieder so gekünstelte Dramatik. Also ich glaube, die Gänge waren auch ziemlich dunkel. Die hat, glaube ich, aber nur eine Taschenlampe dabei gehabt, oder? Ja, aber der hat ihn gesehen. Also der hat sich ja explizit zwischen die Beine gestellt. Ich meine, die dritte Staffel ist meine Lieblingsstaffel, aber da gibt es wirklich jede Menge gekünstelte Dramatik drin. Jo. Ja, also dann wurde halt Herschel das Bein halt amputiert. Und ja. Zeitgleich haben die Einwohner des Gefängnisses kennengelernt, die ich schon komplett vergessen hatte übrigens. Das habe ich letztens erst hier wieder durchgelesen. Ah, genau, diese drei. Fünf sind das sogar. Waren es fünf? Ich habe noch die drei im Kopf. Ich habe die komplett alle vergessen, weil die nach drei Folgen ja wieder komplett alle weg sind. Ja, außer einer, ne? Der hält vier Folgen, das stimmt. Ja, aber den fand ich immer sehr merkwürdig. Da war ich froh, als er weg war nachher.
Wobei er mir dann am Ende fast schon sympathisch war, muss ich gestehen. Echt? Ja. Wegen was waren da nochmal eingebuchtet? Angeblich wegen einem Versehen. Weil er ja irgendwie die Waffe zugeschoben bekommen hat oder sowas, ne? Oder ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Hat auf jeden Fall angeblich. Bei allen Verbrechern so. Ja, aber ich fand, das war mehr so ein Pädophiler. Ja, richtig. Ja, weil ein Pedo habe ich auch im Kopf, aber ich wusste nicht, wer es war. Ja, der mit den blonden Haaren sollte das. Also, aber da ist man dann nie näher drauf eingegangen, denn am Ende bekommt er ja dann den Fernschuss, zack, in die Rübe und das war's. Kurz nachdem er so komische Sachen zu Beth und Carol irgendwie gesagt hat. Ne? Genau. Und direkt danach war er weg, deswegen. Der hätte doch zumindest mal ein bisschen Karl anbaggern können. Das wäre eine dramatische Wendung gewesen. Oh, und die wäre zumindest glaubwürdig. Also von seiner Seite aus, von Karls Seite aus. Der hätte mit Karl in den Wald gehen können. Das wäre mir total lax gewesen. Man sieht aber noch was Ähnliches doch in der vierten Staffel schon. Echt? Oh, ja. Wir gehen nachher. Echt? Ja. Oder? Wir gehen dann nachher. Nachher gehen wir in den Wald. Wir beide, Lee. Bus bauen. Jo, wie ging es denn weiter im Gefängnis? Weil jetzt diese dritte Staffel, die. Achso, nee, es geht ja gar nicht nur im Gefängnis weiter. Denn es gibt ja noch Woodbury, die. Denn da ist dann Andrea und Michonne. Aber erst ist die Geburt, ne? Das ist ziemlich direkt am Anfang die Geburt, ne? Erstmal kommt das Training zur Geburt, was auch eine sehr coole Szene Richtig. War. Da haben die ja sich so einen Zombie ausgesucht, haben den reingelockt quasi, umgebracht und dann mit dem Messer den Kaiserschnitt oder sowas durchgeführt. Ja. Da dachte ich mir erstmal... Ja, dezenter geht Sexualkunde nicht mehr. Vor allem, da hast du direkt gesehen, dass Carol halt so wirklich abgestumpft ist, weil die macht das ja. Herschel hat ihr das ja wohl so in groben Zügen beigebracht. Ja. Und die übt dann ja halt an dem Zombie. Und ne, da hast du gemerkt, dass die wirklich mega Terminator-Style geworden ist. Ja. Ja, wobei ich Carol nie so... Also in Staffel 3 fand ich sie noch ganz okay. Staffel 1 und 2 fand ich sie blöd, weil sie halt immer nur so weinerlich da war. Ja, ja, ich mochte sie dann auch. Ja. Ne? Staffel 3 war okay, Staffel 4 weiß ich noch nicht. Ich mochte die ganze Gruppe ist scheiße, mit der die unterwegs ist. Ja, kommen wir auch gleich, weil das ist auch sehr krass. Ja, auf jeden Fall ist dann ja, Lobby ist ja halt wie gesagt hochschwanger und dann in so einem mega Gefecht, weil ja diese, wie war das noch, die Gefangenen, die machen dann ja stumm oder so, ne? Genau. Ist auch geil, wie sie, wie sie den... Nicht alle. Ein oder zwei, die waren ja nur währenddessen dabei, als ein oder zwei sich da so aufgemuckt haben. Ja, Axel und Oscar, der und Große. Dann wollten sie die auch gleich umbringen und die dann so, hey, wir haben doch gerade gar nichts gemacht. Die haben sich aufgemuckt. Ja, die, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, genau. Mhm. Sie wollen erst dann ja den anderen Zellenblock räumen mit diesen Häftlingen, weil sie die nicht bei sich haben wollen, aber sie wollen halt denen helfen, weil die wohl noch Vorräte haben. Und das ist auch so geil. Die zeigen denen quasi vorher, wie sie vorgehen sollen. Die gehen dann halt hin und hauen direkt, also Rick und wer ist da noch bei? Daryl, glaube ich. Daryl, auf jeden Fall sind da zwei, drei von denen bei, oder zwei, die dann halt so die ersten Beißer da platt machen, so zack, ziemlich zügig und hauen denen das Beil in den Kopf, der erste weg und der nächste. Daryl rammt denen das Messer in den Kopf, auch der nächste weg und dann sagen sie denen so, macht ihr mal und die wie die Berserker rennen richtig. Denen diese Kur- fand ich so geil, beschreien auch dabei so, wie so Wikinger, ey. Da gucken die sich doch noch so, Rick und Daryl gucken sich dann glaube ich noch so komikhaft an. Ne? Vor allen Dingen, weil die dann voll das Gemetzel da veranstalten, obwohl sie eigentlich nur den Kopf hätten zerstören müssen, wenn nicht, und sind dann voller Blut von oben besunden. War eine sehr witzige Szene, also ich fand sie sehr witzig. Ja. Und dann geht halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, warum das so war, auf jeden Fall geht dann so ein bisschen das Zombie-Gemetzel da los und in diesem ganzen Wirrwarr bekommt Lobby dann die Wehen. Und Carol ist nicht da, die geübt hat, wie man einen Kaiserschnitt macht. Aber sie hatte noch die Narbe, richtig? Die Narbe von Karls Geburt, von Karls Kaiserschnitt. Ja, ich weiß. Ja, genau, ja, jetzt weißt du, was du meinst. Wo man ja, quasi nur so mal nach zahlenmäßig nachschneiden muss. Ja, Maggie hat das dann übernommen. Maggie, ne? Genau. Und dann verblutet Laurie quasi, das Kind lebt. Die hat das aber auch schon hervorgesehen, weil die hat sich ja noch verabschiedet von Karl. Ja. Und das auch, was ich auch blöd fand, diese Szene vorher immer mit Rick und mit Laurie, dass sie so ja nicht miteinander gesprochen haben irgendwie.
das hat mich auch genervt, weil, weißt du, ihr seid ja in so einer Situation gerade, die Welt ist voll am Abkacken und ihr sprecht nicht miteinander wegen, na, ich weiß es nicht, fand ich ein bisschen komisch. Wegen Ficken. Ja, ja, weißt du, also ich weiß nicht, ob es nur deswegen war, weil dann hätte der Rick ja schon viel früher so reagieren müssen. Ja, wobei der hat das ja eigentlich relativ spät erfahren, als es dann schon an der Scheune drunter und drüber ging, ne? Und da hatte der eigentlich jetzt, dann hat der eigentlich nicht mehr so viel mit Laurie geredet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es damit dann zusammenhängt und dann halt dieser Gedanke, dass das Kind von Shane ist, naja, wo er immer dran jetzt erinnert wird, dass er ihn umgebracht hat, was er ja, alles richtig gemacht hat und so weiter, kann ich mir schon vorstellen. Aber das Ende von Laurie fand ich echt hart. Mau. Hart. Ja. Also was mich danach richtig irritiert hat, als sie sich alle wieder zusammengefunden haben und Rick dann halt erfährt, dass Laurie gestorben ist, dann heult er halt erstmal so rum, so, oh nein, oh nein. Ja, aber Rick, ja, aber Rick währenddessen war ja die ganze Zeit... sieht er Carl so, also er bewegt sich halt so, er atmet halt sehr schnell. Und es sieht halt so ein bisschen aus, als würde er lachen und der geht auf die Knie und sieht Carl so an. Und da denke ich mir, was, wieso lachst du jetzt deinen eigenen Sohn aus, weil seine Mutter gestorben ist? Lacht er? Ja, nee, er lacht nicht, aber durch das Weinen, die Atmung quasi, dieses das wirkt halt, als würde ihn so auf den Arm nehmen, so, oh nein. Das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Nee, ich auch nicht. Nicht, also nicht ich mein, total. Aber ich mein, ja, aber Rick war ja die ganze Zeit in der dritten Staffel, also die erste Hälfte komplett im Arsch, also mit denen konnten sie ja halt alles anfangen. Die haben ja alles eigentlich über seinen Kopf entschieden. Der Rick, der hat da irgendwie... Der wollte ja auch nichts mehr machen. Der wollte nichts mehr machen, hat da irgendwie ein paar Bullen da, also hier im Sand, was weiß ich, irgendwie im Garten was irgendwas gemacht hat, irgendeinen Scheiß. Ja, der war ja also, nur noch Farmer, hat ja seine Waffe verbuddelt und wollte mit nichts was zu tun haben. Und der hat Laurie immer überall gesehen. Ja, richtig. Das ging mir voll auf den Keks. Deswegen mag ich auch die dritte Staffel nicht so besonders, weil halt... Die erste Hälfte oder die zweite Hälfte? Weil ich fand die zweite Hälfte von der dritten Staffel richtig krass. Ich fand die auch geil, ja. Die zweite Hälfte fand ich auf jeden Fall besser als die erste. Gut. Die erste Hälfte von der fand ich nicht so gut, also mit diesem ganzen... Ja, okay, so Laurie ist halt jetzt gestorben, das Baby war dann halt da und dann wusste erstmal die Gruppe nicht, was sie machen sollen mit dem Baby. Also die haben ja dann versucht, dann erstmal Nahrung zu finden, dann Daryl war es doch, der so eine kleine Wiege gebastelt hat, ne? Mhm. Ja, aus dem Karton irgendwie, ne? Der war eigentlich ein besserer Vater die ganze Zeit über als Rick, kann man schon sagen. Ja, aber Rick war immer noch nicht ansprechbar. Er hat zwar registriert, dass sein Kind da ist, aber das hat ihn irgendwie alles nicht interessiert. Ja, der war noch irgendwie so in seiner eigenen Welt da. Genau. Und dann, irgendwann ist es ja soweit, dass sie halt, klar, das Kind muss ja irgendwas essen. Und dann sieht man, wie, zuerst mal, am Anfang ist es sowieso Andrea und Michonne, um mal auf die endlich zu sprechen zu kommen. Andrea ist halt irgendwie, hat Fieber und die ist kurz davor zu verrecken. Und sie sehen, dass dann da ein Hubschrauber abstürzt und gehen da gucken. Und verstecken sich, weil da kommen andere Leute, die halt diesen Hubschrauber untersuchen und da irgendwas mitnehmen und die Leichen mitnehmen. Und während sie sich da verstecken, mit Michons Zombie-Kollegen, dann noch im Schlepptau, hört man hinter denen jemanden kommen und spricht die an. Und da habe ich direkt an der Stimme gedacht, Merle ist wieder da. Boah, fuck, ey, habe ich auch gedacht. Die bringt dann ja noch ihre Zombie-Bimbos um, weil die zu laut stöhnen. Genau, ne? Ja. Mhm. Was ja, dann ja auch relativ wichtig ist, wenn man im Nachhinein weiß, wer die beiden sind. Genau, ja, ist ja, glaube ich, ihr Mann und ihr bester Freund oder Schwager oder so. Ja, irgendwie sowas. Merle nimmt die beiden dann quasi gefangen und bringt sie nach Woodbury. Woodbury ist halt diese kleine Stadt, die von einem Typen, der sich der Governor nennt, regiert wird. Der Governor heißt normalerweise Philip, ja. Mhm. Und ist halt nach außen hin erstmal ein ganz normaler Typ, der diese Stadt da so ein bisschen leitet und sie sind komplett abgeschottet und haben da sind gut bewacht und da leben sehr viele Leute, Familien, die da wie auf einer normalen Promenade so ein bisschen spazieren gehen können und also dass da keine Geschäfte sind, ist echt alles. Sieht aus wie ein ganz normales Alltagsleben. Hatten ein System drin, ne? Genau. Also jeder hatte seine Aufgabe, es gibt Leute, die nur für die Bewachung zuständig sind, andere waren halt, keine Ahnung, wahrscheinlich Farmer, um irgendwas anzupflanzen.
dann war da einer, sein, da war noch ein Arzt, glaube ich, gewesen. Ja, dieser Wissenschaftler, ja. Dieser Wissenschaftler. Ja, der Wissenschaftler. Genau. Also irgendwie hatte jeder, der im Dorf war, irgendwas zu tun. Also. Ja. Und Andrea und Michonne werden dann erstmal da aufgenommen. Und ja, Andrea findet das erstmal ganz gut eigentlich, weil sie halt gut beschützt sind und das sind andere Leute. Aber Michonne ist direkt am Anfang so. Da fand ich sie auch noch ein bisschen strange, weil sie steht da und ist erstmal, die findet alles scheiße. Sie ist erstmal voll skeptisch. Ja, die wirkt noch so ein bisschen wie eine Wilde, ne? Weil die halt wenig spricht und die guckt genau. Sich immer so misstrauisch um. Ja, als ob sie das gar nicht kennt, was da gerade passiert. Ja, richtig. Als ob sie so gar keine anderen Menschen überhaupt kennt irgendwie. Wie Tarzan quasi. Ja, genau. Sieht auch ein bisschen so aus, ne? Ja, richtig. Selbe Frisur. Ja. Und ja, dann sind die halt erstmal da in Woodbury und ich wusste am Anfang nicht so richtig, was ist das, ne? So, das ja. Da ist halt, okay, da ist eine Stadt irgendwie und da habe ich gedacht, am Anfang, da könnten doch jetzt vielleicht die anderen auch hin. Aber man merkt dann halt sehr schnell, dass da was nicht stimmt, denn da gibt es eine Szene, wo halt dann Leute zum Governor kommen und sagen, da hinten, da sind irgendwie Soldaten, die brauchen Hilfe oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall fährt er dann dahin mit dem weißen Tuch und da stehen jede Menge Soldaten mit einem, der ist kein Panzer, aber ist halt so ein riesen Truck, so ein Army-Truck und die haben halt jede Menge Waffen. Und der Governor fährt dann dahin mit seinem Auto, winkt und tut so, als würde er sich halt ergeben oder in Frieden kommen, redet kurz mit denen und dann werden die ganzen Soldaten hinterrücks erschossen. Da dachte ich auch so, ne, okay, irgendwas stimmt da nicht mit dem. Und das haben sie halt gemacht, damit sie die ganzen Waffen nehmen können und die Fahrzeuge mitnehmen können. Und später merkt man dann halt, dass der Governor irgendwie einen an der Klatsche hat. Ja, fand ich aber gut, dass sie direkt so dargestellt haben, dass das der Antagonist wird, also dass der böse ist. Ja. Dass das direkt geklärt wurde. Ja. Genau, es gab ja da noch zwei verschiedene Sachen, die das Ganze ziemlich auf den Kopf gestellt haben. Einmal diese Fight Club-Szene, ja. Sage ich jetzt mal, als die gegeneinander gekämpft haben mit Fäusten und da waren dann noch so Zombies angekettet und das war quasi wie ein Ring und die durften den nicht verlassen, weil außerhalb des Rings waren die Zombies und die Kette wurde immer lockerer gelassen, dass die sich auf immer kleinerem Raum kämpfen mussten. Aber man muss dazu sagen, dass die Kämpfe, wenn sie so normal stattgefunden haben, da hatten die Zombies auch keine Fingernägel und keine Zähne mehr. Ja. Und das hatten sie später halt dann, als Merle gegen Devil da kämpfen sollen. Da haben sie natürlich dann richtige Zombies genommen. Aber in dem normalen Kampf, wenn das nur so zur Belustigung ist, dann haben sie halt Zombies genommen, die keine Zähne mehr hatten und keine Fingernägel mehr hatten. Ja, dann kam es ja irgendwann zwischen Wick und dem Governor zum ersten Kontakt. Vorher ist noch T-Dog gestorben, übrigens. Genau. Was auch total lächerlich war. Vorher vor allem ist noch die Sache mit der Tochter vom Governor aufgedeckt worden. Wenn ihr euch erinnert. Das dauert noch. Das ist fast am Ende. Das war doch, bevor die auf Rick getroffen sind. Nein. Nee, das war's am Ende. Man sieht am Anfang nur mal kurz, dass er da sitzt, der Governor, und irgendeinem Mädchen die Haare kämmt. Ja. So, und dann fährt die Kamera so da drüber, das weiß ich noch, und dann reißt der Kamm so die Haare raus. Ja. Und dann guckt dieses Zombie-Mädchen da hoch und es wird aggressiv, weil sie halt ein Stück Haare meine Frisur, du Arsch. Und aber da weiß man auch nicht, dass es die Tochter ist. Man kann sich natürlich denken, aber. Oder was ich auch geil fand, das Aquarium mit den Köpfen. Jo. Da gibt's auch ein cooles Easter Egg. Einer der Köpfe ist eine exakte Nachbildung von dem Kerl aus der Weiße Hai. Okay. Das wusste ich nicht. Okay. Ich finde es viel geiler, dass es in Amerika eine Collector's Edition der dritten Staffel, genau, glaube ich, gab mit den Köpfen, mit den Aquarien. Ja, die okay. Blu-ray. Das ist ja geil. Blu-ray Collector's Edition. Das hat so LEDs gehabt, ne? Das hat echt geleuchtet. Ja, die haben einfach viel geileren Stuff da drüben. Ja, wir wohnen am falschen Ort, Thomas. Das stimmt, lass mal umziehen. Nachdem wir im Wald waren, Lee. Oh ja. Im späteren Verlauf, dann sieht man halt noch, dass Glenn und Maggie versuchen, Babynahrung zu beschaffen. Und ich weiß gar nicht mal, wie es genau zustande kommt. Auf jeden Fall ist Merle auch da gerade in der Gegend. Und er trickst natürlich die beiden aus und nimmt die auch gefangen. Und nimmt die auch mit. Das heißt, Andrea, Michonne ist ja wieder abgehauen, glaube ich, in der Zwischenzeit. Die sieht das ja. Die sieht das, genau, die sieht das Ganze, wie Merle die beiden da gefangen nimmt. Und jetzt ist auch noch Glenn und Maggie sind auch noch beim Governor. Die werden dann auch verhört und so. Und
am Ende, also im Grunde will der Governor eigentlich immer nur Michonne haben, ne? So am Anfang. Weil, warum? Nee, ach, weil das Gefängnis. Doch, warum? Weil die im Kampf das Auge schon aussticht. Ist das nicht schon da? Nee, das ist ja dann, wenn sie auch die Tochter von ihm. Genau. Kommt. Nee, das kommt dann erst nachher, meine ich. Weil die geht dann ja nochmal, oder? Ja, genau. Die kämpft miteinander und danach schaut sie nochmal in das Hinterzimmer. Also in diesen Hinterhof quasi. Ja, diese und Arena hat sie ja gesehen. Und dann, als sie dann halt Glenn und Maggie getroffen hat, wollte sie ja Wick warnen. War es nicht so? Weil ich weiß nur, wie schon, ist halt abgehauen und wollte dann halt nach Wick suchen. Nach dem Gefängnis. Ja, das hat sie auch dann ja gemacht. Aber ich weiß gar nicht, wie das Ganze zustande kommt und warum dann dieser Kampf zwischen denen da entsteht. Nee, klar, ich hab das hier gerade. Das kommt später. Also erst werden Glenn und Maggie quasi gefoltert, um alle Informationen über das Gefängnis rauszukriegen. Weil Andrea da, glaube ich, schon ein bisschen. Oder? Wer hat denn gespoilert? Woher wissen die vom Gefängnis? Ich glaube, wegen Andrea. Oder auch wegen. Aber Andrea dürfte das ja eigentlich auch noch nicht wissen. Nee, Andrea wusste es da noch gar nicht damals. Ach nee, dann war das halt durch Glenn irgendwie, dass er das Merle vielleicht verraten hat oder so. Ja, oder wahrscheinlich. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Ja, war doch genau. Dann hat Glenn ja gesagt, dass halt. Weil, hier, wie heißt nochmal der Bruder von Daryl? Merle. Da hat er nach seinem Bruder noch gesucht. Und er wollte wissen, ob er bei ihnen ist. Und dann hat da Glenn ja gesagt, dass sie ein Gefängnis haben. Ja, stimmt, und Glenn sagt dann ja auch noch, wir haben, die ganze Gruppe ist noch da, Ed ist noch da, der schon längst tot ist, und Bla ist noch da, und Andrea ist ja, noch genau. da, und Merle weiß ja, dass Andrea nicht da ist, dass das alles nicht stimmt. Das hat ja auch noch irgendwie was zu bedeuten. Aber richtig, der Punk geht dann ja erst ab, als dann Michonne ins Gefängnis kommt und erzählt, dass Glenn und Maggie entführt wurden von Merle, dann kann das natürlich Daryl und Rick und so, die können das nicht auf sie sitzen lassen und entschließen sich dann nach Woodbury zu fahren oder zu gehen mit Michonne, die halt weiß, wo das ist. Und dann wollen sie halt einmarschieren und die beiden retten. Aber erst noch diese Folterszene möchte ich kurz drauf eingehen, weil die fand ich auch, das war eine so der heftigsten Szenen in der ganzen Staffel. Meinst du mit Glenn oder die von Maggie? Eigentlich beide, weil die sind ja so in zwei nebeneinander liegenden Räumen, die wurden ja getrennt und so, dass sie sich gegenseitig noch hören können. Glenn wird dann halt gefoltert und am Ende mit einem Wehrlos, ich glaube, der ist sogar am Stuhl gefesselt, mit einem Zombie im Raum eingesperrt. Genau, Maggie hört das halt die ganze Zeit. Genau, Daryl hat ja die ganze Zeit auf Glenn eingedroschen, bis er voll blutig war und hat dann am Ende ihn dann noch einen Zombie aufgesetzt. Genau. Ja, Merle, genau. Entschuldigung, ich meine, ja. Genau, aber Glenn hat es ja Gott sei Dank geschafft, da sich irgendwie rauszulösen. Also hat dann halt den Stuhl zerschrottet und hat dann halt die Reste vom Stuhl irgendwie, da keine Ahnung, von der Lehne ihn den Zombie halt damit. Ja, genau, irgendwie so. Und der Governor will ja auch noch Maggie so. Also der will es nicht wirklich, aber der tut ja anfangs genau, so, als würde er sie vergewaltigen. Und das fand ich auch richtig, richtig heftig. Ja. Weil ich sie halt auch besonders mag. Und Glenn hört das die ganze Zeit. Das finde man kann so mit Glenn mitfühlen. Ja. Ne? Dass der gerade denkt, so, nein, bitte, ich bring dich um. Und das war auch von der Regie richtig heftig gemacht, dass man so eine Aufnahme von seinem Kuhstall, wie er den aufmacht und so weiter. Ne? Ja. Und dann wieder auf Maggies Gesicht. Ja, und dann kamen die Kühe raus. Oder halt auch nicht. Ja. Ah, das war auf jeden Fall eine Szene, die so rausgestochen hat. Die habe ich sehr im Kopf behalten. Die bleibt im Gedächtnis. Ja. Da das Ganze ja anscheinend noch ein bisschen länger geht und ich mich langsam den Mund mir langsam den Mund fusselig rede. Machst du ein Bier auf? Genau. Das habe ich von Land unten drin. Na, egal. Du hast ein Land unten drin? Ja, im Kuhstall? In den Bitburger Flaschen sind, in den Deckern oben. Ist egal. Flaggen mit der WM und so. Okay. Mit Bremsspur? What? Ja, dann kam eine Folge, wo halt Rick und Daryl und Michonne einmarschieren in Woodbury, um die anderen da rauszuholen. Ja, ist auch ziemlich heftig. Dann wird halt viel geballert und so. Mhm. Und dann merkt man halt auch, dass mittlerweile es nicht nur die Menschen gegen Zombies sind, sondern halt auch die Menschen gegen Menschen. Ja, das ist vollkommen überflüssig eigentlich, diese ganze Gewalt gegeneinander. Sie sollen man sich lieber darauf konzentrieren, dass man die Untoten platt macht. Vor allem nur, weil die beiden Präsidenten quasi gegeneinander aufgebracht sind. Weil genau. Die anderen kennen sich ja quasi gar nicht. Ne? Das ist wieder nur so die Führungsriege, die will Krieg. Ja. Also gibt's Krieg. Ja, quasi wie in echt auch. Ja, ne? Richtig.
Und da Genau, hat dann haben Ricky ja auch noch so Hallus, dann ist ja dieser Mega-Nebel dann am Ende, wo die Schießerei haben und dann kommt ja auch noch Shane da im Nebel. sie. Ja, Was wir stimmt, als jetzt Zombie, ja. ganz ausgelassen haben, war das Ganze mit dem Telefon. Stimmt. Da hat er auch Und nochmal Hallus Rick hatte geschoben. ja, nachdem Linda gestorben Lol. ist, ja, da hat er ja am Ende der Folge das Telefon läuten hören. Und dann war die Folge vorbei. Da dachtest du erstmal, was? Ein funktionierendes Telefon? Kontakt zu anderen Menschen ist ja voll cool. Und dann war da aber seine Frau dran. Ja, Und genau. Da waren dann ja hat man mehrere, sich alle schon Tote dran, gedacht, quasi. ja, da war ja auch Shane und auch Carol, glaube ich, dran. genau, Und alle, die die dachten, er eigentlich tot wäre. gestorben sind. Und dann später, als er das, glaube ich, den anderen erzählen wollte, hat er gesehen, dass das Kabel gar nicht eingesteckt war vom Telefon. Naja. Ja, es holt ihn alles so ein bisschen ein, in dieser Das ganzen war dann auch Folge. nochmal so ein psychischer Abstieg von ihm. Wobei es danach ja wieder bergauf ging mit ihm, ne? Deswegen die Szenen, also die Folge, wo sie dann einmarschieren, da war er ja quasi wieder voll da, ne? Oder so gut wie voll da. Ich glaube, das war so symbolisch mit Shane, dass er das überwindet, weil er schießt ihn dann ja, glaube ich, und das entpuppt sich dann, dass das irgendein Soldat vom Governor war, Genau, glaube ich. ja. Naja. Das war dann so symbolisch dafür, dass er das überwunden hat, quasi. Naja, also dann haben sie ja, glaube ich, gelernt und Maggie rausgeholt und Andrew hat dann halt Rick gesehen, glaube ich, in der Szene sogar. Das Bin weiß ich. ich nicht mehr. Ich Aber weiß ich auf jeden glaube, wir Fall, können jetzt auf jeden Fall dass einen. Michonne währenddessen in Governors Haus war. Ich glaube, die hat Andrea gesucht, ne? Und dann hat die Genau. halt Penny, die Tochter von ihm, gefunden und gekillt. Und dabei Genau. ist der Governor reingekommen und dann haben die sich geprügelt und dann hat sie ihm das Auge rausgeschnitten. Mit einer Scherbe, glaube ich, vom Ja, Aquarium, genau. ne? Vom Aquarium, Ja, sie hat genau. das quasi, hat sie diese Scherbe so da reingehämmert. Ja. Ja, da ist ja auch, da ist zum Beispiel ein cooler Vergleich zu den Comics. Ja. Denn da hat sie das nicht, das Auge wohl nicht rausgestochen oder hat so einfach nur so eine Scherbe rein, sondern sie hat das Auge ausgelöffelt. Okay. Und das Das hat stelle sie ich mir lecker vor. anscheinend aber auch nicht mit einem normalen Löffel, sondern ihr kennt doch diese Eiskugeldinger. Oh! Er wendet schon auch richtig. Muss sie Hallo. wohl auch. Ich habe es selber nicht gesehen, aber das habe ich halt aus dem anderen Podcast, aus dem anderen Serientalk, da haben wir Ich darüber brauche diesen gesprochen. Comic. Ja, ich bin auch immer am Überlegen, aber das ist echt zu teuer, dieses Ja, das Ding. stimmt. Vor allem, Und wenn es da auf so viele eBay, Bände von ja. gibt. Und Ja. eBay sind sie genauso teuer. Das war schon mal jemand, ob man das irgendwie im Internet durchlesen kann. Wobei ich das bei Comics nicht sehr gerne mache. Das mache ich sowieso nicht so gerne. Das ist bei Also amerikanischen Comics auch lesen am schwer. Computer finde ich Wir nicht setzen toll. hier keine Links rein. Ja, natürlich Eigentlich sollten nicht. wir gar nicht drüber reden. Ja. Ja, im Prinzip können wir jetzt ein bisschen was überspringen von dem ganzen Kram, aber es geht jetzt ein paar Mal hin und her Außer zwischen dass dem Woodbury jetzt Gefängnis quasi und überrannt wird, ne, weil die Tore offen lassen. Das passiert ja auch. passiert das da schon? Ja. Weil als sie fliehen in dem Nebel, dann lassen die ja die Tore auf. Genau, ja, genau, Ist doch, doch, das doch, denn da schon? da kommen dann schon die Zombies. Ja, auf jeden Fall ist es doch erst noch so, dass dann auch Rick und Daggerwanne sich treffen und einen Deal aushandeln. Und zwar sollen sie Michonne ausliefern, was sie aber natürlich dann erstmal nicht machen. Ja, stimmt, weil sie ja Daryl, glaube ich, gefangen gehalten haben. Sie haben Daryl gefangen genommen, genau, und dann sollen auch Merle und Daryl gegeneinander kämpfen. Aber die können sich dann auch irgendwie wieder verpissen. Ich hab das war echt so viel hin und her da immer, das habe ich Erst gar nicht greift mehr der so. Governor ja noch das erste Mal das Gefängnis an. Genau, da fährt er ja diesen Lieferwagen rückwärts gegen durch den Zaun und lässt die Zombies einfach raus, Genau. ne? Ja. Genau. Ich glaube, das war ein Eiswagen, kann es sein? Ja, irgendwie Mit sowas. Musik am besten noch so. Ja. Was wiederum passend zu der Szene mit dem Auge war. Ja, richtig. Jetzt, wo du sagst. Vielleicht kommt das daher. Und dann ist Andrea ja noch, die war ja dann vorher kurz im Gefängnis, weil das hat die ja mit dem Governor ausgehandelt, dass die da hin will, um nochmal mit Rick zu reden, bevor das so ausartet. Und da hat Carol ja schon vorgeschlagen, dass sie ihn nachts erledigen Entführt, soll. ja. Was sie auch zuerst so
man denkt, sie will es versuchen zumindest, aber dann macht sie es ja doch nicht. Ja, wegen der Liebe. Da habe ich es ja auch wieder gehasst. Wie wurde im anderen Podcast gesagt? Die dumme Fotze. Ja, das war aber bei einer anderen Stelle. Ist egal. Stelle, ja. Das passt aber immer wieder. Ja. Man sieht aber auch an dieser Szene, wo der Governor und der Rick sich unterhalten in diesem Gebäude, ist es ja, draußen sitzen ja auch die ganzen anderen zusammen. Daryl sitzt da und spricht mit Martinez. Martinez Richtig. Ist ein Handlanger vom Governor. Mhm. Und der Herschel spricht mit dem Wissenschaftler. Und da merkt man halt so, dass die verstehen sich gut. Verstehen sich eigentlich. Aber das war so, der Jedevin hatte gesagt, das war ein cooler Vergleich, fand ich. Das kam ihm so vor wie bei den Simpsons. Ja, richtig. Springfield Shelbyville. Und Shelbyville. Es gibt immer so ein Gegenstück zu dem einen. Und ich fand, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Aber es war schon sehr klischee-mäßig, dass halt die, eigentlich könnten die Leute gut zusammenleben, aber wie du eben schon sagtest, die beiden Oberhäupter halt nicht. Mhm. Die wollen, da, vor allen Dingen der Governor will den Krieg, ja, ne, der Rick ja noch nicht mal so sehr. Vor allem jetzt, wo er die Augenklappe hat, da ist er ja sowieso der Mega-Oberpirat. Genau, ne? Als Pirat, ja. Ja, und Ende vom Lied ist dann, irgendwie können dann Merle und Daryl da flüchten und schließen sich dann auch irgendwie dem Gefängnis wieder an. Was sie zuerst ja nicht wollen, denn sie wollen Merle zuerst nicht mitnehmen. Daryl aber schon, und dann geht Daryl mit Merle mit und dann kommen sie doch wieder zum Gefängnis. Und dann lernen sie auch im Gefängnis zuerst noch Therese mit, also noch ein paar neue Leute kennen, die dann später erst richtig eingeführt werden. Denn die laufen zuerst zu Woodbury über. Das ist Therese mit seiner Schwester Sascha und noch so zwei Typen irgendwie. Und oh Gott, das ist einfach zu viel, ey. Vor allem, weil der Governor bei diesem Meeting ja auch nochmal das Ultimatum gestellt hat, dass Rick 2 Tage Zeit hat, um Michonne auszuliefern. Ja. Wenn er Michonne ausliefert, dann lässt er die alle in Ruhe. Angeblich. Ja, angeblich, ja. Dabei will er ja im Endeffekt auch das Gefängnis für sich haben, ne? Richtig. Ja. Was er aber ja am Ende total verkackt. Ne? Ja. Aber gut. Auf jeden Fall ist dann, Merle will dann Michonne ausliefern, weil sie sich halt dagegen entscheiden, Michonne auszuliefern, denn das gibt es auch in einer Folge, wird das so ein bisschen gezeigt, dass Carl sich mit Michonne anfreundet und dann entschließt Rick sich, ja, wir können die eigentlich doch nicht ausliefern, eigentlich ist es ja doch ganz okay, und dann sagt Merle, okay, ich mach das, er nimmt dann Michonne mit und will sie halt ausliefern, aber auf dem Weg dahin sprechen sie zusammen und ja, dann in einer Folge irgendwie so wird Merle dann komplett bekehrt, er lässt Michonne laufen, nimmt sich das Auto, fährt sich da irgendwo auf einem Parkplatz ein paar Zombies einsammeln, also der fährt dahin, dreht die Musik voll auf und das fand ich auch mega gut. Ja, ja, sitzt im Auto und die hat so eine Flasche Whisky in der Hand, das war eine coole Szene, wo dann die Zombies... Da war der mir sympathisch. Ja, dann war es auch ganz schnell vorbei mit ihm. Ja. Weil dann die Zombies so vom Fenster stehen bei ihm im Auto und gucken und er trinkt denen noch sowas vor, und dem Motto, ich trinke hier gerade Whisky und ihr nicht, und dann fährt er mit den ganzen Zombie-Meute hinterm Auto dahin, wo der Governor sich halt gerade aufhält. Und dann lässt er das Auto so reinrollen, springt vorher raus. Die ganzen Zombies kämpfen mit den Leuten vom Governor und der schießt auch noch ein paar Platten, wird aber am Ende dann doch getötet. Und dann kommt es am Ende sogar so weit, dass Daryl ankommt, weil er Merle halt irgendwie sucht oder auch wieder zurückholen will. Aber dann sieht er Merle, wie er halt schon zum Zombie geworden ist. Und dann muss Daryl seinen eigenen Bruder erschießen. Auch so eine mega emotionale Szene, der Merle dann als Zombie so aufguckt. Und auf einmal magst du den, ne? Warum muss der sterben? Nee, ja. Nein. Echt nicht? Nee. Ich hatte auch das Gefühl, scheiße, der war eigentlich, am Ende war er plötzlich doch ziemlich gut gewesen. Und vielleicht war es auch mehr so das Mitgefühl mit Daryl, das kann natürlich auch sein, aber... Genau, das war es bei mir. Ich dachte nur so, nein, Daryl, das schießt doch, das ist zwar dein Bruder, aber du darfst jetzt nicht auch noch abkacken da. Ja. Aber Daryl hat ja versucht, sich ja da im Gefängnis in die Gruppe einzugliedern, ne? Da hat ja keinen mehr beleidigt oder so, ja, da wollte er bei dem bleiben. Genau, Daryl ist ja ein super Mitglied geworden im Laufe der ersten 3 Staffeln von der Gruppe. In Staffel 2 hat er sich ja noch so ein bisschen abgekapselt, da wollte er seine Ruhe haben. Ja. Aber in Staffel 3 und dann Staffel 4 wird er ja einer der wichtigsten Leute da. Ne? Weil er glücklich war, dass er sein Motorrad hatte. Dem er so cool und seine Weste nicht vergessen, mit den 2 Flügeln. Will ich haben, die ist mega episch. Die muss auch mal in der Collector's Edition kommen. Ja, und am Ende von Staffel 3 ist es halt dann so, dass der Governor das Gefängnis angreift. Erst müssen wir noch auf Andrea eingehen, die von ihm gefangen genommen wird. Ach ja, richtig. Andrea will sie ja warnen, läuft dann dahin, entkommt dem Governor irgendwie so 2 oder 3 Mal, so richtig knapp. Und dann ist sie quasi schon am Gefängnis, kommt aus dem Wald raus, will Rick gerade winken. Und dann kommt der Governor von hinten, packt sie und bringt sie zurück nach Woodbury und sperrt sie halt in diesen... Zelle.
in diese, ja, Folterkammer ein. Und weil er dann rauskriegt, dass der Forscher ihm geholfen hat, bringt er den halt auch in diese Folterkammer und sticht ihn im Bauch. Und dann lässt er den so langsam sterben, während Andrea da auf dem Stuhl gefesselt ist. Ja. Wie nennt man diesen Stuhl beim Frauenarzt? Diesen Gynäkologenstuhl. Ja, genau, da war sie ja angebunden. Ja, Der aber ganz Stuhl der normal. tiefen Einblicke. Ja, Im Forscherraum. Ja, auf Ja. jeden Fall ist sie dann da eingekettet und muss dann so langsam zugucken, wie er stirbt und zum Zombie wird. Ja, Und und das hat Yetivin angesprochen und das habe ich auch genau. komplett vergessen, dass die Wie ja sie da wirklich sitzt. sich ewig immer umdreht. Die ist Ja. da, die hat da irgendwie so ein. Dieser Wissenschaftler, der Milton, der hat das ja, der hat da so eine Zange hingelegt oder so. Richtig, Der hat die richtig. da unten unter den, damit sie sich halt befreien kann. Da Und dann braucht die starrt sie erstmal den eine an. halbe Stunde, um das Ding hochzuheben. Ja. Und dann ist die am Reiben, um ihre Gurte da durchzuschneiden und guckt sich dann immer wieder zu ihm um. Und so Ja. 10 Minuten lang Aber guckt sie guckt den dann an. voll lange, ne? Ja, Ja. richtig. Und dann starrt sie auch währenddessen weiter, da macht. Nein, er wacht, hört sie kurz auf. Und ja, auf Richtig. jeden Fall war ich schon echt Dann, froh, genau. dass der irgendwann aufgestanden ist und hat sie gebissen. Sie hat zwar noch kurz geschafft, ihn da abzuwehren, aber sie wurde ja trotzdem gebissen und am Es sah Ende. ja erst so aus, als hätte sie Ja. es geschafft. Ne? Ich glaube, erst als Ja. die anderen sie retten kommen, Ja, sieht weil man, dass sie sie gebissen hat es wurde. ja soweit geschafft und war nur noch mit einer Hand angebunden. Oder was am Fuß? Ne, ich glaube an der Hand Das weiß ich. tatsächlich. An der Hand, genau. Weil mit den Füßen hat die ja die Zange hochgehoben. Ja, genau, dann mit den Händen. Also eine Hand hat sie noch gehabt. Ja, und dann kommen sie sie halt retten. Und dann ist Arschkarte. Dann liegt sie schon auf dem Boden und ist am Bluten. Ja. Ja, und dann geht es ja direkt fließend weiter mit dem Angriff aufs Gefängnis, der dann ja aber schief geht. Warum geht der denn nochmal schief? Boah. Ich muss Nee, gerade da denken. kommt kein Angriff mehr. Das ist dann erst in der vierten Staffel wieder. Nee, da ist doch der Angriff, wo sie dann dahin, wo er am Ende die ganzen Leute erschießt, oder? Nee, der bringt die ja bei sich um. Ich glaube, der will nochmal einen Angriff planen, aber die allen in Woodbury, die übrigen Leute von ihm, die wollen nicht mehr mit und dann bringt er die halt einfach um. War das nicht so? Ja, genau, Nee, ja, doch, genau. nein. Ja, dann war er zuletzt, dann war er am Ende nur noch, glaube ich, nur noch zu fünft oder so, glaube ich. Dann hat Genau, nur und die noch. fahren dann halt weg, weil die zu wenig Ja, sind. Das habe ich hier stehen. The genau, und governor die. reaches his army and orders them to go back to the prison and fight. They refuse to fight and the governor kills everybody at cold blood. Weil die finden die dann ja alle auch an der Straße. Ja. Am Straßenrand, genau. Und dann, die sind ja dann, glaube ich, zu diesem Graben gefahren, wo die ganzen Zombies da so eingesammelt worden sind. Also zwischendurch. War es nicht da? Ich guck gerade, ich lese gerade mal selber hier. Im Gefängnis räumt die Gruppe alles zusammen und verlädt die Sachen auf Fahrzeuge. Es entsteht der Eindruck, dass sie wegfahren wollen. Währenddessen kommt es zu diversen Aussprachen zwischen einzelnen Mitgliedern der Gruppe, bla bla bla. In Woodbury bereitet der Governor einen Großangriff auf das Gefängnis vor, wobei sich aber Therese und Sascha entschließen, nicht mitzumachen und die restlichen Bewohner bewachen wollen. Der Angriff beginnt mit mehreren Fahrzeugen und schweren Waffen, also greifen sie doch an. Ja, das habe ich nämlich auch noch so im Kopf. Ich dachte, das ist schon vierte Staffel, wo er mit dem Panzer Nee, nee, angetastet. das kommt ja an der vierten dann. Der greift doch nicht dreimal Anschließend, das Gefängnis an, oder? doch, am Anfang einmal nur mit diesen komischen Zombies, da greift er ja nicht wirklich an. Und am Ende von Staffel 3 greift er ja an. Das Ganze wird aber dann abgewehrt. Und der Angriff beginnt mit mehreren Fahrzeugen und schweren Waffen. Anschließend dringen die Angreifer allerdings ohne Gegenwehr in das Gefängnis ein. In Woodbury kann Milton, bla 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 bla. Im Gefängnis dringen die Angreifer in die dunklen Gänge vor, bis sie plötzlich auf Sprengfallen und Beißer treffen. In heller Panik und unter Beschuss durch Maggie und Glenn, genau, verlassen die Angreifer fluchtartig das Gefängnis, verfolgt von dem wütenden Governor. Ach stimmt, wo Die der Gruppe um Governor, Rick hat sich im Wald versteckt, wo ja, Carl einen geflüchteten. dort, wo der Governor von hinten angreifen wollte, wo das eingestürzte Gebäude war. Ach, was Therese Wo, denen gesagt hat, ne? Weil die da rüber genau. reingekommen sind. Ja, genau. Glenn Das war hat die doch Szene. dann gegen Ende Maggie auch noch einen Antrag gemacht, gell? Das hat er ja mittendrin irgendwann, glaube ich, gemacht. Da hat er ja Ja. noch einen Zombie Ja, den den, Finger genau. abgeschnitten Das und fand den ich Finger auch recht bekommen. amüsant. Als der, kein Ring da. Oh, da ist ja einer. Auch aus ihrer Sicht ist es natürlich eine sehr nette Geste, den gebrauchten Ring da von diesem Zombie zu bekommen. Sie fand's romantisch. Ja.
Was man nicht alles für die Liebe tut. Ja, ein Zombie den Finger abschneiden. Das ist ja so wie bei Scrubs, als Turk mal Carla diesen tollen Kugelschreiber geschenkt hat aus der Arschkiste. Kennt ihr die Folge? Ja. Kenne ich gar nicht die Folge. Da hat er gerade von hinten angegriffen. Wo wir wieder bei der Arschkiste wären, ne? Ja. Von hinten angegriffen. Ja. Auf dem Rückweg, als er dann die Leute noch motivieren möchte mitzumachen, sagen sie alle, nein, wir machen das nicht, das ist ja Selbstmord und so. Und dann finde ich auch geil, haben sie geil gemacht, wie er dann da durchdreht, wie er quasi nur rot sieht und einfach alle wahllos da abballert, außer irgendwie Martinez und den Schwarzen von ihm da, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ja, und dann Karen, das ist ja auch ein neuer Charakter, der nochmal ganz kurz so eine Rolle spielt. Die kann sich halt retten, beziehungsweise sie kann sich verstecken, weil sie unter einer Leiche liegt. Und dann kommen Rick am Ende, die wollen dann halt den Governor endgültig in Garaus machen und wollen nach Woodbury fahren, finden aber auf halber Strecke halt diesen Konvoi mit den ganzen Leichen und finden dann Karen, die denen erzählt, was passiert ist. Und dann holen sie am Ende mit einem Bus die ganzen Leute aus Woodbury ins Gefängnis. Das ist so das Letzte, was man sieht. Genau. Die Gruppe kehrt mit Therese und den verbleibenden Bewohnern von Woodbury zurück ins Gefängnis. Das ist auch so der Schluss dann von Staffel 3. Ja, und da war ich erstmal froh, dass Staffel 3 vorbei war. Weil das so war mir dann teilweise, wie ich auch eben schon gesagt habe, zu sehr hin und her gezogen und zu lang. Und das hätte man alles ein bisschen... Nicht viel, das sind ja 16 Folgen, das hätte man, keine Ahnung, auch auf 12 machen können. Dann hätte man auch noch alles gut reinbekommen, aber hätte wirklich ein paar Sachen einfach weglassen können, wie ich finde. Das also, war auch ein bisschen durcheinander. Man hätte ein paar Sachen auch öfter mal, so wie du auch schon gesagt hast, anstatt eine Szene aufzusplitten und später die nächste Hälfte der Szene zu zeigen, ein bisschen mehr aneinander lassen können, damit das nicht ganz so durcheinander ist. Was fand ich in der zweiten Staffel wesentlich schlimmer. Das Ganze mit Sophia, dann die Dreiecksbeziehung, nicht sonst noch alles. Dann Dale und Andrea. Rick. Ja, alles hin und her ständig. Ja. Echt? Das fand ich schlimmer. Also die zweite, finde ich, ist die schlechteste Staffel von allen. Echt? Ja, hast du die einfach. Mich auch die ganze Zeit nur auf diesen scheiß Bauernhof. Ey. Ging vor allem, weil ich dann noch aus dem Walking Dead Spiel die Episode an der Scheune auf dem Bauernhof, was mich immer so dran erinnert hat. Und die ist ja wesentlich geiler. Ja, genau. Ja gut, okay, das ist ja was ganz anderes. Ja, aber das habe ich dann immer so im Hinterkopf und dann denke ich mir, ja, das hätte man eigentlich viel geiler machen können. Aber auch so mit derselben Story, das war einfach... Ja gut, das, was halt auf dem Bauernhof bei diesen Telltale-Spielen da passiert, das kommt ja dann wahrscheinlich jetzt in Staffel 5 so ungefähr, ne? Meinst du, das kommt nochmal vor? Ich weiß nicht, ist das überhaupt aus den Comics? Nee, ich meine von dem Spiel. Ja. Das nochmal. Ja, das hat mich jetzt auch verwirrt. Nochmal, ja. Das aus dem Spiel, aus dem Bauernhof, das geht doch da um die Kannibalen. Ja. Und ich denke mal, das kommt jetzt in Staffel 5 halt, ne? Dass sie da irgendwie drauf eingehen. Nee, das ist ich glaube nicht, dass das Kannibalen sind. Nee. Aber wir reden jetzt über Staffel 4, also im Spiel Tentel, das ist ja unabhängig. Das war ja nur irgendwie die erste und die zweite Episode von Staffel 1. Als andere ist das unabhängig. Nein, ich meinte ja so die Thematik, glaube ich. Genau, das, was halt da auf dem Bauernhof bei den Telltale-Spielen passiert, ist ja, wir spoilern sowieso die ganze Zeit, warum nicht auch da. Ja. da sind ja Kannibalen. Ne? Ja, genau. Und ich denke mal, dass sie das mit diesem Kannibalismus jetzt in Staffel 5 umsetzen, weil Terminus, wo sie jetzt angekommen sind, das sind Kannibalen, 100%. Ja, laut den Comic. Ja, dann wird es auch jetzt in der Folge, in der Serie wahrscheinlich so sein. Aber gut, wir haben Staffel 3 beendet, würde ich sagen, ne, bevor wir dann noch mehr erzählen. Ja, Staffel 4 dauert ja auch noch ein bisschen. Ja. Wir sind schon ziemlich lange dran. Was mir nichts macht, seid ihr noch fit? Sind noch alle da? Stimmt. Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Ich nehme gerade mein Statement zurück, ich finde die vierte Staffel am schlechtesten. Echt? Ja. Also ja, auf jeden Fall, allein wegen der zweiten Hälfte. Ja, okay, der war natürlich, ja, kommen wir jetzt. Ja, Staffel 4. Dann gehen wir mal über zu Staffel 4. Mensch, wir ähneln uns so sehr, Thomas, Mensch. Ja, wir gehen ja auch zusammen in den Wald, ne? Da ist Baujahr sogar, ey. Dann geht's los mit der Arschkiste. Im Wald, wunderbar. Staffel 4 fing super an. Also ich war echt froh, dass da, Staffel 4, da gab's keine blöden Charaktere mehr. Andrea war tot. Stimmt. Lori war hinüber, Shane war nicht mehr da. Der Einzige, der noch ein bisschen genervt hat, war halt Karl. Weil, ne?
Ich finde Karl jetzt nicht mega schlimm, aber er nervt halt manchmal, aber es ist jetzt kein Hasscharakter oder so, von mir zumindest. Das wird und, man merkt, man sieht halt am Anfang schon so, dass das Gefängnis sich ziemlich verändert hat. Die ganzen Leute aus Woodbury sind da, da sind jede Menge Leute, sie grillen da oben auch irgendwie. Ne? Ja, es wirkt jetzt wie Woodbury quasi, ne? Genau. Weil alles so und unten sieht man ist. So, dass halt Rick da so ein bisschen alles an Gemüse anpflanzt und sie haben auch Schweine mittlerweile und es gibt direkt Hühner auch. Ja, Hühner auch schon. Und sie haben auf jeden Fall, gibt es am Anfang eine coole Szene, da ist halt so am Barbecue, sag ich mal, da ist ein Junge, wie heißt denn der noch? Der mit der Brille? Genau. Keine Ahnung, also für mich sieht das immer der eine Charakter aus von Simpsons. Ja, wie Milhouse. Milhouse. Ja, genau. Sieht aus wie Milhouse. Der Milhouse aus The Walking Dead. Und der ist halt am Anfang, steht der neben Daryl so am Grill und ist dann so, ja, Mr. Dixon, ich finde das so toll, was Sie machen, darf ich Ihre Hand schütteln? Und dann leckt Daryl sich noch so die Finger ab, weil er halt gerade irgendwie davor so ein Hähnchen gegessen hat und haut dann so voll mit dem ein. Das fand ich eine super Szene. Weil ich hatte das nicht erwartet, dass Daryl ihm wirklich so jetzt die Hand gibt. Ich dachte eigentlich, der ist so ein bisschen zurück und nickt nur und geht dann. Aber er legt sich die Finger neu ab und schlägt dann voll mit dem ein. Fand ich super. Deswegen ist er der Coolste. Ja. Diese Hand werde ich mir nie mehr wieder waschen. Genau, so ungefähr. Solltest du aber. Dann haben wir Carol, die halt mega krass geworden ist in Staffel 4, was ich total kacke finde. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich es verstehen, dass sie so abhärtet. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt doof. Und sie ist eigentlich dafür da, um die Kinder zu unterrichten und die zu betreuen. Aber in Wirklichkeit bringt sie ihnen bei, wie man halt überleben. Zombies tötet, wie man überlebt, wie man Waffen benutzt und wie man am besten ein Messer in den Kopf von einem Zombie reinjagt und so. Und ja, verständlich, fand ich aber am Anfang ziemlich krass, fand ich nicht so gut. Aber fand ansonsten. Voll gut. Ja? Ich habe ja auch schon vorher gesagt, naja, muss man halt. Die sollen ihren Kindern beibringen, wie man mit Waffen umgeht. Rick soll Karl gefälligst zeigen, wie bedient man eine Waffe, wie reinigt man die und hält die in Stand? Ich meine, das ist eine scheiß Zombie-Apokalypse. Das ist überhaupt keine Frage, ob ich mein Wissen meinen Verbündeten weitergebe. Ja, aber in der Szene war es das. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Ja, das vielleicht schon, aber ich denke immer noch so, was ist, wenn das irgendwann mal vorbei ist? Falls sie doch wirklich die Welt retten, irgendwie. Dann schadet ihnen das Wissen auch nichts, aber solange es nicht vorbei ist, sollten die wissen, wie man einen Abzug betätigt. Na gut, aber ja, dann gut. Aber ich meine, es Molde von hirnlosen Killern da rumlaufen, die. Also ich kann diesen Zwiespalt da schon verstehen, den es da so gibt in dieser Serie, mit Rick, der da halt versucht, Karl vernünftig zu erziehen und dass er das nicht macht, aber Carol, die dann doch versucht, das Überleben beizubringen und so, ist schon so ein zwiegespaltenes Ding. Ne? Deswegen also, das ist unrealistisch. Es sind Amerikaner, da hat jeder 12-Jährige eine Waffe. Ja, aber ich fand es zum Beispiel so, in der ersten Folge, kann mich ganz genau erinnern, war irgendwo Normalität eingetreten, weißt du? Ja. Und dann heißt es jetzt nicht, der Governor war jetzt besiegt. Also eigentlich besiegt und da gab es keine Bedrohung außer die Zombies und die Zombies hatten ein System, hat sie alle fernzuhalten, aber in diesem Gefängnis war Normalität, das war eigentlich, da hat kein Zombie mehr was zu suchen oder musste man nur noch überleben oder so, darum ging es gar nicht, man hat einfach Normalität, man lebt halt, ne, ich meine, die hatten ja ihren ganzen Hof da, keine Ahnung, voller Stände aufgebaut, also hier Barbecue-Stand und sowas, weißt du, die haben sich eigentlich mit der Außenwelt absolut abgekoppelt schon. Und ich hätte es eigentlich cool gefunden, also ich hätte ruhig jetzt eine ganze Staffel gucken können, wie sie nur da in dem Gefängnis leben. Wie sie ihm ab und zu auf so eine Tour. Ja, okay, wäre ein bisschen übertrieben, aber ich fand das cool, so dieses Ding. Ja, hätten sie das Gefängnis wenigstens vernünftig verbarrikadiert und das wirklich entwickelt, dann hätte ich das gut gefunden, weil beispielsweise die hatten ja erst einen Zaun, dann hatten die noch einen Zaun und dann hat ja erst dieser Hof angefangen. Ja. Diesen ganzen Zwischenbereich hätten die eigentlich mit toten Zombies zupflastern können. Das wäre. So eine Mauer hochbauen wie Attack on Titan. Ja, quasi. Nee, aber das gab es ja auch im Videospiel, da diese Uni in der letzten Episode, die war ja auch von so einer Wand von Zombies abgeschirmt. Ja. Und das ist halt, wenn die nicht riechen, dann würden die ja nicht mal sehen. Das wäre auch wieder so eine Abschreckung. Ja, stimmt, ja. Vor allem, wenn da alles mit Zombies voll liegt, dann wäre auch der Zaun nicht umgekippt. Ja, stimmt. In der vierten Staffel haben dann ja. Ich sehe schon.
wenn mal ein Zombie-Apokalypse ausbricht, dann ziehst du bitte nach hier. Ja, oder du, ja, ich zieh besser zu dir. Bei dir gibt es weniger Menschen. Genau, hier ist auf dem Land. Aber genau, dann hat man auch gesehen, dass das Gefängnis halt sich ein bisschen verändert hat, dass die zum Beispiel um den Gefängnis so extra, keine Ahnung, wie nennt man das, so aus Holz hatten sie extra so Speere oder Stützen, keine Ahnung. Ja, ja. Stützen, ja, so Stützen gebaut und haben dann auch die ganzen, die ganzen Zäune nochmal unterstützt. Ja, unterstützt, ja genau, also ja, aber mit nicht den Halt. Gut, ne? Ja. Ich finde aber auch diese Fallen geil. Das haben wir nicht erwähnt, in der dritten Staffel war das, wo die ja nochmal zurückgefahren sind in die Stadt von Rick, um die Waffen zu holen und dann nochmal auf diesen Morgan getroffen sind. Nee, ne? Genau. Und der hatte ja so Fallen vor seinem Haus, so quasi so Holzigel, wo der dann in der Mitte quasi so ein Vogelkäfig mit einer Ratte drin oder so. Und die Zombies wollten den fressen und sind dann da immer so reingelaufen und haben sich selber aufgespießt. Das haben die vor ihrem Tor ja auch. Ich finde die Dinger voll genial. Ja, einfach nur gut, ja. Ja. Es gibt auf jeden Fall in Staffel 4 auch nicht mehr nur den Rick, der entscheidet, sondern es gibt jetzt den Rat. Und der Rat besteht aus Herschel, aus Glenn, ich glaube auch aus Maggie. Maggie? Weiß ich jetzt nicht. Ja, Glenn und Maggie sind so Brangelina quasi, so eine Einheit. Aber es wurde nur kurz eingeblendet, dass sowas existiert. Ja, was heißt kurz eingeblendet? War ja nachher auch wichtig, wie der Governor nochmal angreift. Ups, jetzt habe ich das schon verraten, aber egal. Ja, auf jeden Fall herrscht momentan so ein normales Leben da so ein bisschen. Sie gehen dann wieder auf Patrouille und Michonne ist auch noch da. Michonne ist aber immer noch unterwegs und sucht den Governor, weil sie weiß ja, dass er überlebt hat. Und sie kommt ab und zu mal wieder gucken und dann ist sie wieder weg und so. Und am Anfang der Staffel bricht halt so eine Seuche aus. Man sieht schon zwischendurch, wenn Rick so auf den Zaun guckt, dann sieht man ab und zu Beißer da draußen stehen, denen Blut aus den Augen läuft, ne? Ja. Ja, und da denkt er schon so, irgendwie sehen die anders aus. Was ist da los? Und dann ist es so, dass dieser Patrick heißt der Junge übrigens, habe ich gerade hier gelesen. Mhm. Patrick. Milhouse. Patrick Milhouse, genau. der hat halt, der hustet, ne? Der ist halt krank oder was auch immer. Ja. Und irgendwann bricht er nachts unter der Dusche zusammen und steht dann halt auf zum Zombie. Ne? Und das ist halt so eine Lungenseuche oder sowas, die dann um sich geht. Und dann nach und nach die ganzen Leute da befällt. Weil sie sich wieder zu sicher gefühlt haben. Türen offen gelassen, alles, ne? Nicht mehr mit gerechnet und dann Arschkarte. Ja. Und dann kommt es irgendwann so weit, dass Carol, die denkt sich, so viele Leute, die hier rumhusten, das ist alles eine Bedrohung. Und dann bringt sie eiskalt zwei Leute um. Ja, erstmal werden die ja in Quarantäne gebracht, oder? Quarantäne? Ja, dann das noch nicht, das kommt erst später. Und das danach? Ja, sie bringt halt am Anfang, da ist dann Karen. Ja, ja. Karen hat sich übrigens mit Therese zusammengetan, die sind so ein bisschen ein Techtelmechtel. Und Carol beschließt dann halt, die zwei Leute, die so extrem krank sind, einfach umzubringen. Das weiß man am Anfang noch nicht. Man sieht halt am Anfang nur, dass die zwei Leute tot sind, die wurden verbrannt. Und später findet man dann heraus, dass Carol das war. Sie wollte halt vorbeugen. Und daran sieht man auch schon, dass Carol wirklich komplett knallhart geworden ist. Und eigentlich so nicht mehr in die momentane Gruppe reinpasst, weil das halt voll übertrieben war. Ne? Wobei es am Ende natürlich wieder gut war, weil hätten sie direkt daran gedacht oder hätten direkt alle so gedacht, dann wäre das alles nicht passiert. Aber gut, ist halt. Ne? Aber wie heißen nochmal die Kinder? Achso, wie heißen eigentlich diese Kinder, diese drei anderen, diese drei Mädels? Weil mir fällt gerade ein, die haben ja... Lizzie ja, heißt keine Ahnung, ich mag die nicht, weil die haben ja auch am Anfang der Staffel 4 dann nach der ganzen Zeit mit den Zombies rumgespielt, ne? Ja, die eine zumindest, weil die... Ja, die eine. Ja, Lizzie. Ja. Lizzie und Mika. Ja, genau. Beide Schwestern. Ja, genau. Halt, den haben den Zombies Namen gegeben und dann haben sie versucht, mit denen irgendwie, keine Ahnung, mit denen zu spielen oder so. Ja, das war ja immer nur Lizzie, weil Mika sagt ja selber über die, dass die ein bisschen komisch im Kopf ist. Ja, man sieht das ja auch schon, als sie da irgendwie wieder so einen halben Anfall bekommt, dann sagt Mika immer zu ihr, oder ihr Vater am Anfang, der lebt ja am Anfang auch noch, guck die Blumen an und denk an was Gutes und atme. Und so ein bisschen autistisch. So. Genau, so ein bisschen so Autist. Und das ist ja auch später ziemlich krass, wie sie dann da im Garten fangen spielt mit diesem Zombie. Oh ja. Die Gefahr, da geht's ja richtig ab dann nachher. Wir halten fest, es gibt kein gescheites Kind in der ganzen Serie. Ja. Außer das Baby. Ja, genau. Ja, dann. Eigentlich könnten wir den
Jetzt haben wir es doch voll gut Pokémon spielen, sich gegenseitig bekämpfen lassen und wie im gegenseitig kämpfen ersten. würden. Nee, nicht cool, nicht Im cool. ersten Pokémon gab es ja auch angeblich, also gab es nicht wirklich diesen Zombie da Ja, es wurde von Spieletipps verbreitet. Das stimmt Ja. nicht. Ach, ich weiß welches, das Easter Egg, ja, ich weiß welches du meinst. Dieses, nee, Ja. das ist glaube ich nicht echt. Nee, ist es auch nicht. Das ist ein Egal. Fan-Mythos. Auf jeden Fall bricht halt irgendwann diese Mega-Seuche da aus und mehrere Leute werden infiziert und dann beschließt der Rat, diese Quarantänestation einzurichten. Und Herschel findet halt raus, dass vor allen Dingen junge oder jüngere Leute befallen werden von dieser Seuche und er da eigentlich als Älterer nicht immun ist, aber halt dann nicht so die Gefahr in Gefahr ist, das zu bekommen, diese Lungen, keine Ahnung, Lungenembolie, keine Ahnung, was das ist. Das ist eine Grippe, so ist Ja, eine das ist Grippe. irgendeine Grippe, genau. Und Schweinegrippe, das stellen die dann ja fest, weil die diesen indischen Arzt dabei haben, der ja auch neu ist. Und ja, der der stellt ja braucht. fest, dass der diese Anzeichen schon vor der Apokalypse gesehen hat und dass das von Schweinen und Vögeln früher verbreitet wurde. Ja, deswegen, Ja. genau, da gibt es auch eine Szene, wo dann Rick die Schweine so anguckt und denkt, das könnte ja daher kommen und so. Nee, das Schwein war krank schon, war schon bereits krank. Genau, und das Schwein war ja auch krank, genau. Ja, und in dieser Quarantänestation, da werden halt alle möglichen Leute untergebracht. Und da gibt es ja eine Folge, das ist so das Herschels Folge, weil er dann so als wie der, wie sagte der Rott, als der Rock, Jesus, der irgendwas. Jesus da rumrannte Ja. und hat dann alle Leute irgendwie geheilt und ihnen geholfen da. Und Glenn ist auch infiziert von diesem Ding und Sascha auch. Und die sind auch in dieser Quarantänestation. Und dann versucht er mit den beiden, die sich quasi selber schon nicht mehr auf den Beinen halten können, da alle Leute zu verpflegen, versorgen und so. Und ja, irgendwann kommt es halt dann zu der Katastrophe, dass in dieser Quarantänestation auch die Leute sterben und dann zu Zombies werden. Ja, und dann geht es natürlich da richtig rund. Und da war auch eine Szene, da habe ich echt gedacht, jetzt sterben sie alle irgendwie. Da hätte ich fest damit gerechnet, dass Glenn stirbt. Nee, Dadurch nicht sind ja Glenn, die Herschel. ganzen Gerüchte entstanden. Ja. Also nicht, dass Glenn stirbt, das habe ich eigentlich nicht gedacht, sondern dass Herschel stirbt, so war's. Wobei Ja. Glenn ja sogar tot war, ne? Die haben den ja wiederbelebt. Ja. Das war ein Schock für die Fans. Ja. Ja, ich fand's auch kacke. Also Glenn ist so, finde ich super. Ist ein super Typ. Deswegen fände ich es sehr schade, Wobei wenn er er. am Anfang cooler war. Ich finde, jetzt ist er ein bisschen so ein Pantoffelheld inzwischen. Also Findest du ja. ich kann es nachvollziehen, aber er ist ja jetzt so vollkommen auf Maggie fixiert. Das siehst du dann später in der vierten Staffel auch, wo er Ja. Maggie hinterherläuft. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, ich würde es genauso machen, aber vorher war er halt so lockerer, ein bisschen lustiger auch, aber jetzt ist er halt so todernst. Ja, knallhart, Ja. Fehlt so ein bisschen, weil ja. wir keinen wirklich lustigen Charakter da drin haben. Ja. Auf jeden Fall könnte dann diese Seuche so ein bisschen abwehren irgendwie und sie schaffen es dann auch, Medikamente zu besorgen. Ah, das Einkaufszentrum fällt mir da noch ein. Ganz am Also, Anfang mit dem am Hubschrauber und Anfang. Dort oder Flugzeug. Ja, genau. Wo Das das war nämlich auch ziemlich war. cool. Oh, die war heftig. Alter, wo die. Ich keine Ahnung, wie die auf die Idee gekommen hat. Aber als sie in dieses Einkaufszentrum war, war ja die Decke total eingeweicht von, keine Ahnung, vom Wasser und Regen. Die ganzen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Decke war ja irgendwann eingeweicht und irgendwann kamen die ersten Zombies übers Dach und plötzlich sind sie von der Decke runtergefallen, ey. Die Frage ist, wie kamen die Zombies aufs Dach? Ja, keine Ahnung. Vielleicht waren die davor schon auf dem Dach. Vielleicht waren die alle in dem Helikopter drin. Aber es waren richtig viele, also. Das waren Ich abnormal weiß. viele, ey. Echt, wo ich die Szene gesehen hatte, oder den dachte ich, fuck, ey. Wenn ich da drin wäre, ich wüsste nicht, was ich mehr machen sollte, ey. Wo plötzlich Zombies aus den Decken da runterfallen, ey. Das war dann eh so heftig, wie Bob dann noch unter seinem Alkoholregal da stecken Ja. geblieben ist. Da habe ich mir auch Ja. direkt gedacht, oh ne, jetzt auch noch ein Alkoholiker. Ich hasse ja Ja, Alkoholikerfiguren. ich hab den da einfach nur noch gehasst, ey. Ja. Er hat sich nur versucht zu retten wegen Alkohol, ey. Bob oder so, ne? Ja. Ja, genau. Und nur wegen ihnen ist es überhaupt passiert, dass irgendwie da dieser Unfall passiert ist, dass die Zombies irgendwie da runtergekommen sind. Hat It's er irgendwie. raining man. Hallelujah. Quasi. Ja. Ja, das war es erstmal so weit dann mit dieser Seuche. Ne? Und die war dann ja auch relativ schnell. Also, das Ganze hat irgendwie 5 Folgen gedauert, ja, Ja, die glaube ich. ganzen Statisten, die am Ende der dritten Staffel dazugekommen sind aus Woodbury, die mussten wieder abgehandelt werden Ja, und richtig. danach war wieder gut. Ja, und dann kam wie aus dem Nichts, am Ende der 5. Folge war es, glaube ich, sieht man dann
am Gefängnis jemanden stehen und die Kamera zoomt dann so rum und dann steht da wieder der Governor. Das haben wir in einem anderen Podcast ja auch angesprochen, dass der richtig viele solche Auftritte hat. Ne? Genau, immer diese, dass er da steht und dann guckt der Böse in den Himmel und die Kamera fällt auf sein Gesicht nahezu und dann kommt Musik. Der ewige Knievel. Moment, war er da ein Zombie? Nein, nein. Nein, da kam er mit einem Panzer an. Ja, erstmal noch gar nicht. Erstmal stand er nur da und hat geguckt. Ah, okay. Und dann kam in den nächsten beiden Folgen, kam dann ja nochmal die Zusammenfassung, was der Governor so getrieben hat, nachdem die Leute da geballert hat. Langweilig wie ja. Also es war okay, aber es war absolut Filler, ne? Also es ist so wie bei den ganzen Animes hier, Naruto und One Piece, wenn der zu nah an den Manga drankommt, an die Vorlage, dann müssen die ja irgendwelche so Zwischengeschichten einbringen. Und so kam mir das auch vor, weil es war völlig unnötig. Hätte man locker auf eine reduzieren können, aber das sowieso. Hat er halt eine neue Gruppe kennengelernt und hat seine. Ich meine, die haben das natürlich auch genutzt, um die anderen Figuren davor zu stellen. Ja, ja. Das war natürlich mit der Frau und dem Kind relativ wichtig. Ja. Die eine, die Schwester, die überlebt dann ja auch und bleibt dann ja auch. Da fällt mir gerade was ein mit diesem Kind, da kommt man dann auch jetzt gleich zu. Auf jeden Fall ist dann der Governor, trifft eine andere Gruppe im Laufe der Zeit und er kann sich dann da irgendwie als Anführer wieder einschleimen. Der bringt die anderen, unter anderem Martinez, seinen alten Kollegen da, den bringt er dann irgendwie um. Und er hat dann einen so einen bekloppten Panzerfahrer da, den er dann überredet, für ihn zu kämpfen. Und er wird dann quasi seine neue rechte Hand. Und der Governor wird der Boss von dieser neuen Gruppe, wobei das ja eigentlich normale Leute sind. Und er überredet die dann halt irgendwie, das Gefängnis anzugreifen. Er sagt, die haben uns vorher die ganze Zeit fertig gemacht und die haben unsere Leute umgebracht, einfach so, wobei es ja gar nicht so stimmte. Und die haben dann gesagt, okay, dann gehen wir da mal hin. Ja, dann bringen wir die mal um. Ne? Ja, die hat das ja noch nicht mehr. Hat dann nur gesagt, im schlimmsten Fall kommt der Panzer zum Einsatz, was für ihn schon sowieso klar war. Ne? Die sind mit dem Panzer hingefahren. Ja. Ich rede auch immer mit dem Panzer. Ja, ja. Und, aber was ich noch meinte, dann ist ja die Frau mit diesem Kind, die bleibt dann erstmal weg. Und das ist auch eine Szene, da dachte ich mir, was ist das für ein Unsinn? Die parken dieses Wohnmobil irgendwo in der Pampa an einem See oder an einem Fluss. Und sie sitzt auf dem Dach, das ist sowieso, das würde ich ja niemals machen. Das Kind sitzt so, keine Ahnung, 40 Meter von diesem Wohnmobil weg und spielt im Matsch. Und die Mutter sitzt auf dem Dach mit einem Fernglas oder was sie da hatten oder sitzt auf jeden Fall auf diesem Dach und guckt auf den Fluss, wo sowieso eigentlich nichts langkommen kann. Ja. Und wenn was langkommt, dann sieht man es direkt, wenn man nur mal ganz kurz hinguckt. Und von hinten, wo sie quasi den Rücken hat, da ist Wald, da könnte andauernd irgendwas her. Das fand ich so sinnfrei, diese Szene. Vor allem das Kind ruft auch die ganze Zeit, guck mal Mama, hier das Schild und so. Und die hat sich nicht einmal umgedreht. Ja, ja. Weil dann kam ja ein Zombie durchs Wasser irgendwie. Ist der nicht den Abhang runtergerutscht? Nee, der kam dann durchs Wasser irgendwie, ist aber dann irgendwann im Wasser halt weggetrieben worden, weil er nicht durchkam. Okay. Ja, und das Kind buddelt halt dann so ein bisschen. Und unter der Erde ist ja, glaube ich, irgendwie so ein Zombie. Ja, so ein Matsch war da halt. Ein Matsch da. Und der kommt dann da raus und beißt das Kind. Das habe ich auch gedacht, was für ein Schwachsinn. Da saßen wir auch oben, meine Frau auch so, das gibt's doch gar nicht. Guck doch mal da hinten, was dein Kind da macht, du blöde Kuh. So, ich dachte, das hat sie zu dir gesagt. Guck mal, was dein Kind da macht. Ein Fall für das Jugendamt. Ja, ich stehe. Jo, und dann geht halt auf jeden Fall in dieser Folge, die war dann ja wieder ziemlich krass, die 8. Folge, kurz vor der Mid-Season-Pause. Dann war halt der letzte Angriff und auch der letzte Angriff aufs Gefängnis mit dem Panzer und mit den ganzen Leuten und der Governor nimmt vorher Herschel und Michonne gefangen, führt sie dann vor, sodass die Leute aus dem Gefängnis rauskommen und verhandelt dann so ein bisschen mit Rick und dann sagt er am Ende aber nur so, weil Rick dann sagt, wir könnten hier doch zusammenleben und bla und geht doch alles irgendwie und dann sagt der Governor nur, Lügner und haut dann voll mit dem Katana von Michonne Herschel den Kopf ab. Mhm. Zumindest erstmal nur so halb. Ja, das ist ja auch. Und richtig dargestellt, ne? Kamera hält die ganze Zeit drauf. Ja. Der fast kopflose Nick. Ja. Aber es ist wieder so: in der zweiten Staffel war es Dale, der diesen Jesus-Charakter hatte, musste sterben. Mhm. Und jetzt war es ja wieder Herschel, ne? Ja, klar, also, der wurde vorher extrem gepusht, was das gerade angeht. Ja. Damit man schön auf die Tränendrüse drücken kann. Aber in der Comic-Vorlage ist jemand anders gestorben. Da ist Dale gestorben, ne? Nee, ich glaube, da ja in der Comic-Vorlage ist, glaube ich, Tyrese, glaube ich, gestorben. Ein Schwarzer weiß ich nicht. Ich glaube, Tyrese bleibt, weil der in der Comic-Vorlage irgendwie der beste Freund von Rick sein soll oder so. Ja. Wer ist denn da gestorben in der Comic-Vorlage? Ich meine, es war Dale. Dale, weil der Dale auch das Bein abbekommen hat. Ja, der bleibt in der Hörschel.
Ja, aber keine Ahnung, mit dem Comic, da, wie gesagt, das sind nur Sachen, die ich so irgendwo mal aufgeschnappt habe. Das müssen wir irgendwie nochmal alle lesen und dann extra machen Podcast noch, für machen. Genau. Walking Dead Comic Podcast. So teuer. Die DVDs sind teurer, vor allem die erste Staffel, dafür, dass da 6 Folgen drauf sind. Die Staffel 1? Okay, es gibt jetzt die normale und dann eben die Uncut-Version. Staffel 1. Ja, aber beide kosten viel zu viel. 15 Euro oder so, oder? Ja, dafür, dass da 6 Folgen drauf sind. Das ist so wie bei Game of Thrones. Da sind auch 12 Folgen drauf und die kosten 10. Schweinegeld und die werden nicht billiger. Ja, okay, Staffel 1 kriegt man für 10 Euro mittlerweile gebraucht. Gebraucht, wer kauft den gebraucht für 10 Euro. Ich kaufe mir Serienstaffeln neu für 10 Euro. Ja. So, ja, wie gesagt, dann war das das Ganze mal hier. Wir sind schon, wie lange sind wir dran? 2,5 Stunden? Oh mein Gott. Ja. Panzer. Dann ist halt, da geht halt dann das Gemetzel da los. Rick kämpft gegen den Governor, wird da ziemlich krass vermöbelt. Die ballern von oben auf die Leute nach unten, von unten nach oben. Und der Governor haut erst noch Herschel richtig den Kopf ab. Da sieht man ja auch eine Szene, wo dann Herschel quasi nur der Kopf da liegt und dann die Augen aufgehen, dann ist quasi nur der Kopf von Herschel ein Beißer. Das fand ich auch voll assi. Naja. Dann kommt ja irgendwann, irgendwie kann Michonne sich ja befreien oder sie wird halt laufen gelassen, glaube ich, ne, weil dann ja die Panik bei den Leuten da ausbricht. Und dann nimmt sie sich ihr Schwert wieder, bringt dann auch Herschel um. Ne? Erst den also, Governor. Haut den, ja genau, sie geht dann erst hin und der Governor ist kurz davor, Rick umzubringen. Er wirkt ihn ja und er hat ihn richtig übel zugerichtet. Ja, und dann kommt zum Glück Michonne, rammt ihm von hinten das Katana durch, dem Governor. Und das war schon mal, da fand ich das super. Ja, ne? Michonne ist die Geilste. Da hab ich mich voll gefreut. Und dann, als ich das gesehen habe, bin ich von meinem Sofa aufgestanden und hab geklatscht. So, Gott sei Dank. Ja. Und der war erstmal noch nicht tot. Der lag ja da, war so halb am Verrecken und dann kam auch die, zwischendurch kam ja auch mal seine Frau da, die neue, mit dem Mädchen auf dem Arm an, was ja tot war. Und sie hat am Ende dann ja auch den Governor komplett umgebracht. Ne? Der Governor hat aber das Mädchen einfach so skrupellos auch erschossen, ne? Bevor ja, genau. Es sich verwandeln konnte. Richtig, ja, ja. Da sieht man wieder, was das für ein Assi eigentlich war. Ne? Ja. Das ist ein Psychopath. Weil Michonne wollte ihn ja liegen lassen, entweder damit er gefressen wird oder damit er sich selber verwandelt. Aber ja. Dann kam ja die Perle von ihm und genau. Hat ihn kalt gemacht. Ja, leider. Ja. Ihm hätte ich es gegönnt, dass er so ein. Sonst wäre der Governor nochmal gekommen in der fünften ja, Staffel genau. Oder so. Ja, mit so einer Zombie-Armee, mit ja. Panzer. Richtig. Kommst du ja. Mit der Pflanze an, dann. Sonnenblume. Ja. Jo, das, dann hat man kurz, das war auch krass, war die Szene mit Daryl, wo er quasi irgendwie in so einer Ecke sitzt und. Mit einer Waffe um sich ballert und man sieht im Hintergrund, wie die Zombies auf ihn zukommen, aber er sieht das nicht. Und ich vermute mal, dass an dieser Stelle normalerweise Werbung war. Denn man sieht halt nur, dass der Zombie so auf Devil draufgehen will und dann war ein Schnitt. Mhm. Und in der späteren Folge sieht man aber dann, blendet das quasi wieder zu Devil zurück und dann sieht man, dass er diesen Zombie so als Schutzschild hat vor den Kugeln. Das war so typisch Devil halt. Ja, fand ich sehr Fall. Cool. Mhm. Jo, und Devil macht dann auch am Ende mit einer Handgranate den Panzer platt und alles bricht in Chaos aus. Glenn und Maggie werden getrennt, ein Bus fährt einfach weg. Alle werden getrennt. Beth ist mit Devil unterwegs, Rick ist mit Carl unterwegs, Michonne ist alleine unterwegs. Ja, absolutes Chaos halt. Ne? Carol ist sowieso weg, die war ja sowieso, wurde ja ausgesetzt, haben wir gar nicht erzählt, ist aber auch jetzt nicht so dramatisch. Ja, und der Rest halt waren ja in diesem Bus gewesen. Genau. Diesen Schulbus. Ja. Therese ist mit dem Mädchen unterwegs. Mit Lizzie und Mika und dem Baby. Genau. Was man aber erst nicht weiß, denn man denkt da zuerst halt, der Kindersitz, der war ja blutig und leer. Als das Rick war da auch ankommt. Wieder so gekünstelte Dramatik, ne? Ja, da habe ich mir aber schon gedacht, dass die nicht tot ist. Nee, ist klar, weil wenn nicht gezeigt wird, dass irgendwer gefressen wird, dann sind die auch nicht tot. Genau. Das ist einfach so ein Gesetz, ne, ja. Im Film und Fernsehen. Aber da fand ich das so mega gekünstelt, dass da so eine mega Blutlache in dem Kindersitz war. Ja, ja. Total unnötig. Vor allen Dingen, wenn man dann weiß, dass sie am Ende ja doch noch lebt. Ja, ne? Yeah, richtig. Wo kommt das Blut her? Ja, und dann war halt, dann sieht man am Ende nur dann, wie Rick und Carl weggehen vom Gefängnis in den Wald und Rick wird gestützt von Carl, weil er halt komplett am Arsch ist. Und dann sieht man hinten alles brennen und Qualm und Rauch und die Zombies laufen aufs Gefängnis zu und dann ist quasi, da war Mitzis Pause. Ja. Ja. Für was hasse ich immer? Ich meine, da können sie doch gleich eine neue Staffel machen. Wo ist der Unterschied?
Machen sie dann ja bei den DVD-Verkäufen. Dann hast ja, musst du ja Staffel 3.1 kaufen und Staffel 3.2. Echt? Zum selben Echt? Ja. Das ist ja scheiße. Das haben die bei Lost schon gemacht damals. Aber bei Lost auf Blu-ray war das nicht so. Bei was? Weil ich, auf Blu-ray habe ich eine Box. Nee, ich glaube, das ist bei Walking Dead auch nicht so, aber das machen die bei ganz vielen Serien halt. Ja. Wahrscheinlich bei Walking Dead noch nicht. Bei Heroes fällt es mir ein, da. Ja. 3.1, 3.2. Das ist wahrscheinlich 1. nur bei denen, die wirklich 20 Folgen plus haben. Wenn die nur 16 Folgen haben, so 8 Folgen pro Staffel, ist wahrscheinlich ein bisschen. Ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu hart dann, Ich kaufe dir keine. Ach, das würden bestimmt noch genug kaufen. Könnte ich mir gut vorstellen. Sieh uns doch mal an, wir kaufen es eh. Ja, sag mir was. Ja, und dann ging es ja vor kurzem weiter. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ist jetzt relativ aktuell. Ich würde aber sagen, da können wir jetzt, brauchen wir nicht mehr so mega detailliert drauf einzugehen auf alles. Denn, wie gesagt, die ganzen Dinger sind getrennt. Die ganzen Leute sind getrennt. Und dann blickt man immer mal wieder. Eine Folge ist man bei Rick und Carl. Dann ist man mal wieder bei Therese mit den Kindern, wo dann auch später Carol wieder drauf stößt, auf diese Gruppe, was natürlich auch mega krass ist, weil Carol hat ja Karen umgebracht, die Freundin von Therese, aber Therese weiß das ja nicht. Wobei sie ihm das ja später beichtet. Und auf jeden Fall finden alle Gruppen unabhängig voneinander die ein Schild mit der Aufschrift Terminus und man soll den Gleisen folgen. Was dann auch die meisten machen. Und Glenn ist halt einer der wenigen, der letzte, der noch beim Gefängnis irgendwie war, mit der, wie heißt die eine jetzt? Tara. Tara, genau. Die Schwester von der Freundin vom Governor. Freundin vom Governor mit der Tochter, die gestorben ist da. Die Lesbe. Genau, Lesbe. War wohl irgendwie auch Soldat oder sowas. Ne? Mal so Polizistin, richtig, oder? Oder beides, Polizistin, ja. Irgendwie sowas. Und Glenn schließt sich dann mit der erstmal zusammen, beziehungsweise sie hängt sich an ihn dran oder er hilft ihr, weil sie zusammengekauert da irgendwo sitzt. Und Glenn geht da halt los und das sind auch die einzigen, die dann erstmal neue Leute treffen. Erstmal. Nämlich Abraham mit seiner Gruppe. Und das sind, die fand ich am Anfang ein bisschen merkwürdig, so wie die vorgestellt wurden. Echt, aber ich fand die cool. Ich fand die auch cool. Aber natürlich dieser komische Professor, was ist das für ein Typ, der dabei ist? Ja, das ist ein Forscher. Also der soll der Einzige sein, der weiß, was wirklich passiert ist. Genau, das ist ja ein Typ, ey. Meine Güte, wie er da. Da kommt es halt so eine Szene, dass Glenn sich mit Abraham prügelt und die anderen stehen drumherum und kriegen nicht mit, dass da hinten die Zombies kommen. Nur dieser komische Nerd-Forscher da sieht das irgendwie. Der ist aber total, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Ne? Der kann halt nichts irgendwie. Der ist halt intelligent, aber das war es auch. Und der nimmt sich dann irgendeine Waffe und ballert wie ein Blöder um sich auf die ganzen Zombies. Trifft die Zombies nicht, aber Hauptsache das Auto, diesen den fetten Tank, Truck, den die hatten. Schießt den kurzen kleinen Tank kaputt und die Reifen platt und so. Ja. Wie er sich dann nachher noch an Terra ranmacht die ganze Zeit, finde ich auch so gut. Bis sie dann irgendwie eine Stunde später sagt, ich stehe auf Frauen. Ja. Aber diese beiden Soldaten, die fand ich auch einfach so geil, klischee-mäßig geil. Der Typ ist ja so die Megakante, oberkörperfrei und die Frisur und wie er sich gibt, ist ja so der totale Klischee-Soldat. Ja. Und dann diese Lara Croft-Figur daneben ihn in Hot Pants. Ja. Ich fand die klasse. An sowas merkt man immer wieder, dass das aus einem Comic halt kommt. Ja, die haben so ein bisschen Komik reingebracht. Ja, aber die fand ich cool. Das war auch die interessanteste Geschichte, fand ich. Ja, genau. Mit denen fand ich sehr interessant und ich fand eigentlich auch die Sache mit Rick und Carl und so halt interessant, weil da kam ja auch Michonne später wieder dazu. Da gibt es ja auch die Szene, wo dann Rick aus der Tür raus guckt, weil es geklopft hat und dann sagt er so nur, Karl ist für dich, weil Michonne halt draußen steht. Fand ich eigentlich ganz cool. Aber ich habe die echt gehasst, diese ganze Episode, weil Karl ist da ja die ganze Zeit so bitchig von Anfang an schon. Der läuft ja immer vor und lässt den hinterher humpeln und der ruft immer Karl langsamer und dann macht er dem Vorwürfe auf einmal wegen Sean. Ja. Und dass er ihn nicht mal braucht und so. Ja, und dann macht er... Ich hab nicht vergessen, wie man überlebt und sowas. Ja. Dann geht er so aus eigener Faust raus und meint er, der wäre der Oberpro und wäre erwachsen. Und dann trifft er auf diesen Zombie. Ja, und fast ein Zombie macht ihn fast platt, ne? Ja, und der verschießt das ganze Magazin. Ja. Und dann sagt er noch, hab gewonnen. Oder so in dem Sinne. Ja, aber das Beste fand ich an dieser Szene noch, wo er dann da in einem anderen Haus reingekommen ist. Und erstmal auf dem Dach hinhockt und erstmal Pudding frisst, die ganzen Pudding einfach. Das habe ich so genial.
Ich habe hier so eine Timeline von dem zweiten Part der vierten Season und mit halt den, wo alle Episoden nebeneinander stehen von den ganzen Figuren, mit den wichtigsten Punkten. Und hier ist ein Bild. Karl findet Pudding. Ja, ich finde so genial. Da sitze ich auf dem Dach und fress erstmal den ganzen Eimer Pudding auf, ey. Was ich immer nervig fand, war die Gruppe zwischen hier mit Maggie, Bob, Sascha und wer war noch bei? Ne, nur die drei waren das ja. Das Ja. fand ich immer ätzend. Und Maggie. Ja, Maggie, ja, Maggie, Bob und Sascha. Aber die haben sich ja nachher auch kurz getrennt und die haben dann auch dieses Ding gefunden nach Terminus und alle haben sich irgendwie auf den Weg nach Terminus gemacht, was auch wieder so ein Ding war. Alle haben gewusst, ja, jeder andere würde auch nach Terminus gehen. Woher wollt ihr das denn wissen? Ne? Ja. Das fand ich ein bisschen strange, aber gut. Ja, dann hat er dann noch Maggie ständig ja noch Glenn einen Hinweis hinterlassen, hat er ständig einen Zombie getötet und hat er mit dem seinem Blut vom Zombie da eine Nachricht geschrieben für Glenn ständig, ey. Ja. Und auch diese beiden Turteltäubchen, wie die sich dann von ihrer Gruppe abkapseln wollen, scheiß auf alles, Hauptsache wir finden unseren Geliebten, weil Maggie geht dann ja alleine los Ja, und Glenn ja. will das ja auch die ganze Zeit machen, Ja, ne? genau. Das Ja. fand ich auch so ein bisschen Banane. Aber was wollte Ja. ich? Ja. Ja, und dann die Szene, wo die beiden endlich sich getroffen haben, fand ich jetzt auch irgendwie doof, wo dieser Tunnel kam. Das fand ich eigentlich ziemlich cool Ja, gemacht. du wolltest sagen, das fand ich auch Echt? ganz gut. Vor Ja, allen ich Dingen, weil weiß. dann auch alles wieder sich so zusammenfindet. Ja. Ja, Dann aber hast du ich die wusste, Neuen ich mit mochte dabei. die Folge irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Und Da dann wo haben wir natürlich noch, ja. wo Glenn plötzlich dann. Nee, wo, wie heißen die Mädels schon wieder? Ich hab den Namen Tara. vergessen. Tara, ich glaube, wer waren denn nochmal, wer war unter dem Schutt eigentlich? Glenn Sie, oder ne, Tara? sie. Genau. Den Fuß sich eingeklemmt, weil das Ja. fand ich auch ein bisschen von Glenn ein bisschen herzlos, weil sie hatte ja sich das Bein schon verstaucht. Mal Ja. wieder. Und dass er sie dann überhaupt so in den Tunnel mitgenommen hat und dann, als er diese. Die haben dann ja diese, den eingefallenen Tunnel und dann klettert Glenn ja drüber und dann denkt er nicht an die, die er unbedingt mit will, weil sie Schuldgefühle hat Naja. und will da einfach runterspringen und losrennen, ne? Das fand ich echt ein bisschen asozial. Da hat er wirklich total egoistisch gedacht. Und das hat ihn Naja. ein bisschen unsympathisch gemacht, fand ich. Dann haben wir als andere Gruppe noch Devil und Beth, was ich am Boah. Anfang auch kacke fand, weil Beth halt so, ja, die will jetzt doch weiterleben und haha, ich gehe hier, ich muss jetzt erstmal saufen und so eine Scheiße, ne? Das ging mir irgendwie auf den Keks. Naja. Und Devil ist aber dann auf der Gegenseite. Auch wieder, den fand ich da auch am Anfang blöd, weil er halt so komplett aufgegeben hat irgendwie, ne? Er hat zwar noch überlebt irgendwie, aber Hat keinen wirklich Bock Bock hat er mehr. auch nicht mehr gehabt. Was ich auf der anderen Seite natürlich verstehen kann, den ganzen Hantier, aber trotzdem, er ist wenigstens nicht alleine, ne? Das ist ja schon mal ein Vorteil. Und das wurde erst wieder interessant, als dann Devil später Beth leider erstmal verliert. Die wurde ja entführt, man weiß auch immer noch nicht, wo sie hin ist. Und dann trifft er aber auf eine Gruppe. Und das fände ich wieder ganz cool gemacht, weil diese Gruppe, das habe ich aber auch erst später gecheckt, Rick und Carl sind ja in diesem Haus drin und da kommt, fällt irgendwann eine Gruppe ein von so Verrückten mit Ja, Waffen und ja. alles, ne, die sich dann noch da gegenseitig umbringen und so. Und er liegt unterm Bett, fand ich auch sehr krass, diese Szene. Ja, War das sehr sehr cool gemacht. spannend. Ja. Und da denkt man sich aber bei dieser Gruppe noch nicht groß was. Und als dann Devil später auf diese Gruppe halt trifft, das ist halt genau die Gruppe, die Rick da in diesem Haus halt gesehen hat. Und die nehmen Daryl erstmal auf und die haben halt eine einfache Regel, dass man halt sagt, wenn man was haben möchte, beansprucht. Das ist alles. Wenn man das macht, kann man es haben. Andere Regeln gibt es halt nicht. Und ja, das fand Daryl, glaube ich, dann irgendwann ganz cool. Erst hat er sich ja die ganze Zeit geweigert, das fand ich so gut, Genau. als sie da in diese Autowerkstatt reingehen und da sind irgendwie, die sind 8 Leute und da stehen 7 Autos. Und Genau. Daryl geht da rum von Auto zu Auto und dann kommt immer ein Typ, beansprucht, Beansprucht, beansprucht. beansprucht. Und am Ja. Ende schläft er auf dem Boden. Ja. Und da Ja. war ja die Szene mit diesem halben Ja. Hasen. Hasen oder was das da war, ne? Das war auch hart, wie Ja, diese genau, Typen da zusammen genau, wichsen und wer. dann aus dem Ding schmeißen und ihn da verrecken lassen. Ja, hieß Ja, es ja so, wer lügt, wird geschlagen. ja, War war gut. krass. Aber Und es war halt so, auch Daryl, das war alles so, das hat so die Vorgeschichten beleuchtet, ne? Michonne hat dann ja ihre komplette Episode nur für die Vorgeschichte mit ihrer Familie und so. ja. Daryl hat dann das, wo er erzählt, wie es bei ihm zugegangen ist. Genau. Mit seinem Vater. Ja, und ich glaube, dass, ja gut, bei Tyrese und, wie heißt der nochmal? Carol Carol. war es ja auch so quasi mit der Rückblende, dass sie halt seine Perle da umgebracht hat. Das war halt alles so ein bisschen, ja, unnötig gestreckt.
Ja, und dann kam aber am Ende kamen dann ein paar krasse Szenen. Es waren dann so 3, 4 Folgen, die halt ein bisschen, oder 5 Folgen, die ein bisschen ja, langgezogen und langweilig waren, die aber wichtig waren. Aber dann kam zum einen die Szene mit Carol, Therese und den beiden Kindern. Und ich war kurz davor zu sagen, also ich habe zu meiner Frau schon gesagt, irgendwie wird es langsam langweilig. Und genau da, ich sage aber, komm, wir gucken jetzt mal weiter. Und da kam die Folge mit, ja, wo ich jetzt drauf zu sprechen kommen möchte, nämlich Carol und Therese mit den beiden Mädels und dem Baby, die haben halt ein so ein abgelegenes Haus gefunden irgendwo im Wald mit so ein paar Zäunen drum. Fand ich aber auch schon blöd, wie sie sagen, hier scheint es sicher zu sein, sollen wir nicht hier bleiben? Ja, richtig. Ja, da steht ein blöder, noch nicht mal ein Maschendrahtzaun, das war einfach nur so ein Draht. Ne? Da war nichts, da waren nichts. Auch nichts, was du anpflanzen könntest oder so, außer die doofen Walnüsse da. Ja, ja. Und die Beeren. Mitten im Wald, wo du nichts sehen kannst. Ne? Wo von allen Seiten irgendwas, das fand ich total Banane, was sie da vorhatten. Da wäre ich auch nicht, also ich habe mich da schon beim Zugucken nicht wohlgefühlt. Da fand ich auch Carol richtig scheiße, weil die dann wirklich so wieder, als hätte die ihren Terminator wieder abgelegt und dann so irgendwie zu allem ja gesagt, ja, okay, machen wir, ja, lass hier bleiben, finde ich gut, die Idee, ja, willst du Plätzchen backen? Hat sie dann ja auch gemacht sogar, ne? Ja, richtig. Ja, und dann kommt halt das, dass man dann mitkriegt, dass Lizzie, das, die ältere von den beiden Mädchen, dass die halt wirklich einen Deck hat. Die hat komplett irgendwie den Schuss verloren. Die hat irgendwie, die weiß gar nicht, was abgeht. Die denkt auch zum Beispiel, die Zombies, das wären halt einfach nur, die wären nur ein bisschen verwandelt oder was, die wären krank auch, ne? Die wären anders, so wie sie. Die wären halt anders wie sie, genau. Und das haben sie ja auf der Farm auch gedacht. Also die haben ja auch erst gedacht, die wären bloß krank und das könnte man heilen, weshalb sie die ja überhaupt erst in der Scheune eingesperrt haben. Ja. Aber bei ihr ist das ja noch was anderes. Die hat ja, die spielt ja auch nachher mit denen. Sie hat die auch gefüttert und die hat dann halt in dieser Folge, da gibt es eine Folge, wo dann Carol und Therese irgendwie weggehen, weil die noch was holen wollen oder wollen ein bisschen Auskunft schaffen und auf einmal dann kommt sie zurück und dann sieht man, wie Lizzie da steht und sie will halt die ganze Zeit klar machen, dass die Zombies nicht böse sind, dass sie denen nichts wollen irgendwie, was halt Quatsch ist. Und dann liegt auf dem Boden, voll mit Blut und sie hat Blut an den Händen, ihre Schwester. Das heißt, sie hat ihre eigene Schwester umgebracht, um zu beweisen, dass sie zurückkommt und nur ein bisschen anders ist. Und da habe ich da gestellt, was passiert denn da gerade? Was ist denn da jetzt los? Ne? Mhm. Und dann konnten sie so gerade noch Judith, heißt das Baby, ne? Ja. Konnten sie so gerade noch retten, weil die haben sie auch da gelassen, was ich auch schon mal total Banane fand. Oh ja. Das hätte ich schon gar nicht gemacht. Lassen wir das Baby doch bei dem Psychomädchen. Genau, das ist eine gute Idee. Und jetzt Plätzchen backen. Ja, und dann wollte Lizzie ja noch das Baby noch umbringen, ey. Die wollte alle umbringen. Ja, und man sieht auch vorher noch, dass sie im Garten oder in diesem Vorgarten da mit dem Zombie fangen spielt. Ja, und dann ist verrastet sie voll aus, weil Carol den halt umbringt, ne? Ja. Und daraufhin bringt sie ihre Schwester, um zu zeigen, dass halt die Zombies nicht böse sind. Und dann dachte ich erst so, okay, jetzt trennen die sich wieder. Carol geht halt mit der irgendwie weg. Mhm. Aber ich aber auch erwartet. Ja. Fand ich dann gut, dass es nicht so gekommen ist. Genau, und was sie dann gemacht hat, das war ja auch wieder, meine Güte, dann geht sie mit Lizzie ein bisschen weg und redet mit ihr irgendwie und dann merkt man Lizzie, oh, tut es dann irgendwie leid und jetzt bist du sauer auf mich, dass sie halt wirklich voll an einer Klatsche hat, das kleine Mädchen. Guckt die Blumen an und dann redet Carol mit ihr auf Distanz und zückt ihre Knarre und schießt Lizzie in den Kopf. Das war An sich habe ich die Folge wirklich gehasst, weil Carol da so scheiße war und ich die Kinder sowieso nicht leiden konnte. Ja. Aber das Ende mochte ich echt, also das haben die gut geschrieben. Ja, das, was da passiert, ist natürlich wieder mega krass. Und dann am Ende, dann gesteht sie Therese auch, dass sie Carol umgebracht hat, aber er verzeiht ihr halt, weil es halt eine Situation war, wo sowas halt passieren kann irgendwie. Ja, und dann gehen sie doch am Ende weiter und machen sich auch auf den Weg nach Terminus, genau wie alle anderen. Richtig. Wo sie aber am Ende ja noch nicht angekommen sind. Ne? Also die laufen ja quasi noch frei draußen rum. Ja, und dann war noch eine andere coole Szene. Was ich halt ganz cool gemacht fand, war, dass die Gruppe, wo Daryl sich angeschlossen hatte, dass man später so rausfindet, dass das die Gruppe war, die im Haus bei Rick war und dass sie Rick verdächtigen, einen von ihren Leuten umgebracht zu haben, obwohl das ein Zombie war. Ja? Und einer von ihnen hat halt gesehen, wie der Verdächtige oder wie der Mörder aussieht. Rick in dem Fall. Mhm. Und
ja, das findet man dann so, das bemerkt man halt alles so im Laufe dieser einen Folge und fand ich auch mega krass. Und dann, ja, geht's halt auch ab, als die sich dann treffen. Dann sind Rick und Carl und Michonne am Lagerfeuer. So eine Art Lagerfeuer. Und auf einmal kommt aus dem Dunkeln halt so diese, und ja, aus dem Dunkeln ist ja tagsüber, glaube ich, ne? Nee, ist Nacht. Ist es auch nachts? Ja. Kommt diese Gruppe mit diesen anderen Typen mit Daryl dann halt an und nehmen die drei Leute, die da sitzen, halt erstmal in Gewahrsam so und reden mit denen und wollen die dann umbringen. Und auch, sie wollen auch Carl umbringen, möglichst grausam. Und mir kommt es auch so ein bisschen vor, als ob der eine mit dem langen Haaren und dem Bart so ein bisschen Spaß an Carl hätte. Und den gerne der verhaut den ja die ganze Zeit, ne? Ja. Das war auch richtig heftig. Ja, und dann auf einmal kommt Daryl um die Ecke, ne? Ja, dann hat er versucht, der Daryl das irgendwie so zu verhandeln, so, ja, die sind alle in Ordnung und so. Also das hat war dann versucht, eine Lüge, ne? Weil die sind ja nicht in Ordnung, weil die einen Typen umgebracht haben, also können die nicht in Ordnung sein, also Lüge. Naja. Also ist Daryl auch dran. Genau. Und dann hat er ja noch so aufgezählt, erst bringen wir Daryl um, dann das, dann Michonne, dann deinen Sohn und dann dich. Genau. Ja. Und dann denkt man sich schon, wie wollen die da jetzt wieder rauskommen? Richtig. Aus dieser Szene, ne? Weil Rick hat jetzt auch nicht mehr so mega viel Kraft, weil der ist ja sowieso noch immer angeschlagen gewesen, so ein bisschen vom Governor. Und man sieht ja auch, er hat mittlerweile voll den Bart und ist total abgemagert. Und er versucht es ja auch einmal mit der Knarre. Er versucht auch aus diesem Griff rauszukommen bei dem Typ. Der hat den halt so quasi wie im Arm, so umarmt. Aber er kommt halt nicht raus. Und dann kam eine Szene. Die beste Szene. In der Hälfte. Ja, Hammer. Da hat dann auch der Robert Kirkman hat bei Facebook irgendwie da über Walking Dead geschrieben, haben sie ihn zitiert, das wäre eine der schlimmsten Sachen, die er je, die er in The Walking Dead bisher gesehen hat. Da habe ich noch gedacht, was passiert denn dann da? Und ja, Rick kann sich halt nur befreien, indem er diesem Anführer von der einen Gruppe, der ihn so im Arm hat, die Halsader durchbeißt. Ja. Das war auch so dumm, wie der Anführer den da gepackt hat. Was sollte das denn bitte? Ja. Ich meine, wenn, dann packst du den ja von hinten, aber nicht so, so eine Umarmung so von vorne, oder? Ja. Das ist ja so dumm. Der hätte dem auch eine Kopfnuss geben können, dann wäre der auch weg gewesen. Genau. Jetzt kommt die Szene, wo ich gesagt habe, wegen Vergewaltigung, da wurde ja Carl versucht zu vergewaltigen. Da eine, dieser dicke, fette Typ. Ja, genau, das meinte ich ja gerade eben. Das kam mir auch so ein bisschen so vor. Ja, da hat er seine Hose rausgezogen, hat ihn umgedreht. Echt? Der hat die Hose doch nicht ausgezogen, oder? Doch, der hat die Hose ausgezogen. Echt? Guck sie nochmal an, der hat die Hose ausgezogen. Echt? Okay, also echt, der hätte ihn noch verhauen die ganze Zeit. Nee, der hat verhauen, dann hat er seine Hose runtergezogen, dann hat halt Carl umgedreht auf dem Bauch. Echt? Okay, das weiß ich jetzt aber auch. Ja. Krass. Du hast richtig den Extended Cut geguckt. Hä? Du hast den Extended Cut geguckt. Den gibt wir es gehen, sowas? Ja klar, den wir gehen gleich in Wald Cut. Nein, ohne Witz, er hat ich habe dann auch am Ende nach der Folge mit voll vielen Leuten diskutiert und so, weil die Folge war echt heftig gewesen. Die eine Stelle auf jeden Fall, ja. Ja. Ist das nicht sogar dieselbe Folge wie mit Lizzie und so? Ist das eine eigene Folge? Das ist eine eigene Folge. Folge, ja. Weil das ist schon die letzte Folge. Du kannst es dir nochmal ansehen. Da kannst du es genau sehen. Nee, das kann ja nicht die letzte Folge sein. Die letzte Folge ist doch wie die zu Terminator. Ja, genau, hier steht es. Als Rick. Ahnung, war glaube ich 2, 3 Folgen. Ja. Also das mit dieser wo sie am Lagerfeuer sitzen und so, das ist die letzte Folge, wo sie auch am Ende bei Terminus ankommen. Okay. Ja, das meinst du. Als Rick sieht, wie Carl kurz vor einer Vergewaltigung steht, gerät er in Rage und attackiert Joe, der die anderen abhält, da er sich selbst um Rick kümmern möchte. Genau. In der Enge getrieben beißt Rick ein Stück aus Joes Hals. Genau, da ist das ja alles beschrieben. Ja. Ja, und das ist nämlich auch dann die letzte Folge, wo sie am Ende dann nach Terminus ankommen. Und Terminus, da wollte noch jemand was zu der Szene von gerade sagen. Nö, ich denke, die haben wir gut abgehandelt. Ja, am Ende kommen sie dann wirklich an Terminus an und die andere Gruppe um Maggie, Glenn, die sich ja mittlerweile wiedergefunden haben, Abraham, den Wissenschaftler, Tara, wer sind da noch alles bei? Das war's. Bob ist da, glaube ich, bei. Mhm. Also quasi der größte Teil der Gruppe. Die sind quasi schon was eher an Terminus angekommen. Und Terminus ist so ein, steht halt offen, die Türe vorne ist offen, da sind ein paar Blümchen angepflanzt, da sind so ein paar Beete und da kommen sie an, da steht da so eine, da steht eine Frau. Die nette Omi am Grill. Ja. Aber die war mir schon in der ersten Szene, habe ich schon gedacht, mit der stimmt was nicht. Naja. Die ist merkwürdig, weil sie so komisch, ich weiß es nicht, keine Ahnung wieso.
die erinnerte mich so, das erinnert mich alles an die zweite Folge von den Telltale-Spielen. Ich habe auch sofort gedacht, dass das bestimmt Menschenfleisch ist. Naja, das meinte ich eben. Ne? Das ist halt die, das sind die Kannibalen wahrscheinlich. Ja, und dann ein paar Tage später wahrscheinlich kommen dann halt auch Rick und Daryl an und Carl und Michonne kommen an Terminus an, aber sie machen es ein bisschen klüger. Sie gehen, sie wollen erstmal gucken, was da so für Leute sind und schleichen sich woanders rum rein und platzen quasi mitten in so eine, ja, in so diesen Hinterhof da rein und werden erstmal freundlich begrüßt und bla. Und dann sehen sie, wie, dann werden sie halt rausgeführt und sehen auch diesen Grill mit der freundlichen Oma wieder da dran und so. Und dann die sehen hat doch sie, dann so Equipment von denen. Genau. Ja. Nicht nur sie, denn da ist... Alle verteilt, so. Genau, da sitzt jemand, die hat den Poncho von Maggie an. Der eine wird gefragt, wie viel Uhr haben wir? Dann guckt er auf so eine Taschenuhr. Das ist die Uhr, die von Glenn. Glenn von Herschel Glenn bekommen hat. Ja, dann noch die Rüstung von Glenn, also diesen genau. Polizeianzug. Denn der andere hat, glaube ich, eine Hose gehabt von jemandem. Ja, und deswegen dann Rick, dann sieht man schon so, dass sie halt direkt abchecken, da stimmt tatsächlich was nicht. Und ja, dann fangen sie da halt so ein bisschen Palaver an und werden dann in die Enge getrieben, weil die Leute schießen halt. Ich dachte erst so, was sind das für schlechte Schützen? Da oben, ja, ne? Müssen die doch irgendwie treffen, ne? Aber dann später wird einem bewusst, dass sie halt nicht auf die schießen, sondern die nur in eine bestimmte Richtung haben wollten. Ja, und dann werden die alle gestellt, die vier, und müssen dann in einen Container rein, als sie sich dann fangen wollen. Ja. Mir fällt da gerade noch was ein, wo sie halt hin und her gelaufen sind, hat man ja auch ein paar Räume gesehen. Da war ja ein Raum zum Beispiel stimmt, voll mit Kerzen. Stimmt, der Satanistenraum, ne? Ja, Satanistenraum voller Kerzen und die Wände voller Blut, irgendwas geschrieben. Hm. Weiß jetzt nicht auch nicht, was genau nochmal drauf stand. Ja, man sieht doch in den Käfigen, man hört die ganze Zeit Menschen, also man hört die ganze Zeit so ein Wimmern und Hilfe ja, und sowas. Ja, und draußen, aus auf dem Hof waren, hast du ja noch die Leichen gesehen, also verbrannte Leichen. Ja, und Stücke so in so einem ja, Käfig, ja, so Stück, Knochen ja, genau. Halt, ne? Ja, das ist halt alles auf Kannibalismus hin, ne? Ja, das mit dem Pentagramm habe ich schon komplett vergessen gehabt. Das stimmt, das wird bestimmt auch noch mega relevant, dass das irgend so eine komische, abgefuckte Sekte ist. Ja. Ja. Und in dem Waggon Container-Dings, das sind dann ja eigentlich schon alle anderen auch drin. Also ja, genau. Alle kommen wieder zusammen, mal wieder. Ja, fast alle. Also, dann wird halt, fehlt wer? Ja, Carol, Therese und Beth, die ist ja noch weg. Was mit Beth passiert ist, finde ich auch mega interessant. Da bin ich mega gespannt drauf. Dass sie entführt wurde da, ne? Da weiß man ja auch nicht. Ich wette, der die entführt hat, der ist irgendein alter Bekannter. Ja, glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass das irgendein Unbekannter ist. Das wäre mir zu merkwürdig. Ah, nee, der ist ja tot. Ist egal, der kann nicht sterben. Ja, dann müssen sie ja in diesen Waggon da halt rein. Und in dem Waggon, dann sieht man so aus dem Dunkeln herauskommen dann welche. Und das ist dann halt, das ist auch so eine coole Aufstellung, ne? Man sieht dann halt quasi die Gruppe mit Rick, da ist Daryl bei, die stehen dann so hintereinander irgendwie aufgereiht. Und dann kommen aus dem Dunkeln, kommt dann zuerst Glenn und dahinter die ganzen, die er in seiner Gruppe hat, nämlich Tara, Sascha, Bob, Abraham, Eugene heißt der Forscher da. Mhm. Und Maggie. Und die kommen dann halt alle so auf die anderen zu und quasi vereinen sich wieder zu einer Gruppe. Und dann kommt einer der coolsten Sätze irgendwie. Das war so cheesy, ich bitte dich. Das war nicht cool. Ich fand das cool. Also nicht, was er gesagt hat, sondern so dieses, was er gesagt hat, der sagt ja dann, sie werden ganz schön blöd gucken, wenn sie es herausfinden. Und dann fragt Glenn, was meinst du? Und dann guckt er so nach vorne in diesen Lichtspalt und sagt er, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Das, was er sagt, war natürlich total Banane. Aber man merkt jetzt, so von dem Zusammenhaltgefühl meinst du so. Genau, einmal das und dass sie halt einfach viel krasser geworden sind, ne? Dass sie nicht mehr so, voll die harten Ficker. Genau, um es mal so zu sagen. Das fand ich cool. Also was er natürlich gesagt hat, war so voll, wie du sagtest, cheesy. Ja. Kenn ich schon. Vor allem so als letzter Spruch in der letzten Folge, da war ich echt ein bisschen enttäuscht vom Staffelende. Ne, das nicht. Also von diesem Spruch vielleicht schon, aber so vom Ende an sich fand ich das jetzt ganz cool, weil ich will natürlich jetzt wissen, wie es weitergeht. Ne? Wie kommen sie da raus und was machen sie da? Und vor allen Dingen wird sich das wieder über die ganze nächste Staffel jetzt erstrecken da mit diesem Terminus-Ding. Das hoffe ich nämlich nicht, weil ich hoffe nicht, dass 16 Folgen nur in diesem Teil da irgendwie ist. Das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, weil wenn das wirklich Kannibalen sind, dann müssen die ja killen quasi. Ne? Die können jetzt nicht noch mit denen rumspielen 20 Folgen. Eben.
Ja. Ich denke, die werden alles in die Luft sprengen und einfach weitergehen. Nee, ich weiß nicht. Es dauert ein paar Folgen vielleicht. Ich meine, eine ist ja noch weg. Also, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Beth. Ist vielleicht auch noch. Beth, genau. Ja. Und Carol und Therese sind auch noch nicht da, ne? Ah ja. Ja, ich meine, Carol ist ja der Terminator, ne? Also, wenn die das nicht schafft, dann weiß ich auch nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass dann halt die wahrscheinlich auch zu Terminus gehen und da einbrechen, um die anderen zu befreien und dann... Ja, aber die wissen es ja nicht, das ist ja das Ding. Die könnten eigentlich genauso wie... Ich meine, Rick ist schon so gutgläubig da hinten reingelaufen und trotzdem am Arsch, ne? Ja. Ich meine, du hast ja gesehen, die haben locker 50 Leute da voll bewaffnet. Ja, oder vielleicht kommt sie ja mit einer anderen Gruppe zusammen und geht dann dorthin oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich warte ab. Da sollten wir jetzt eigentlich noch ein bisschen drüber diskutieren, was wir vermuten, wie es weitergeht, oder nicht? Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was vermutet ihr denn, was da noch so kommt? Nicht nur jetzt. Ja, also wie Thomas gesagt hat, also dass Beth von jemandem entführt worden ist, der bereits bekannt ist. Das glaube ich auch. Ja. Aber wer könnte das denn sein? Ich weiß nicht, wer ist denn überhaupt noch übrig? Ist da irgendwas? Was ist eigentlich mit dem also in der einen Folge ist ja der schwarze Vater von dem Jungen aufgetaucht, den Rick als ersten Menschen getroffen hat. Ja, der ist zurückgeblieben, Menschen. Weil der total Banane ist. Den haben sie gelassen. Ah ja, stimmt, der war ja so, der ist ja total der hat Rick extra mehr Waffen gegeben. Der hat ja an die Wand geschrieben, dass der Sohn sich verwandelt hat. Deswegen ist er komplett weggetreten. Ja. Was ich sehr schade fand. Ja. Das war cool, wenn der mitgekommen wäre, aber... Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich ist keiner wirklich übrig geblieben, oder? Ich meine, im Videospiel hier von Telltale, da wäre es ja die gewesen, die in dem AV abgehauen ist, in dem Wohnwagen. Gut, das habe ich noch nicht so weit gespielt, da habe ich schon die ersten beiden Folgen bisher. Warte, du hast erst Telltale Episode 1 noch nicht fertig gespielt, oder was? Also von den Telltale-Dingern habe ich Staffel 1 da, habe aber erst die ersten beiden Episoden von den 5, die es da gibt. Fuh! Kann ich auch nicht nachvollziehen. Fuh! Alter, wo das Spiel rausgekommen ist, ich konnte nicht abwarten, die nächste Episode zu spielen, ey. Echt? Nö, also ich bin da halber gestorben, ey. Ich find's krass, vor allen Dingen die erste Folge war natürlich hart, die zweite war dann von der Thematik her ziemlich krass, aber es hat jetzt, ich werde es irgendwann weitermachen, weil ich auch wissen will, wie das weitergeht, aber das Blöde bei mir ist, ich kenne das Ende schon. Ja, das deswegen stimmt. Macht das macht ziemlich viel kaputt. Aber jetzt du wirst trotzdem weinen müssen, glaub mal. Okay. Weil ich warte jetzt zum Beispiel endlich, also Episode 2, Folge 3, warte ich die ganze Zeit, dass es endlich wieder rauskommt, weil es dauert immer so ewig lang. Ich warte so wieder, Monat, bis es auf Disc rauskommt. Nee, ich versuche das jetzt immer jeden Monat mitzumachen. Okay, ich lese hier gerade jetzt noch was, was natürlich auch vielleicht noch aufgegriffen werden könnte. Auch für die dritte Staffel wurde eine vierteilige Webserie gedreht, die den Titel The Walking Dead Cold Storage trägt. Erzählt wird darin die Geschichte von Chase, einem jungen Mann, der auf der Suche nach seiner Schwester, welche sich durch das Foto als Ricks Frau Lori herausstellt, ist. Mir fehlt ein Wort. Ach so, die, was wir Anfang kurz gequatscht haben, das ist eine zweite The Walking Dead Folge, also eine andere Gruppe. Nee, könnte auch. Eine parallele Serie mit anderen Charakteren. Nee, die reden ja von einer Webserie, die es halt schon gibt. Aber es könnte ja sein, dass man sowas, dass sowas auch trotzdem aufgegriffen wird. Ah ja, ich sehe es auch. The Walking Dead Torn Apart. Okay. Ja, naja, egal. Ja, also ich denke auch, dass ein Terminus halt. Ich glaube nicht, dass. Ich hoffe zumindest nicht, dass da so mega viel abgeht. Vielleicht werden sie noch jemand Neues dazu bekommen. Bestimmt. Mit Sicherheit. Und dann hoffe ich, dass das relativ zügig von Terminus wieder weggeht und sie sich da was Neues suchen oder so. Aber mich würde immer interessieren, wie weit das Ganze noch gehen soll, weil. Ewig so weitergehen, das ist ja dann irgendwann immer dasselbe, ne? Ja, ich denke mal, so lange, bis die Einschaltquoten langsam so weit runter sind, dass sie die letzte Staffel machen müssen. Ja. Naja, ich meine, der Comic geht ja immer noch weiter. Vorher wird das nicht zu Ende gehen, das ist eher so ein Endlos-Ding. Ja. Und es kommt ja jedes Jahr ein Comic, also dieser Comic kommt ja einmal im Jahr raus.
Da war's ja, und eine Staffel auch. Ja, aber einmal. Ein Buch, ich glaube. Ja, natürlich, mehr, sehr viel mehr Zeit bleibt ja dann nicht neben den Dreharbeiten nur noch. Eine Staffel entspricht einem Jahr. Nee, ich meine jetzt bei dem Comic. Ach so. Ja, das Buch, ja, der Comic kommt einmal im Jahr raus. Echt? Ja. Der macht ja bestimmt nicht nur Walking Dead, der zeichnet bestimmt auch noch andere Comics. Ja. Weil dann gibt es nämlich nur 20 Teile. Ja, die sind ja viel weiter, aber ich glaube, wenn ich jetzt nachdenke, ich glaube, der erste Comic, das war, also von der Serie her parallel, glaube ich, doch ein Comic, der erste Comic war genauso lang wie, der, wie die erste Staffel, glaube ich. Das zweite ging dann halt ein bisschen flotter, der zweite Comic, ging schon fast in die dritte Staffel rein. Na, also haben sie auf jeden Fall noch genug Material, was sie irgendwie verwerten können, ne? Ja. Hier steht, das sind 122 Ausgaben. Seit Oktober 2003. Okay, dann kann es ja nicht einmal im Jahr sein. Wahrscheinlich nicht. Der Comic gibt es ja schon ewig. Der ist ja schon uralt. 2003. 2003? Monatlich erscheinende Comics-Serie. Monat sogar, Das klingt eben ist das noch, ja. Nee, ich habe gedacht ein Jahr, aber wenn es monatlich ist... Das ist ähnlich wie Mangas, weil hier steht, Volume 1 bis 4 ist immer in einem Band. Also das wird wahrscheinlich so monatlich in irgendeiner Zeitung veröffentlicht oder so. Und dann, wenn du 4 hast, dann werden die zum Buch zusammengefasst. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Ja, dann wahrscheinlich ja. Oder bei, auch bei zum Beispiel, bei den Kick-Ass-Comics, das sind ja auch, die kannst du in Amerika, konntest du die einzeln als so kleine, dünne Heftchen kaufen. Und bei uns konnte man die dann nur zusammengefasst in einem dicken Buch kaufen. Das war auch das Gleiche eigentlich. Hättest du mal den Holi-Nerd eingeladen, der wüsste das bestimmt. Ja. Aber mal so eine generelle Frage noch zum Schluss. Wer ist denn euer Lieblingsüberlebender? Daryl. Ey, ich keiner ist so cool wie er, Mann. Keiner ist so cool. Ja, und Maggie, weil sie heiß ist. Okay. Ich würde ja Glenn sagen, aber seit der vierten Staffel mag ich ihn nicht so mehr. Ne? Nee. Also ich finde Glenn eigentlich ganz cool. Natürlich hat er ein bisschen abgebaut, die letzten Dinge, aber... Er muss wieder lustiger werden. Dafür fand ich Daryl in den ersten beiden Staffeln nicht so toll. Echt? Ich mochte ihn in der ersten Staffel schon. Echt? Ab dem Zeitpunkt, ja, wo ich ihn gesehen habe, so geil. Der sah cool aus und der war auch halt so ein Badass. Ja. Da, weißt du, der redet nicht, der macht's einfach. Ja. Weil Rick war da die ganze Zeit nur am Reden. Ja, und Herschel fand ich super. Ja. Boah, der hatte also zumindest so die zweite Staffel nicht so sehr, weil da war er halt noch so ein bisschen so ein Sturkopf irgendwie so. Mhm. Aber ab der dritten Staffel fand ich Herschel war... Ja. Der war auf jeden Fall cooler als Dale, weil Dale fand ich so ein bisschen nervig. Ja, Dale fand ich auch so toll. Der war ein bisschen zu sehr, wollte der immer alles in den Griff kriegen und richten. Ja, ständig mit seinem Mondmobil, wo er die ganze Zeit in den Staffeln rumgeschraubt hat. Ja, seinem coolen Sonnenhut. Ja, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Immer so ein Gummi hat gefehlt oder so. Ja, der Kühlerschlauch jedes Mal. Genau, der Kühlerschlauch, War immer der Kühlerschlauch, der irgendwie. Und dann hat er am Ende ja gesagt, eigentlich läuft das Auto die ganze Zeit. Ja. Und wen hasst ihr am meisten? Hassen. Also natürlich die. Karl. Ja, richtig. Ich hasse ihn. Weil ich Rick auch nicht mag. Jetzt hier, als die zweite Hälfte der vierten Staffel angefangen hat, da hast du ja erst die Szene, wo Karl auf dem Boden liegt und fast von einem Zombie gefressen wird. Da habe ich schon gehofft, lass ihn aufgefressen werden. Und dann geht er ja zurück ins Haus und dann liegt Rick ja so da, als wäre er gestorben, ne? Ja. Da habe ich auch gehofft. Ja, hoffentlich. Lass den sterben. Echt? Nee, also das... Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann endlich... okay, das ist jetzt ein fetter Spoiler. Karl verliert ja auch ein Auge. Der kriegt ja auch eine Augenklappe. Na, abwarten, ob die das im Fernsehen auch so machen. Ja, eben. Naja, weil in einem Comic kriegt er eine Augenklappe. Rick hat ja, glaube ich, auch im ersten Band direkt seine Hand eigentlich verloren. Aber das haben die in der Serie nicht so gemacht, weil das CGI-technisch zu aufwendig wäre und in den Action-Szenen stören würde. Also ich fand Andrea ja ziemlich nervig.
Aber die war auch ein bisschen heiß. Ja. Gut, das ist okay, aber nee, die fand ich kacke. Ich hatte auch nur irgendwie ganz wenige Episoden, wo ich die mochte. In der dritten Staffel aber auch erst. Und ich fand Bob scheiße. Also finde Bob scheiße, diesen Alki-Schwarzen da. Der nervt mich auch. Vor allem jetzt, wo er jetzt ja nicht mehr säuft, jetzt hat er irgendwie seine Poetenader da gefunden und ich weiß es nicht. Aber als Schauspieler von The Walking Dead fand ich jetzt den Governor am geilsten. Als Schauspieler. Also wie er den Governor halt geschaut hat, fand ich richtig geil. Ah, mir fällt noch was ein. Das war doch, das sollte angeblich in der vierten Staffel sein, aber ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Die Schauspielerin von Resident Evil, ne, dieser, wie heißt denn die nochmal, diese Russin? Mila Jovovich? Ja, genau. Die soll ja auch bei The Walking Dead doch dort noch mitmachen. Oh, bitte nicht. Das war doch damals. Nein. Doch, ich hab irgendwo die Meldung mal gelesen. Also, wo Staffel 3 wo in der Mitte war, hieß es, soll in der vierten Staffel kommen. In der vierten Staffel ist ja nicht vorgekommen. Also kann es sein, dass sie in der fünften Staffel vorkommt. Ah, das hast du auf gerüchte.de gelesen. Nee, das war ja offiziell ja von den Leuten von The Walking Dead sogar angekündigt. Die spielt doch nur in Werken mit, wo der Mann der Regisseur genau, ist. Genau. Ja, und wo sie nackt sein kann. Quasi. Wobei, das muss die ja jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt hat sie ja ihren Mann, jetzt muss sie sich nicht mehr ausziehen. Nur für ihn. Es gibt ein richtig geiles Video im Internet. Und zwar der Prank. Das mit den Katzenbabys? Nee, das andere. Ach so. Das mit den, egal. Da prankt so ein großer Teil vom Cast, unter anderem auch der Rick-Schauspieler. Genau, kennst du das schon? Ja, kenne ich. Wo die diesen Typ da, diesen, keine Beine. Der hat da so einen Typ engagiert, der hat vorher schon mal privat so Prank-Zombie-Videos gemacht, wo er sich Beine halt als Zombie schminkt. Ach so, das Interview, da meinst du dann, ne? Ja. Wo der plötzlich reinplatzt. Ja. Von dem Kerl, der keine Beine hat. Und Arme. Und doch einen Arm schon. Ja. Eineinhalb, glaube ich. Und dann diesen Kerl so erschrecken, dass ich fand das so genial. Als sie ihn dann halt so voll mit dem Walking Dead Make-up richtig schminken. Das würde mich auch mal interessieren, wenn man so mich zurecht macht oder uns so so richtig, ne? Ich meine, es gibt ja diese Handy-Apps, da, diese, aber die sind ja alles nicht so toll. Ist ja alles ein bisschen blöd. Ja. Ich gehe ja nachher auf die Roleplay-Convention. Ich glaube, da kann man das sogar machen lassen. Ich überlege mal. Echt? Ich lasse mich ja nicht gerne schminken, aber ich überlege es mir. Ja, das ach, du bist auch so schön. Ich bin auch so schön, danke dir. Ja, ich habe mich zum Star Wars Tag. Gibt es noch was ihr unbedingt loswerden möchtet? Habt ihr was von diesen Zombie One gehört? Ja, in München soll das sein. Ja, München und Düsseldorf einmal, wo man halt die Hälfte der Leute sind Zombies, die andere Hälfte sind Menschen und du läufst dann halt zum Parcours. Ja, okay. Ja, habe ich auch schon von gehört. Ja, hier bei uns in Aachen gibt es ja regelmäßig den Zombie Walk. Ich meine, die gibt es ja in mehreren großen Städten. Ja, wo quasi alle Leute als Zombies verkleidet sind und dann halt in einer großen Horde durch die Stadt laufen, genau. Genau. So, ich dachte Zombie Walk, das wäre irgendwie so ein Sporttag im Altenheim oder so. Nee. Ah, mir fällt noch was ein. Zombieland gab es auch eine Serie, ne? Ich glaube aber nur die erste Folge, oder? Das wurde von Amazon produziert. Das war Die erste Folge habe ich gesehen, die fand ich scheiße. Ja, das war mega billig, mega trashig. Das Kunstblut sah so kacke aus. Und das funktioniert einfach nicht ohne Eber Hesse. Ja. Eber Hesse ist so ein geiler, so eine geile Rolle und die wurde so gut geschauspielert. Ich meine, er war ja dabei, aber halt nicht mit Harrison. Nicht von Harrison gespielt und die Schauspieler waren einfach schlecht. Ja, weil gerade Zombie, auf The Walking Dead fällt mir gerade an. Zombieland kam noch letztes Jahr. Die eine Folge habe ich gesehen, danach habe ich es nie wieder angeschaut, ey. Ich glaube auch wirklich, es gibt nur die eine Folge. Pilotfolge. Ja. Das war ein Testlauf. Glaube ich auch. Als ich schon gesehen habe, dass Amazon das produziert, dachte ich mir, what? Jetzt übertreiben die aber langsam. Ja, gut, da haben wir ja quasi alles soweit abgearbeitet, wa? Ja, bis zur nächsten Staffel. Ja gut, ich denke mal, das nächste Mal können wir dann wird ein bisschen kürzer. Nee, dann wird es ja noch länger, dann müssen wir wieder bei der ersten Staffel an. Und dann guckt ihr jetzt bitte über die nächsten Wochen House of Cards, weil da möchte ich als nächstes drüber reden. Ja, als nächstes wird wahrscheinlich erstmal
Game of Thrones kommen, wenn die Staffel 4 jetzt vorbei ist. Okay. Hatte ich vor. Und da habe ich auch schon, da freue ich mich auch jetzt schon, einen tollen Gast ankündigen zu dürfen, der ja schon seinen Platz reserviert hat. Nämlich der Urheber dieser Reihe hier. J.R.R. Brooks. Was? Ja, der ist es. Der wird da mitmachen. Der ist noch berühmter, der kommt. Na gut, ja, vielleicht sehen wir uns oder hören uns dann ja wieder. Mal sehen. Ich denke auch mal, da ich momentan, wie gesagt, sowieso sehr auf die Serien abfahre, werde ich jetzt einiges nachholen. Ich wollte Breaking Bad, muss ich noch zu Ende gucken. Doctor Who! Ja, Doctor Who! Ist da noch ein Doctor Who-Fan da draußen? Ja! Yeah. Okay, dann würde ich sagen, ihr könnt mal, wenn ihr wollt, ja zu dritt jetzt in den Wald gehen. Und ich werde diese Aufnahme jetzt hier beenden. Ich fand's cool, dass ihr da wart. Wir auch. Denke mal, wir hören uns bestimmt bei einer anderen Serie hier nochmal wieder oder bei was ganz anderem. Immer wieder gern. Ich ruf dich gleich noch an, wenn du schlafen bist. Okay. Also bis gleich. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.